okay, du hast einen anderen Screen als ich. Ja, aber. Obwohl ich welches Tutorial noch machen muss, oder? Genau, ich muss das Tutorial noch machen. Deswegen habe ich meinen Account umgeswitcht. Hm. Adventure, schreibt Chat. Adventure sollen wir klicken. Okay, ich gehe auf Adventure. Dann. Ich bin noch am Einloggen. Ich habe voll Bock. Ey, wollen wir wieder 100 Chest Challenge nehmen, oder nicht? Nee. Das ist mir zu stressig jetzt noch. Hat aber Spaß gemacht. So viel Power habe ich nicht mehr. Ich muss es nicht machen. Wir haben nicht so viel Zeit. Okay. Dann join ich einfach Matteo, wenn ich irgendwie einen Nimmer kriege. Auf jeden Fall das Game direkt leiser machen gleich. Ja. Suchtfilm ist ganz klar Leaving Las Vegas ein Favorit. Was für eine. Muss ich euch denn einladen oder wie ist das? Ja. Also soll ich. Also mich auf jeden Fall. Galeone müssen wir. Mid-sized Trip, oder? Nee, Galeone brauchen wir. Open Crew, Close Crew. Mal kurz Settings. Wir müssen die Galeone nehmen, okay. Audio. So, kannst du mich inviten? Unter. So, invite a friend. Was muss ich dafür drücken? Adventure, ja. Was ist denn Pirate Emporium? Andi, ich habe dich. Nee, Leon, ich habe dich eingeladen. Was ist denn Pirate Emporium? Das ist ein Modus? Das ist zum Battle Royale-Ding, glaube ich. Niklas, ich habe dich eingeladen. Okay, ich nehme an. Und Andi habe ich nicht. Andi habe ich, glaube ich, warte. Wie. Ah, eins. Mir ist Adventure. Emporium Andi. Ist Shop. Okay. Invite Send. Easy. Ey, ich habe ja noch meine Klamotten! Ja, deswegen habe ich meinen anderen Account auch wieder genommen. Geil! Ich schau gerade das Intro. Ich spiele es zum ersten Mal, ja. Ich bin voll gegiert. Du spielst es zum ersten Mal? Mhm. Haben wir noch nicht zusammen gespielt? Wir haben mit Burner Krass. Damals gespielt. Und Alter, Gino. Alter, du wirst. Andi, du wirst komplettes. Du wirst ausrasten. Das wird ein. Hast du schon mal das Wasser und die Welt und den Himmel und. Ich habe halt zugeguckt auch. Scheiße. Achso, okay. Ich lese mal Subs vor. Simple Physik hat gesubbt, 2 Monate. Der Hypmaster, 35 Monate. Leni Skywalker, 18 Monate. Mark Leo, 4 Monate, MK Bob, 18 Monate, Mere E3, 24 Monate, Draken LP, 9 Monate, schreibt Lan, Dunkle Freier, 2 Monate, Raivor 41, schreibt Kleiner 3, das Kraftkorn, 22 Monate, schreibt, schön den Sonntagabend mit euch auf dem Handy einläuten, während ich wieder an der Bushaltestelle auf dem Spinner mit seinem Fahrrad von letztens warte, der mir weismachen wollte, dass er keine Angst vor meinem napolitanischen Temperament hatte. Da Zotti für 25 Monate schreibt 25 Monate, ich finde 7 Days ein Mega-Format. Third Child 31 Monate, Adanos 5 Subs verschenkt, Fiasco 28 Monate, F. Dahl 5 Subs verschenkt, Hasenschaf 16 Monate, Go Wild 30 Monate, Otaku 10 Monate, Mondai 5 Subs verschenkt, Otaku nochmal 5 Subs verschenkt, Photo Warrior 37 Monate, Ernesto Legrand 5 Subs verschenkt, Xai The Bus 33 Monate, Mo P, 12 Monate schreibt, falls du gerade zuschaust, Mutter, lass mal ein Abo da. Andy Flow, 5 Subs verschenkt. Lipt, 16 Monate schreibt, Kleiner 3. Black Sheep, 16 Monate. The Lurps, 14 Monate schreibt. Es ist immer eine klasse Unterhaltung, die ihr hier liefert. Danke euch. Hoffe, es dauert nicht so lange bis zum nächsten Laden. Sunray Suplex hat einen Sub verschenkt an Hello Kidney. AC Juicy für 34 Monate gesubbt. Force, neu gesubbt. Schöne, 21 Monate schreibt. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Mr. Stuhlgang, 2 Monate schreibt, heute schon mal richtig gestuhlt. Tarovarius für 7 Monate und eben neu gesagt Beans Beanie für 12 Monate schreibt, der beste Film ever ist Das Leben nach dem Tod in Denver. Ich nie gehört. Auch nicht. Noch nie gehört. Danke für die ganzen Subs, Leute. Ja, danke, Leute. Vielen Dank für die Subs. Ja, Andi. Bin gerade von Netflix rüber zu Amazon Prime gewechselt und stöbere da nach guten Filmen und Serien. Das ist krass. Auf Amazon Prime gibt's echt viele Perlen, weil man hat es nicht auf dem Schirm. Ich habe letztens mir, also es ist nicht Prime, aber ich habe mir die neue Staffel Rick and Morty da bei Amazon mal gekauft. Ich wollte die mal unbedingt sehen. Ja. Welche Perlen hast du gefunden? Aber wisst ihr, was mein Problem ist? Ich gucke immer einen Film, finde den geil und wenn ich ihn geil finde, vergesse ich den Namen oder den Film. Und wenn ich den kacke finde, dann erinnere ich mich dran. Ich weiß nicht, was bei mir da los ist. Mhm. Aber ich kann gerade keinen sagen. Ja. Ich habe mein Netflix-Abo letztens wieder reaktiviert. Ich wurde nämlich reingebaitet. Und zwar gucke ich gerade so gerne so eher Geschichtssachen. Mhm. Und da war dann eine Doku, die wurde mir, die habe ich irgendwo gesehen, dass die jetzt neu ist. Und zwar über Anne Frank. Mhm. Und ich habe noch nie so richtig was über die gesehen, wie genau das passiert ist alles. Und dann mache ich die Doku an.
Und die ist halt. Wie soll ich mich denn selbst? Hä? Jetzt nicht mehr. Ingame Voice vermutlich. Ach so, okay. Und die ist einfach für 12-Jährige. Und einfach richtig scheiße. Jetzt verwirren, weil ich höre dich auch auf dem Kopf. Ja. Ingame. Jetzt hören wir alles doppelt und dreifach. Genau. Fuck, fuck. Oh nicht mein reden, Gott, nicht reden. Nicht reden. Bitte nicht sagen. 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 Ach du heilige Scheiße. Richtiger Trash. Warum ist Ingame-Voice per Default durchgängig an? Trash. Weil es ein echt richtig, richtig man spielt Team-Game, ein Koop-Game. Oh mein Gott. Minecraft will es auf Koop haben. Habt ihr gehört, mein Spiel ist abgestürzt? Hab ich nicht gehört, ne. Ne, hab ich nicht gehört. Oh, ist ja wie früher bei Sea of Thieves. Da hat sich ja viel verändert. Gut. Gut. Ich hab, Chat, helf mir mal ganz kurz. Mann, Alter. Helf mir mal bitte ganz kurz. Ich hab einen Film gesehen, das war so ein spanischer Film. Und der, es sind zwei Stück. Einer hieß In ihren Augen oder so. Und der andere war ein Der unsichtbare Gast. In ihren, Alter, kommt mir jetzt bekannt vor. Was ist denn In ihren Ey, Augen? Ey, die beiden kann ich euch empfehlen. Was ist denn das sind richtige, nochmal? Die kennen echt nur wenige Leute und die sind wirklich geil. So Thriller-mäßig. Was ist das nochmal? Und was sollen wir dir jetzt helfen? Ob die wirklich so heißen? Der unsichtbare Gast ist mega. Genau so heißt er. Der unsichtbare Gast. Guckt den. Okay. Könnt ihr euch eh nicht merken wahrscheinlich. Kann ich euch jetzt noch nachjoinen? Und ja, In ihren Augen hat ein krasses Ende. Ja, nicht spoilern. In your eyes? Was ist denn das? Genau, In your eyes. Was ist das? Andi, welcher Film war das nochmal, den ich dir empfohlen habe, den du dann geguckt hast? Der Schacht? Ach, danke. Mach doch deinen Ingame-Voice jetzt aus. Ja, ich habe da letztens eine halbe Stunde drüber nachgedacht, kam nicht drauf. Der ist sehr verwirrend, ne? Also nicht verwirrend, sondern komisch. Mhm. Aber der lässt einen nachdenken, so. Mhm. Das Konzept ist cool. Mhm. Rejoin previous session, okay. Hast du Der Schacht gesehen, Niklas? Der Schacht? Ja. Nee. Ganz komisch. Oder? Habe ich den gesehen? Mit diesem Gefängnis, was aber wie so ein Schacht ist, mit so einer Luke. Okay, ich denke gerade, ich habe gerade an einen Film gedacht, wo die in der DDR in Berlin unter der Mauer einen Schacht durchgraben. Ich sag dir ganz kurz das Konzept. Heißt dann wirst du so sagen, krass. Also guck mal, das ist ein Gefängnis, da sind ganz viele verschiedene Ebenen. Okay, mein Spiel ist wieder abgestürzt übrigens. Okay, dann können wir nicht zocken, oder was? Woran liegt das? Keine Ahnung. Wo soll ich das wissen? Root-Chat Output. Root-Chat Volume 0. Ich mach mal einen Track in File-Check mach ich mal. Leon, wo stellt man das um, dass man die Crew nicht mehr hört? Oder Audio-Settings und dann? Du gehst auf Audio-Settings und machst den Crew-Volume runter. Genau, habe ich gemacht. Ist der Bonzo-Account-Event. Ist jeder auf seinen eigenen Accounts? Sowohl Steam als auch Xbox? Ja. 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 Mein Spiel schließt einfach direkt, wenn ich joine. Du bist mit Bonja in Steam und mit dem Bonja-Account dann in bei Xbox. Xbox Live. Ja. Okay, warum? Wurdest du gebannt, weil du ein Cheater bist? Ich mach mal einen Integrity-Check. Mach mal einen Integrity? Ja, mach mal. Okay, wo ist die Gold? Matteo, ein Gefängnis wie ein Schacht. Erzähl bitte fertig. Also, passt auf. Während ich überbrücke jetzt mit dieser Story. Also, der Schacht ist so ein Konzept, man landet in einem Gefängnis und die Leute wissen nicht genau wo, warum und manche gehen auch freiwillig rein, ist aber auch egal. Aber das Gefängnis ist so aufgebaut, dass es wie so ein riesiger Schacht ist und die Essensausgabe funktioniert folgendermaßen. Auf jeder Etage sind zwei Personen und in der Mitte von dem Raum ist ein Loch. Mhm. Und da kannst du runtersehen in die untere Etage und bei denen sieht es genauso aus. Das heißt, es geht ein riesiges Loch einfach ganz tief runter, wo du alle Etagen runtergucken kannst. Und die Essensausgabe ist folgendermaßen. Von oben kommt ein Tisch runtergefahren, der genau durch dieses Loch passt, also so ein Viereck. Und der ist mit richtig geilem Essen voll. Und es ist genau so viel Essen, dass alle Gefängnisinsassen theoretisch davon satt werden würden. Oh, das geht nicht gut aus. Dann. Davon würden. Und Spoiler. So fängt der Film an. Und spoilerst du einen? So. Und dann geht's aber darum, wenn die oben mehr essen oder. Es gibt Friendly Fire, warte mal. Das ist neu, oder? Ich weiß nicht. Du hast gerade Friendly Fire gemacht. Okay.
Ja, du machst Friendly Fire. Ja, erzähl weiter. Ist ein Schacht? Nee, es war schon. Ach so. Ja. Stimmt auf jeden Fall. Also einige Dinge, die man in dem Film feststellt, erkennt man auch im echten Leben so ein bisschen wieder. Genau, es geht halt so um soziale Unterschiede, um so wer von oben nach unten Machtverhältnisse, wie das shiftet, wie überhaupt so, wie wichtig einem Status ist oder wie sehr man auf Leute unter sich achtet oder wie sehr man Leute unter Druck setzen kann. Und, aber es geht auch darum, kurzer Film kann das sein? Nein, der Film geht, also man denkt am Anfang direkt so, okay, so und so wird's ausgehen, aber dann kommen noch ein paar Elemente, die das alles ein bisschen verändern. Also es ist, ich würde sagen, es geht so in Richtung B-Movie, so leichter Trash, würde ich sagen, oder wenig Budget, aber die Idee ist halt interessant. Aber der hat auch irgendwie so richtig weirde Charaktere, die man sich dann irgendwie merkt. Ja, und so. Ja, absolut. Wie ist nochmal das Messer? Irgendwie Samurai 2000 irgendwas? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ist schon zu lange her. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Ich dachte jetzt, du machst so ein cringy Face, weil du denkst, Alter, jetzt spoilert ihr hier rum oder so. Nee, gar nicht. Das wäre so ein Detail nur. So, ich würde gerne Gameplay, Field of View, ja. Wie kann ich meine Maus-Sensitivity, Blunderbuss Aiming Sensitivity. Muss ich nicht auf... Okay. Was muss ich einstellen, damit meine Maus-Sensitivity in Scope genauso schnell ist wie Out Scope? Also kein Unterschied. Normales 10. Um zu gucken. So. Ja. Oh, ich hab voll Bock, Leute wegzusnipen, ey. Tja. Gesundheit. Bei dir aus, Niklas? Ah, du integrierst. 8%. Auch am Integrieren. Dauert ein bisschen bei mir. Okay. Kann man hier no-scopen? Oder wo schießt denn der denn hin? Oh, ey, also mir macht es irgendwie schon Spaß, einfach hier in der Bar drin zu stehen und ein bisschen rumzuhüpfen. Irgendwie direkt 1000 Items, denen man irgendwie Quatsch machen kann. Grogball. Es ist relativ simpel gehalten von den Items. Guck mal, ein Grogball. Hey, was ist das denn? Danke, Andi. Das ist neue Items. Hä? Was machst du damit? Kenn ich ja gar nicht. Oh, ein Spielball? Nee, hey, da ist irgendwie das ist so. Okay. Ist es nicht rum? Oder so? Man betrinkt sich irgendwie oder man macht, dass die anderen betrunken sind oder so. Das ist eine Kanonenkugel? What? Ah. Boah, können wir Gegner besoffen machen? Wenn wir damit treffen? Das ist ja geil. Krass. Hallo, super. Tascha. Was bei dir? Item Shortcuts. Man hielt sich immer mit Bananen, ne? Ja, mit Bananen hält man sich, genau. Oh, ey, Andi, komm bitte raus. Warte mal, wie kann ich den Dialog? Okay, so. Oh, schaut ja, mal, ey. Komm mal hier raus. Wir sind nachts auf so einer Südsee-Pazifik-Insel und gucken einfach aufs Meer. Das ist so geil. Oh geil, das ist unser Schiff. Ja Mann, das ist unser Schiff. Mit dem werden wir die krassesten Abenteuer erleben. Geil. Guck mal, da hinten siehst du diesen Feuerberg. Da ist ein Vulkan oder so. Dieses Feuer, siehst du das? Ja. Was ist das? Da will ich hin sofort. Ey, du hast einen Sniper? Ja. Sollst du dir holen. Macht am meisten Damage und hat einen Scope. Wo kann ich mir denn was holen? Da kannst du im Schiff wechseln, glaube ich. Ah, im Schiff, okay. Oh Mann, dieses Spiel ist eigentlich so schön, ne? Das ist so ein gutes Spiel. Ich warte mal hier oben weiter auf Niklas. Ja, ich hab das dauert hier. Das ist 28%. Was machst du denn gerade? Ich weiß ja nicht mal, ob das hilft dann am Ende. Ja, wir haben Zeit, wir warten so lange. The Shroudbreaker, a mysterious stranger knows of a way to reach a distant land. Wisst ihr, woran mich das Spiel erinnert? An Goonies. Wegen dem Ende. Wolltest du jetzt noch einen Film? Ja. Wie alt ist Goonies ist älter als Leon. Ja, und vielleicht will ich den noch gucken. Goonies ist sogar älter als Andy. Ich glaube, Goonies ist so alt wie ich, oder? Goonies? Ich hab den nicht gesehen. Krass. Es gibt sogar... Von wann ist Goonies, Chat? Es gibt sogar einen Ken-Ball, das ist ein Anchor-Ball. Damit forst man die Gegner einen Anker hoch oder runter, wenn man damit trifft. Das heißt, du kannst, wenn dich ein Schiff verfolgt oder wenn du es jagst, kannst du die abschießen und die bremsen. Die werden automatisch geankert. Ey, was ist das für ein krasses... Also, hast du gehört? Krasse Ken-Balls. Was?
Du kannst eine Kanone schießen, die das, wenn du das Schiff triffst, verschiedene, forst du Anker. Das heißt, wenn du das triffst, wird der Anker von denen gedroppt. Alter. Ich kann mal vorlesen, was ich gerade habe. Also es gibt eine Firebomb, damit kann man das gegnerische Schiff in Flammen setzen. Ein Chainshot, damit kann man andere, damit kann man die Masten aneinander machen. Es gibt einen Blunderbomb, das ist eine Shockwave, die Piraten vom Schiff ballert. Und den Anchorball, damit kann man den gegnerischen Anker hoch oder runter raisen. Ey, wie geil ist das bitte? Das ist richtig krass. Ich glaube, Performance haben sie aber verbessert, weil es läuft bei mir richtig flüssig. Ja, es sieht echt gut aus. Oh, ich mache hier gerade Parkour. Oh, warte, ist das das Geisterschiff? Wo? Hier bei mir. Hier ist so ein Schiff, was sich bewegt. Wieso siehst du denn da andere Schiffe auf der Map? Ich weiß es nicht genau. Wenn ich sterbe, wo komme ich raus? Oh, hier sind wir, da ist ein Schiff. Ich glaube, ich erkunde auch doch mal das Schiff. Ich bin ungeduldig jetzt. Oder die Insel zumindest. Erkunde die Insel, Andi. Oh, ey, guck mal, wie die Sonne gerade aufgeht. Da geht mir voll eine ab, Chat. Das ist wie besser als in echt. Hä, da ist ein Gesicht im Himmel. Das ist der Totenkopf, ne? Das ist der Raid. Das ist der Raid, ja. Das ist die krasse Insel. Da können wir später hin und versuchen, das... Ja. Nicht zu sterben. Versuche nicht zu sterben, ja. So, ich erkunde mir mal die Insel. Nicht besser als in GTA 5. Das ist safe schöner als GTA 5. Es hat einen anderen Look. Es ist nicht so realistisch, aber es ist schön. Oh, da geht's ja hoch. Obwohl, GTA 5 ist auch sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Matteo. Hält sich auch gut. Ist ja auch schon ein bisschen älter mittlerweile. Ja. Chain Shot. Small Cannonball. Okay, schieß nochmal. Soll ich? Ja. Boah, also. Alter, du hast mir gerade einen Scheitel gezogen. Das Geräusch so. Geil. Ich will kein Damage davon. Safe? Sicher? Bin ich richtig getroffen, oder? Treff mich mal. Versuch mich mal zu hitten. Ja, kein Damage bisher. Ah, war doch ein Hit. Ihr habt auch Harpunen, warte mal, was? Was? Gibt's Harpunen? Wo? Es gibt Harpunen! WoW können wir Wale jagen? WoW kann Matteo damit oder? Jagen? Wie ist richtig hässlich. Aber alle MMOs sind hässlich. Matteo, guck, geh mal auf Matteos Sicht. Ja. What? Ey, wie krass ist denn dieses Spiel geworden, bitte? Sick. Wir können uns mit einer Harpune an Schiffe ranziehen. Geil. Ey, lass mal so richtig wilde Piraten werden, die so kleine Schiffe einfach ranziehen und aussaugen. Ja, Mann. Ey, das Spiel ist ja krass. Oh, 67%, Leute, zwei Drittel. Das ist ein Papagei, kann ich hier abschießen? Wenn ich, ne? Einer soll mal in die Kanone klettern, okay, Moment. Kann man die fangen vielleicht? Boah, guck mal, das Aim ist krass. Ich hab das komplette. Schieß doch mal. Guck mal, da sind ganz viele Fische. Ich hab keinen Schuss mehr. Kann ich die töten? Okay, Leute. Matteo, ich komme! Matteo! Ich flieg über die Insel. Nein! Läuft aus. Awesome. Gibt's Fall-Damage? Wenn du auf dem Land landest, ja. Wurde es getestet? Ja, gibt's. Komm zu dir. Papageien kann man sich kaufen. Was? Wie? Oh, du bist weg. Oh. Ich spawne jetzt in dieser Zwischenwelt. In diesem Hub. Was ist da drin? Da ist ein Skelett drin. Set sail as an emissary of Reaper's Bones? Alter, wie viel Content gibt's denn mittlerweile? Krass, man wird jetzt gefragt, ob man Hilfe haben will. Sehr witzig. Hallo? Also wenn du stirbst und du sagst, ich werde dauernd gespawncampt oder so, dann kannst du Hilfe haben. Und dann bist du im Gottmode auf einmal oder was? Nee, ich glaube, dann spawnst du woanders. Muss auch vielleicht auf einem Anfängerserver oder so. Hör, warte mal, was ist das? Oh, Earthworms, Grubs. Kann man angeln? Stormfish and Ender Map. Okay. Ey, die Welt ist so schön. Ey, das Wasser, ohne Scheiß, ne? Guckt mal, wie schön das aussieht. Danke. Oh.
Sorry, Sir. Oh. Glaube ich eine Frau, oder? Ja. Ey, leck mich. Fett. Das ist so schön einfach. Ja, die hat ganz viele Waffen hier im Angebot. Wie in Morrowind. Also alles zu teuer, ich habe gar kein Geld. Fast wie in Morrowind, ja. Die haben wahrscheinlich noch nicht DirectX 8 hier, ne? Oder sind Fische. Mann, ey. Haben das damals, als MMO... Haben die damals wirklich gedacht bei Morrowind, die haben schönes Wasser? Das Video sah gut aus. Für die Zeit. Was uns Maurice dann gezeigt hat. Was für ein DirectX braucht dieses Wasser? Ist es 11 oder brauchen die sogar 12 für so Wasser? 11. Easy 13. Aber die hat noch diese krasse Wellenphysik, die sich geliehen haben von irgendeinem anderen Spiel, oder? Keine Ahnung. Da habe ich meine News gesehen. 12 wird dabei geschrieben. 12? X12, ja. Obwohl ich immer noch nicht genau weiß, was das heißt. Ich auch nicht. One file failed to validate and will be reacquired. Aha. Oh, das ist aber gut, wenn er Fehler gefunden hat. Close. Andreas, kannst du mal ein Stück weiter entlang gehen? Ja, wo? Andere Richtung. Ein bisschen nach rechts. Also hier vorne jetzt rechts abbiegen. Oh, das kommt immer wieder. Ja, ja, perfekt. Leute. Und da können wir stehen bleiben. Einfach da stehen bleiben. Oh, hä? Ich hab dich rangezogen! Hier. Wir können Spieler anziehen. Damit können wir das auch mal machen. Okay, ey, damit können wir einen Schatz von einem anderen Schiff einfach an die Oberfläche holen und uns auch mal hin, Leon. Alter, wie geil ist das denn? Ja. Kann man da Fische holen oder so? Warte, ich gehe hier hin. Jetzt bin ich am Boden einge. Lol. Achso, und dann klicke ich nochmal. Kannst du mich aus dem Wasser ziehen? Hey, Andi, triff mich. Zieh mich mal aus dem Wasser, Andi, warte. Halt kurz. Hey, wo bist denn du? Ah, da. Okay, ich versuch mal Theo. Wow, ist außer! Hier, Andi, nimm mich. Okay, wir können also Leute retten, die im Wasser Schiffbrüche gehen. Kannst du auch Haie abschießen im Wasser? Boah, das wäre geil. Ey, wir können Haie. Kann ich so eine Zipline machen? Gibt's Wale? Können wir auf Walfang gehen? Kann ich hier loslassen irgendwie? F. Genau. Und dann? Sind wir jetzt fest? Machen wir den Anker hoch? Man kann nicht drauf. Ich kann mich nicht einhängen, oder? Ich kann mich auch nicht drauf. Das wäre mega geil, wenn wir so quasi... So ein Zipline machen würden. Mhm. Ja. Ich will mal testen, ob wir wegtreiben aktuell oder ob uns das festhält. Stimmt, das würde ich auch gerne wissen. Kann man die Leitern... Ja, kann man. Okay. Wie könnte ich mich wieder heilen? Mit Bananen, ne? Bananen. Finde ich die. Gut, drück mal Q. Das ist nicht da. Gedrückt halten. Oh. Das ist anders. Da hast du deine Items. Du kannst auf F gehen, glaube ich. Oder so ein bisschen durchrotieren. Lass mich mal was zu essen. So, treiben wir. Okay. Aber wir treiben nicht, ne? Aber wir stehen noch fest. Ja. Warte. Wollen wir mal Segel setzen, um zu gucken, wie die Pulse hält? Wir machen mal Schiff. Segel ist gesetzt. Wir haben zwei Harpunen. Ja. Ich komme jetzt nicht mehr mal ins Spiel rein, glaube ich. Und hier muss ich, glaube ich, einladen nochmal. Warte mal, ich versuche mal einzuladen. Invites. Okay, auf jeden Fall. Okay, also Harpunus hält nicht. Oh, das hält schon, aber. Nee. Das Schiff geht kaputt. Das läuft fast dabei, oder? Haben wir Bretter? Ich habe keine Bretter. Ich habe Bretter. Oh mein Gott. Hab ich einen Eimer? Wo geht nochmal das Mausrad? Kuh. Ich wollte fragen, ob ich mitspielen darf. Theo, kannst du ändern? Okay, dann. Ich bin mit hergeschwommen. Das Schiff sinken so lang. So, wie kann ich einladen, Leute? Das würde ich gern wissen. Escape oder Invites? Das sind nur meine Invites, die ich sehe. Crew? Crew Management? Allow friends to join me. Muss wie jetzt. Ne, ist die jetzt sogar. So, mal das. Siehst du unter irgendwo? Kannst du irgendwie über Steam oder was? Ja. Ich könnte auch Steam-Versionen hier eine Einladung zu schicken. My Crew und dann 1, wird gesagt. My Crew und dann 1. Ah ja. Der dran kann ich nicht. Ich hab dich leider nicht in der Friendlist. Matteo? Escape, My Crew und 1 drücken. Okay. Escape, My Crew, 1. So, und Bonjour. Wo kommt der jetzt an? Drück du mal. Okay. Ah, okay. Mal jetzt. Mal gucken, ob das Spiel wieder abstürzt. Sinkt unser Schiff? Nee, ich hab's repariert.
Geil. Wollt ihr den Anker hochmachen? Dann fahr ich einmal, können wir einmal zurückfahren, um Niklas abzuholen. Andi. Wie komme ich hier raus? Escape? Na, oder was? Wo raus? Aus dem Menü? F. Oh. Use Ammo Chest. Genau, hier ist... Oh, was ist das für ein Säbel? Captain Bones Original Pirate Outclass. Macht er mehr Damage? Oh, Alter, ich hab den jetzt. Geil. Okay, einmal Anker dichten. Ich guck mich ganz noch kurz noch ein bisschen um. Armory. Ah, da gibt's einen Sniper. Connected, oder? Ist mir Matteo? Ja, heißt aber noch nichts. Was? Ah, wobei? Ja. Gerade auch connected. Ich bin wieder zurückgekommen. Okay. Okay, so, dann, wir sollten wieder uns dann einteilen. Die Segel sind gesetzt. So, können wir in den Wind drehen? Ich bin da, Jungs. Ist geil. Geil. Komm zurück zum Hafen. Integrity okay, Check. Was soll ich machen? MVP. So, was für einen Job kann ich machen? Du kannst dich um die Segel immer ein bisschen kümmern. Also immer die Segel in den Wind ausrichten. Du siehst immer, wo genau. Der Wind hinbläst. Und es gibt immer beim Segel zwei Sachen. Kannst du mal runtergehen? Hier vorne links direkt. Das eine, nee, links, warte. Da, die beiden Dinger. Das eine ist, um das Segel zu drehen. Das machst du mit dem ersten. Und das zweite ist, um das Segel hoch und runter zu fahren. Ah. So. Ah. Wir immer Max sagt, er braucht Held. Aber wir haben nur das eine große, oder machen wir noch mehr? Wir haben zwei. Wir haben hinten eins und in der Mitte eins. Oh, und vorne auch noch. Das kannst du noch runterlassen. Wir haben drei Segel. Okay. Vorderes noch nicht unten. Oh, ja, wenn man die Segel in den Wind dreht, dann sind die halt, hast am meisten Schub sozusagen, aber bei Gegenwind musst du halt so seitlich drehen, weißt du? Wo haben wir das jetzt? Okay, wir fahren jetzt zurück. Wir holen erstmal Niklas ab. Steh hinter dir. Wie, hinter uns? Oh, er ist an Bord. Lol! Okay, dann holen wir nicht Niklas ab. Okay. Oh Gott, müssen drehen! Wir machen ein bisschen Mocke. Oh ja, stimmt. Wie ging das nochmal? Okay, machen wir das hier auch runter. Andi, ich bin ein Privatbader jetzt. Oh, oh. Okay, danke. Kann ich mitmachen irgendwie? Es wird eng! Wie okay. Kann ich mitmachen? Q, dann F. Q gedrückt halten. Q, F. Ich hab schon. Okay, ich suche mal was anderes. Alter, Niklas sieht eigentlich am geilsten aus. Alter! Singst du? Ja! Oh. In eine Banane rein, ist ein Mikrofon. Wie schön ist das Lied? Schön. Oh, jetzt geht's voll ab. Oh, ich. Wow! Das ist ein geiler Track. Sinken wir? Nee. Egal! Nee, wir fahren im Kreis. Alles gut. Okay, Waffen raus. Okay, also, ich muss mich immer mal um meinen Job kümmern, also, ja? Also, wer ist Steuermann? Also Captain sozusagen. Wer will steuern? Ich mache Segel, ich steuere nicht. Hat eigentlich irgendjemand von euch Quests angenommen? Nein. Nee? Nö. Gut, ich habe eine angenommen, meine einzige, die ich hatte. Ja, dann nehmen wir die an. Cool. Geh schon auf den Captain Table. Warte mal, da vorne auf Steuerbord. Steuerbord ist ein gesundes Schiff. Möwen. Ist recht? Oh ja. Möwen. Das sind Möwen. Steuerbord. Ich fahr hin. Stark Steuerbord und dann Anker werfen. Ihr müsstet mal die Segel ausrichten. Nee, du kannst einfach hinsteuern. Ja, aber die Segel trotzdem mal ausrichten in den Wind. Achso, ja, stimmt. Ich mach's vordere Segel. Ich hab's hintere gemacht. Das mittlere. Okay, wir sind auf dem direkten Kurs, Leute. Volle Fahrt voraus! Oh, Lied ist vorbei. Warte mal, das ist aber so der Wind. Oh! Spiel mal Musik. Spiel mal schnell Musik. Neues Lied. Niklas. Schnell. Niklas, steuer an dein Schiff! Schnell. Andi, los! Okay, Jungs. Seid bereit zum Anker werfen. Bereit zum Ankern! Bereit zum Ankern, Leute. Schiff auf Steuerbord. Wann ankern? Anker in 3, 2, 1. Anker! Oh. Ich springe ins Wasser. Okay, haben wir alle unser Schiff verlassen, ja, ne? Ich bin noch drauf. Sehr gut. Wo ist hier ein Eingang? Hier, ich tauche rein.
Oh, ey, wie geil. Das ist jetzt schon geiler als alles, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Okay. Sprich für dich. Foodberry. Alter! Kinders? Schätze? Ja? Hier ist eine Power-Truhe, diese Dingstruhen. Nimm die! Ich kann nicht, weil ich schon einen Totenkopf habe. Wie werfe ich den weg? Ich komm. Nimm den zurück. Wie kann ich den wegwerfen? Nee, nimm den einfach mit an Bord. Da pfeift einer unter Wasser, kann das sein? Wie komme ich denn rein? Da. Wie pfeift man unter Wasser? Oh, Andi hat ein Bombenfass. Das ist ja echt so eine krasse Goldene. Andi, Bombenfässer nicht auf dem Schiff lagern, sondern oben auf dem Mast. Kümmere ich mich drum. Okay. Einfach alles abladen hier, Jungs. Einfach, wie lade ich was ab? F vielleicht? Oh! Andi! 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 Ich will, dass ich los! Spring! Geh weg! Los! XF! Irgendwas! Rechts, links, ich schwimm, los! Ich schwimm weg! Ja, schwimm weg! Links! F, G, T, R! Ich hol dich, Andi! Ey, töte dich ja nicht mal. Doch. Ich hab alle meine Gliedmaßen verloren. Andi, ich hol dich. Ey, wie kommst du das? Die Leine hängt nach unten. Nein, wie kann man das denn ablegen? Ich revive dich. Jungs, ich hab eine Captain Chest. Wo legen wir die hin? Hab dich, Andi. Danke. Unter Deck, oder? Oder auf dem Ausguck. Ja, aber Ausguck, da wollen wir die Explosionsfässer laden. Wollen wir nicht ins Captain-Ding machen? Aber da kann man schnell klauen, wenn wir angegriffen werden. Ja, die hauen wir um. Ja, komm, die hauen wir um. Na gut, okay, wir hauen alle um. Wir sind Pro-Gamer. Okay, erstmal eine Kokosnuss. X zum Ablegen. Ja. Ah, okay. X ist es. Okay. Also alles in den Captain, in die Captains. Ajute. Okay. Wie viele neue Lieder gibt's denn? Das ist ja mega. Ja, auf geht's. Warte, ist das Hooray and Up She Rises? Ja. Oder so eine Abwandlung davon, das klingt so ein bisschen in die Richtung. Nee, doch nicht. Exquisite Spices. Oh. Eine Ankerkraut-Box. Nice. Ey, Alter, es ist so schwer, hier so Orientierung zu behalten. Warte mal, ein Saphir? Ja. Okay. Ich hab eine Kokosnuss. GG. Hier ist noch ein Schädel, ganz unten, auf jeden Fall. Ja. Oh, ich trinke. Ja, du bist das nicht, ja. Wo komm ich denn mal raus? Oh shit. Schaff ich's? Sehr gut, Jungs. Ihr macht das super. Oh nein! Damage. Oh. Oh, safe. Das dauert. Warum steht unser Schiff eigentlich so komplett schräg? Weil wir ein paar schräge Boys sind. Ja. Weil die Segel noch gehisst sind. Warte mal. Die können wir so lassen eigentlich. Wo hab ich die Kokosnuss hingelegt? Ich will das mal, dass es sauber aussieht hier. Warte mal, ist die Kokosnuss so vielleicht gar kein Schatz? Ich was zu essen. Ah, okay. Wollen wir vielleicht, bevor wir eine Quest machen, eine Insel ansteuern, um Bananen und Vorräte aufzufüllen und Munition? Oh, es wird auch dunkel gerade. Borken Arrow, danke für 10 Subs. Ja, danke. Danke. Vielen Dank. Kann sein, dass wir in einen Sturm kommen? Halo? Halo? Halo. Man kann hier Luft anhalten, sehe ich ja gerade. Oh, hier ist es noch Essen und so. Trommel ist echt MVP, ey. Ist voll. Krass voll auf jeden Fall. Da hinten ist noch was. Bananen gibt's ja auch. Ich hab einen Skull jetzt. Ich hab einen Mermaid Gem. Genau, die Skulls sind auch ganz normal. Warte mal, ich will was ausprobieren. Oh mein Gott. Was denn? Ich komm mit. Oh, können wir Schiffe irgendwie drehen? Hey, was hast du vor? Was kann denn der Mermaid? Ich würde gerne einen mit der Harpune an Bord bringen. Ja, ich guck mal mich. Aber einen, der einen Schatz hat, wollte ich ausprobieren. Geht doch. Ach so. Kannst du ein bisschen. Oh, du bist unter meinem Radar, warte. Unter dem Radar! Ich war instant drauf. Ja. Lol. Ich will wissen, ob das auch geht mit. Mit Schätzen. Genau, mit den Schätzen. Ach so. Ja, warte mal. Wo bist du? Ey, guck mal, wie das leuchtet, was ich habe. Lockt das irgendwas an? Das heißt Mermaid irgendwas, Jewel oder so. Es flüstert auf jeden Fall. Ja, kann es sein? Oh nee. Ist es so ein Ding, was Gegner anlockt? Also Mermaids sind ja normalerweise die guten, oder? Jungs, guckt mal bitte auf Backboard. Ja. Was ist das? Feuerwerk. Wo denn? So eine Art Feuerwerk, ey. Oh, wollen wir da hin? Ja, lass da hin, oder? Hin da! Okay. Haben wir alles gut? Anker hoch? Haben wir alles gut? Anker hoch, Jungs? Alle an den Anker? Segel wird gelichtet. Anker hoch, Jungs. Anker. Winkel passt. Andreas, helf im Anker. Ach so. Anker wird gelichtet. Okay. Und so. Los geht's, Jungs. Los geht's. Okay.
Okay, warte. Okay, warte. Die Segel sind im Wind. Ich gehe mal in den Ausguck, vielleicht kann ich von da was sehen. Mach mal. Das Spiel ist so cool einfach, ne? Mach mal Trommel, Anni, mach mal Trommel. Ist das die Trommel? Achso, oh. Das ist eine Trommel. Matteo, Mermaid Jam hat funktioniert. Ja! Wir haben Mermaid im Chat. Oh, nice. Das ging ja voll schnell. Gegnerisches Schiff auf. Warte, ich sag die Uhrzeit vom Schiff aus. Ja, geradeaus. 10 Uhr. Ist alles okay. Gegnerisches kleines Schiff auf 10 Uhr. Wollen wir die knallen? Leicht Steuerbord recht. Leicht Steuerbord. Ja, wir müssen entscheiden, ob wir jetzt Krieg machen oder ob wir zu den Lichtern fahren. Lichter. Okay, Lichter. Also dann Steuerbord. Leicht Steuerbord. Lass mal Lichter ausmachen, alle bitte. Lichter erlöschen. An Bord Lichter erlöschen. Okay. Vorne bei Niklas sind noch welche. Leicht Steuerbord noch weiter. Emmy hat sich noch nichts getan. Okay. Ich bin vielleicht runtergekommen. Ja. Okay, Richtung ist gut. Okay. Ja, Richtung ist perfekt. Kanonen durchladen, stimmt. Laden wir die Kanonen mit Bällen. Oh ja. Ja, stimmt, ich habe auch gerade 10 dabei. Haben wir überhaupt welche? Ja, wir haben welche, 10 geholt. Wie wählt man nochmal Bananen und so aus überhaupt? Reload. Bananen werfen? Ne, wie man die auswählt. Du musst hier Kuh? Haben halt. Kuh und dann auswählen auf dem Rad, oder? Was so, die Steuerbordkanonen sind alle geladen. Okay. Kuh. Auf dem Rad. Seht ihr das Schiff überhaupt noch? Ich sehe halt durch die Segel überhaupt nichts, ne? Ihr müsst mir sagen, wo ich hin muss. Wir wollten schon zum Feuerwerk. Ich bin gerade. Ja, ich guck gerade nicht. So, okay. Hier Schiff habe ich auch früher nicht gesehen. Deswegen ich hab's nur vom Ausguck aus gesehen. Leute, die See ist stimmig. Ich sehe ein Schiff auf. Lichter, leicht Backbord. 10 Grad Backbord. Ja, wir sollten, es ist ein bisschen stürmisch, sollen wir die Segel nicht runterfahren, also nur so ein paar wird auch nur eins benutzen oder so. Warum? Ja, weil es zu wild wird, da reißt es alles ab. Oh, das Schiff ist aber übrigens... Aber wild. Das Schiff sehe ich noch, es ist von uns aus gesehen auf 7 Uhr. 9. Leon, nochmal 10 Grad Backbord hier, was ist das hier? Da ist es. Jetzt kommen wir näher. Meiner Sicht sieht weiter. Das ist geankert an der Insel, das Schiff, das ist keine Gefahr, es jagt uns jedenfalls nicht. Bei uns ist niemand eine Gefahr. Stimmt. Ups. Es könnte sein, dass vor uns auch ein Schiff ist. Genau da, wo wir hinfahren. Oder es ist ein Ausguck. Jedenfalls ist da eine Struktur, was gebaut ist. Ich sehe nichts. Oh, der Wellengang, ey. Ein blaues Feuer. Da ist ein blaues Feuer auf der Insel. Ja, auf der Insel. Was ist das? Wollen wir es erstmal angucken kurz? Wollen wir uns angucken oder weiter zu den Lichtern? Wir sind direkt nebendran. Die Lichter werden ja auch noch da später da sein, oder? Aber was, wenn die Lichter was Besonderes sind? Ja, was, wenn das blaue Feuer was Besonderes ist? Steuerbord. Stark Steuerbord. Wir fahren auf die Insel zu. Ja, chill mal. 20 Grad. Weiter. Okay, Kraken's Fall. Oh mein Gott, Leute, warum? Komm jetzt direkt zu Krake. Level 1, ne? Ich sag das nur. Ja, ist egal. Es gibt keine Level. Also du bist genauso stark wie wir. Okay, wir wollen jetzt zum Licht oder wollen wir kurz hier anhalten und gucken, lass was kurz anhalten, bitte. Ich will wissen, was hier ist. Anker. Okay, ankern. Bedingst. Ja, im Schutz der Insel. Kurz mal eine Underground laufen und gucken, ob wir Löcher haben, bevor wir runtergehen. Mhm. Ich bleib auf dem Schiff. Jo, ich geh an Bord. Ihr könnt euch rüberschießen mit der Kanone, ne? Ja, stimmt. Ah, ich schwimme einfach. Weil ihr müsstet die entladen. Da sind überall Bälle drin. Warte, Andi, die hier kannst du nehmen. Ich kann nicht schießen. Geh mal vorne rein. Okay. Ich hab nicht volle HP. Okay, Andi, schieß dich da oben hin. Oh. Mach's gut, Andi! Oh, mitten aufs Land! Alter, nice. Nee, hä? Easy. Man überlebt es ja voll easy. Ja. Was ist denn das hier? Sieht dämonisch aus. Soll ich mal dran rumfummeln? Fass mal an. Ja, hier ist ein Trader. Warte, ich guck mal kurz auf die Karte, wo wir gerade sind. Oh, eine Schlange! Oh, Schlangen sind nicht nett. Headshot. Krakenswald. Oh, Skelette. Oh, und der Explosionsgeschütz. Ich brenne. Ich muss ins Wasser. Ins Wasser. Was ist passiert?
Da ist ein Skelett gespawnt mit der Explosionskiste. Ich habe raufgehauen, wenn er explodiert. What? Warte, ich kann dich doch reviven, oder? Kannst du? Könnt ihr, ja. Und nur eine gewisse Zeit. Bei euch. Was ein Bait, ey. Ich hab geschlagen und währenddessen hat er die Kiste rausgeholt. Was liegt hier? Keine Ahnung. Was ist ein Schwein? Schwein. Die können wir fangen, oder? Nicht töten. Käfig. Wollen wir Käfig fangen können? Was einen geilen Arsch das Schwein hat. Alter, das Schwein einen geilen Arsch. Guck mal. Alter, Leute. Hey, das haben die aber gepatcht, das war früher nicht so. Was steht da? R oder F? R, oder? Ey, bleib mal stehen, Schweini! Kann ich. Führt uns das zu einem Schatz? Brauchst du einen Käfig für? Ey, Leute, warum gibt's hier so geile Items? Ich hab hier. Schweini! Ja, so ein ganz komisches. So Munition, so ganz strange. Ich hab ihn gefüttert! Ich hab Schweini gefüttert! Nice. Ich check nicht, wie man lootet. Ich hab aber nichts mehr jetzt. Sexualisieren Sie das Schwein. Noch ein Schweini! Oh Mann, wie lootet man? Schweini! Bleib hier! Oh. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst? Ich hab Schinken! Hast du es umgebracht? Oh Mann, ey. Oh fuck, da ist ein Skelett. Schaut. Was ist hier los? Ohne Kiste. Komm, nee, die ist leer. Wir hätten davor das Inventar leer machen müssen, bevor wir looten gehen. Das Inventar ist doch voll. Guck mal, wie groß das ist jetzt mittlerweile. Du hast 6x4 Slots. Aber wenn dein Item voll ist, das ist ein Item Maximum. Ja. Safe? Was Bretter und Co. angeht, meine ich. Safe? Ja. Achso, das meinst du, ja. Okay, ich hab noch ein Schweini, aber das lasse ich jetzt am Leben. Ist ein leuchtender Grabstein. Ein Granatapfel gefunden. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. Den Granatapfel mit. Ja. Komm mal hier hoch. So, aber wir wollten ja zu dem blauen Feuer, oder? Ja, ja. Ich versuch gerade hochzukommen. Ja. Aber wir müssen von der anderen Seite hoch, da wo Andi ist. Hier ist ein Zombie. Oh, hab ich gerade Spaß, ey. Okay. Schön exploren. Kein Headshot. Der Schweinis, Leute. Oh, fuck, Leute. Was ist denn im Schiffswrack was? Was für ein kleines Ferkelchen? Ja, wer bist du denn? Fütter mal. Boah, das ist ja geil. Habt ihr schon mal auf so einen Zombie mit Explosionsfass geschossen? Geht die dann hoch? Nee. Das ist ja richtig. Nee. Achso. Schade. Es sind alle umliegenden Zombies auch gestorben dadurch. Das ist gut. Also ist doch hochgegangen. Ja. Zombies oder meinst du die Skelette? Das meine ich. Oh, warte mal. Es gab doch auch Schätze vergraben, ne? Mit so Schaufeln, oder? Aber dafür brauchen wir die Schatzkarte. Ja, was wenn ich hier aber einfach ein Grab aushebe? Dann bist du ein Grabräuber. Meinst du? Hier ist ein Hebel. Soll ich einfach mal drücken? Ja, warum nicht? Das soll schon passieren. Okay, dann. Berühmte letzte Worte. Oh. Niklas, du bist schon passiert. Oben, ne? Ja, oh, doch. Oben, das Ding hier kommt runtergedödelt. Oh, fass ihn mal an, Andi. Ich glaube, ich bin beim Feuer. Ja, ich bin beim Feuer. Und was ist da? Nix. Nice. Das ist einfach nur das Feuer. Jo. Ja, ich bin voll. Das steht da aber so, das steht da so auf einer Kante. Da ist nix beim Feuer. Ein Peaceball gefunden. Vielleicht ist nur, was hast du gefunden? Ein Peaceball. Wenn wir damit treffen, dann können die nicht mehr ihre Kanonen benutzen. Oh, what? Really? Und ein Wearyball? Warte dann mal. Dann schlafen die. Ja, du kannst, das ist ein Sleepball. Andi brennt. Oh, Andi, sorry. Was? Alter, Matteo, ne? Das ist so ein Anti-Mate. Sorry. Ich wusste nicht, dass Andi so weit, so nah dran ist. Ich wollte das Ding hier wegsprengen. Ins Wasser, spring ins Wasser! Alter, Andi. Guck mal hier, bei mir. Was ist das? So toxisch. Das war, sorry, Andi, das war keine Absicht. Ganz toxisch, wie du dich entschuldigst. Okay. Strange. Die trinken mir zu wenig Alkohol im Spiel. Auf der Insel rum. Stimmt, es gab das Grogfass, oder? Ja, aber wenn wir hier nichts finden, dann fahren wir halt weiter, oder? Ja, lass uns mal gucken. Es gibt immer manchmal so versteckte Höhlen, oder? Aber wir können auch gleich weiterfahren, ja. Hier? Oh, da habe ich was gefunden. Und ein Ammo-Crate. Die nehme ich mit. Die Skelette haben jetzt Revolver? Ja, ja, die haben auch Waffen, ja. Ja. Das, nee, das war schon vorher aber auch so. Die sind welche mit Waffen gespawnt jetzt. Ja, gab's schon vorher. Ja. Bam!
Weg mit dir. Warum erinnerst du dich an sowas? Aber nicht im PUBG. Oh. War im PUBG denn? Weg mit dir. Ja, was war denn im PUBG, was ich vergessen habe? Alles gut. Hatte ich nichts vergessen. Ich bin ein bisschen toxisch gerade. Ja. Merk schon. Oh. Ich habe eine Weapon Crate, seit wann gibt's sowas? Oh. Schon immer. Nein. Oder? Chain Shot. Small cannon belts chained together. Which wraps also around zwei. Mass wheels and capstans to tear them apart. What? Also kann man Schiffmaske kaputt machen? Mm. Okay. Ah, so, ja, wie, das gab es auch in irgendeinem Film. War das nicht bei Pirates of the Caribbean? Wo die so Kettenkanonen geschossen haben? Da gab es bestimmt alles, oder? Ja. Damit reißt man Mast ab, das ist geil. Ich glaube, ich habe aber fertig. Wir haben jetzt fertig explodiert. Ja, ich bringe noch die Kiste zurück, dann können wir von mir aus auch weiter, wenn ihr nicht mehr habt. Ich auch schon mal. Boah, tauchen, Alter. Spiel, ne? Oh, ich finde das so geil, wenn man ins Wasser droppt, dass man dann am Anfang so schön schnell durchflutscht. Mhm. Oh, hey, steht da eine Frau? Hier ist ein Trainer. So. Theo, ich zieh dich an Bord, ja? Ja, bitte, mit der Kiste. I got your stolen treasure. Passt. Kann man hier noch hören? Passt. Passt. Hä? Ich bin doch genau auf dir. Passt. 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 Ich kann dich nicht anziehen damit, glaube ich. Ah, mit Kiste geht's vielleicht nicht. Damit man nicht schnell Schätze klauen kann, vielleicht. Ja. Ich höre die ganze Zeit Vögel, aber ich sehe keine. Genau. Nice. Was mit dieser Kiste? Können wir die jetzt einfach irgendwo hinstellen und dann könnt ihr einfach eure Munition auffüllen? Leg die mal hin. Ja, bist du hier bist runtergesprungen? So, das haben wir doch bestimmt eh schon, oder? Ja, Reload. Lol. Ist ja voll... Voll okay. Was, okay. Reloadet man? Ne, wir haben, ich habe eine Munitionskiste gefunden, die jetzt bei uns an Deck steht. Und da können wir schon unsere Waffen aufladen. Ah, okay. Wir müssen also nicht runtergehen. Ah, okay. Aber die ist nicht unendlich, ne? Nein, 50 Schuss. Aber wo wäre das unten? Unten wäre... Ich zeig sie mal an die. Man kann Kisten einzeln hochziehen, schreibt jemand. Genau, hier die kleine. Ah, also die ist unendlich. Jobs? Und hier kannst du deine Waffe wechseln. Okay. Also ich würde dir die Sniper empfehlen. Ja, die habe ich mittlerweile schon. Ja, ist geil. Okay, sind alle am Bord? Nee, Niklas. Nee, ich wollte nochmal mit der Dame sprechen, ja. Vielleicht gibt die noch einen Tipp. Oh mein Gott, ich bin gerade so tempted, da drauf zu schießen, ne? Warum ist die hier? Ist eine Traderin, aber Piratentraderin, glaube ich. Redet aber nur Bullshit. Nehmt mal bitte eine Story-Quest an. Wo nimmt man die an? Also, ich hätte mal auf der Startinsel angenommen. Einen Auftrag habe ich auf dem Captain's Board. Aber eine Story-Quest? Ja. Do it. Achso, also meine Story. Wollen wir nicht erstmal zum Feuerwerk? Niklas, lass dich mal ganz kurz ins Wasser fallen, die Kiste. Warum? Ob ich die ziehen kann. Das ist aber eine Explosionskiste, ne? Ja, lass probieren. Das soll schon schief. Alter! Lol, die ist hier vorne dran! Nee, Alter, kannst du mich bitte runternehmen? warte mal. Kannst du die auch nochmal schießen aufs andere Schiff? Nee, die ist runtergefallen jetzt. Kann man die nicht jetzt hochbringen? Also, die eine muss die hochnehmen jetzt. Ich hol die. Wie geil ist das denn? Hier, kannst du mir die abnehmen? Und nee. Abschießen? Achso, warte. An die angelt. Geht das? Ja. Nice. Kannst du die wieder runternehmen, irgendjemand? Wie unloadet man eine Kiste? Ja, nimm die mal runter und dann holt mich mal bitte. Warte. Ah, vorne drauf ist geil, ja. Ey, wir können andere Schiffe rammen und es dann kaputt schießen. Ja, Mann. Boah, ist das geil. Ja. Da kommt was! Ich hab einen Fisch gesehen. Boah, Andi, ey. Da kommt was! Hä? Wie zieh ich rein? Es gibt Haie. Man kann angeln? Was muss ich immer. Hä? Andi, ey. Wie geht das? Okay, ich muss mal üben. Der Fisch war aber klar. Wo hast du die Angel her, bitte? Ich hatte die einfach. Die hatten im Inventar. Okay, das ist aber neu, oder? Ja, F. Hä? Und dann 5. QF5. Man kann angeln? Boah, Alter, das Spiel kann ist. Die so rum. Das Spiel ist aber mal unendlich geiler geworden. Ach, wenn man Maus gedrückt hält, dann zieht man rein. Ja, und rechte Maus hast du es ranziehen. Und man kann auch so was? Irgendwie so. Die linke. Den die Arme durch die Gegend. Recht ist so schnell, ne? Wie sieht man, dass man einen gefangen hat? Ah, das kriegst du schon mit. Geht das Ding runter? Der Schwimmer, ne? Aber dafür sind die Köder da, ne? Da ist ein Fisch bei dir, Andi, dran. Ja.
Okay, jetzt komm her, Junge. Jetzt bist du meiner. Abgerissen. Brauchen wir. Keine Ahnung, ich check's nicht. Wie? Das ist voll schwer. Ist ja wie ein echter. Oh, weißt du, was wir machen können? Niklas, wie geht angeln? Ich angel den. Guck gerade. Ich angel den und ihr schießt mit der Harpune dann auf den Fisch, der an der Angel hängt und zieht ihn raus, okay? Okay, ich gehe an die Harpune. Oh mein Gott, ich habe einen Wurm an meiner Angel. Hey, was ist gemacht? Oh, ich habe einen dicken dran. Aber ist abgegangen. Ja, wie kann man den? Ja, wie kann man die denn? Hä? Kann man die final catchen? Das würde ich gerne wissen. Ich bin mit der Harpune bereit, bei Matteo und Leon drauf zu ballern. Angel ist intuitiv. Ihr müsst immer gegen die Zugrichtung des Fisches halten. Bei mir ist einer. Gerade gemacht. Mach ich kaputt. Boah, guck mich mal! Ich hatte ihn aber lange jetzt gerade. Er ist abgerissen. Okay, kein Bock. Lass weitergehen. Alter, Angeln ist aber ich komplexer angel als in anderen Games. Ist schwer. Aber an die, geil. An die Anker. Okay. Jo, Anker. Anker immer mehrere Leute, sonst dauert es ewig. Ihr müsst die müde machen. Okay. Oh! Er bleibt dran! Okay, müde machen. Ah, beim Angeln entgegensteuert wer? Und dann ranziehen, ja, wenn er locker lässt. Oh? Wenn er zieht, entgegengesetzt. Entgegengesetzt? Ja. Ich mache ihn müde. Oh, Alter, geil. Wir fahren weg gerade. Ja, ne? Deswegen fängst du den so gut, weil wir wegfahren. Der hat keine Chance. Der hat keine Chance. Oh, halber Dragon Ball Anime, bei Niklas. Spielt das? Nee, das ist der Soundtrack oder was? Krasserer Kampf als. Das ist ein Dicker! Vegeta gegen Son Goku, ey. Hey, wer hat weggeschossen? Nee! Das war ich nicht. Das war ich nicht. Was bist du denn das für ein mieses Schwein, ey? Das war, das ist ein Unfall. Ist das dein Ernst? Ja, das war ich nicht. Ich wollte den Fisch totschießen, oder? Oh Mann, ey! Was soll denn dieser. So toxisch, ne? Alter, das ist. Wieso. Das war nicht wegen mir. Das geht gar nicht. Ja, Matteo, genau. Ist auch nicht genau abgegangen, als du geschossen hast. Das war Zufall. Alter, was ein mieses Schwein, ey. Das geht in dem Game nicht. Angel jetzt aber auch mal. Bin so sauer. Auf den Fisch? Ich war ein Anti-Mate. Ich werde einen Fisch fangen heute. Mal mit. Über die Planke mit ihm. Warte mal, vielleicht soll ich hinten angeln. Nee, hier kommst du nicht hoch. Okay. Kurs ist gut. Oh, sind gleich da. Leicht Steuerbord. Mhm. Weiter. Oh, hier sind Fässer. Ankern. Ich ankere. Oh, die können wir auch hochharpunen. Sind, glaube ich, zu weit. Dry Rock Eye. Nee, warte, ich drehe. Ich hab schon geankert, ne? Ich spring mal runter. Ich guck mal, ich hol schon mal was. Versuch mal, ob du die ranharpunen kannst, Andi. Bei den Möwen. Ja, genau, da wo Nick das hinschwimmt. Oh, das war zu hoch. Ja, aber der. Von der Range her könnte es gehen. Könnte passen, ja. Kann man die Barretts. Was ist denn das Leuchtende da? Weiß ich genau. Quest received. Endlich. Aber ich glaube, ich krieg die nicht, ne. Oh, eine Flasche. Nice! Oh, geil. Warte, Andi, die abheben. Andi, wenn hier Haie kommen, dann musst du die abschießen, okay? Habe ich die Flasche genommen? Mehr kann ich nicht. Und jetzt? Jetzt kannst du die mit Linkstick wieder wegschießen. Genau. Okay. Ich habe Erz gefunden. Alter! Mein Inventar ist aber voll. Manchmal muss man Lärm machen. Oh, ich habe halt nicht mehr genug Platz. Wir packen das erstmal unten rein, Andi. Wir haben doch eine Essenskiste genau hier. Ey, das ist das realistischste Wasser ever. Also auch wegen den Wellen, wie diese. Leon, kannst du die auch mal hochballern hier? Warte. Hab ich die hier abgelegt. Die eine kurz leer machen erstmal. Guck mal, ob ich noch mehr krieg. Okay, die ist leer. Ist da. Genau. Oh, was ist denn das für eine? Na, leert mal eure Inventar.
Ein Ohr. Die kann man traden. Tue ich hinten zu den Kisten. Hier ist auf jeden Fall noch ordentlich zu essen drin in den Barretts. Habt ihr noch eine? Ah, okay, man kann die ganzen Barretts mitnehmen, okay. Ja. Eins liegt hier noch. Guck mal, was da drin ist. Da sind auch Bretter, Essen, ganz viel Essen drin. Da bin ich voll bei Brettern. Dann mach ich das weg, ne? Ja. Wenn du runterkommst, hinten rechts. Ich schwimme noch bei dem letzten Barrel. Wie legt man sich was auf einen Hotkey? Also essen Banane zum Beispiel. Weiß nicht. Nice. Ja, hast. Cannonball und ganz viel Essen. Kannst du mich auch noch holen? Ich versuch's gleich. Ja. Der Wellengang ist schwer halt. Nice, danke. Okay, jetzt müssen wir drehen und zwar Backboard. Okay. Also Anker rein erstmal, oder? 60 Grad. Backboard. 50. Hilfst du dann drücken? Essen ist auf 3. Okay. Das. Achso, sorry. Ich helfe mit. Oh, Matteo, du hast ja ein Bein verloren. Hab ich? Mhm. Wo? Du hast ein Holzbein. Ach so. Matteo, du sollst mal Y und drücken. Ja, das ist wegen der, für einen Shortcut, aber brauche ich nicht mehr, danke. Auf 3 hat man Essen direkt, wurde geschrieben, aber ich habe gerade keins dabei. Können wir die Segel Backboard drehen? Ja, ich drehe mal das hinterste. Ach so, sorry. Ich mach das mittlere. Helft ihr mal? Wir haben genau Gegenwind, ne? Ja, da, das ist halt schon maximal seitlich. Ich drehe das auch nochmal rein. Nicht, ja, aber wir nehmen langsam Fahrt auf, das geht schon. Boah. Ich glaube, wir müssen einmal ankern, damit wir nicht gegen den Stein vorne fahren. Nee, passt schon. Passt schon. Ich anker. Ankern. Es passt. Das passt never. Sehr gut, Andi. Sehr gut. Okay, einmal hoch ankern. Hätte never gepasst. Ich hätte so krass Kapitän auf der Titanic werden können. Passt schon. Leute, das ist nur ein Eisberg. Es passt schon. Ich wünschte, jemand würde jetzt so dein Gesicht in die Titanic rein photoshoppen, wie du sagst. Ah, das passt schon! noch ein Stück. Segel müssen gedreht werden. Ja, ja. Ich mach's hinterste. Unterdeck sieht noch gut aus. Ja, jetzt müssen wir heftig Steuerbord drehen. Jo. Boah, wie krass sieht diese Insel aus. Das ist ein... Ist der Anker oben? Gute Frage. Dachte schon. Nee. Hat wohl noch ein Stück gefehlt. Ganz schönes Stück, ja. Achso, oder dann rollt das wieder runter. Genau, das wieder runter. Der fällt wieder komplett runter, wenn er nicht eingerastet ist, ja. Okay. Let's go. Lenken. Ich schon, ich bin Max. Boah. Warte, ich versuche mal drum herum zu schippern. Ja, das ist, glaube ich, schlauer. Da haben wir gleich schon wieder dasselbe Problem. Ja, kommt gut. Ja, ziemlich knapp, oder? Und jetzt kannst du drehen. Zombies, was sagt der? Captain, kannst drehen, der kannst drehen. Weiter. Noch weiter. Da waren Fledermäuse. Noch weiter. Gleich haben wir es. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ach, das ist ja gar nicht von der Insel, dieses Feuer. Also diese. Und so erstmal bleiben. Also wir wollen zu den Feuerwehren. Feuerwehr. Ja. Aber diese krasse Insel ist auch heftig. Links von uns ist so ein Outpost. Ja, genau. Das ist, glaube ich, sowas, wo man auch Schätze loben. Wir kommen gerade vom Kurs ab, Leon. Wieder gegenlenken. Mhm. Wollen wir zum Outpost vielleicht erst? Ja, hochlooten und sowas. Vielleicht finden wir auch schon Schätze. Ja, und Quest annehmen, dachte ich. Auch Story Quest. Das ist so ein Military Outpost. Das ist ein Military, das sind Gegner. Ah, okay. Hier rechts von uns? Ja, links. Ja. Der vorne. Ich meine rechts von uns. Dann so, rechts von uns? Vorne rechts. Das ist ein Lichter Outpost. Wo die Lichter sind, ja. Warte, ich guck mal auf die Karte. Das ist ein Schiff, was da oben aufgespießt ist. Ja, aber das ist ein Outpost. Ja. Lass mal dahin. Ja, es ist. Dann lenk mal rein ein bisschen. Niklas, kannst du noch mal runtergehen zur Karte?
und mal gucken, was hinter dem Outpost ist. Da war irgendein Symbol, was ich gerade nicht sehen konnte, genau. Okay. Dann kann ich aber nicht mehr. Eine Etage tiefer musst du. Oh. Das sieht krass aus, ey. Also irgendein Symbol, was mich ein bisschen beunruhigt hat. Leon, du, hier sind drei Felsen vor uns, du musst ein bisschen aufpassen. Soll ich Anker? Nee, noch nicht. Die erste Story-Quest findet ihr in der Taverne neben dem mysteriösen Stranger. Okay, gleich muss geankert werden, Andi. Ja. Ich sag euch einen Anker an in 5. Noch sehr weit weg, Leon. 4. Keine Ahnung, was es ist. 3. 2. 1. Ankern, bitte. Ankern. Ankern. Ich sag da ankern. Wir sind tot. Vielleicht ist das Feuerwerk, Leon. Okay, bitte mal nach Löchern gucken. Es war gut eingeparkt. Es war gut, aber könnte ein Loch passiert sein. Wie kann ich die Map loslassen? Hallo? F, oder? Ah, F. No, alles. Es war perfekte Landung. Okay, wollen wir die Kisten mitnehmen zum Verkaufen? Yes. Ja. Ja, gute Idee. Auch die ganzen Skulls und so. Ja, wenn das hier. Ups, wenn das hier geht. Kann man nur einen von diesen Kristallen tragen? Du kannst immer nur eine Sache tragen. Okay. So, was meint der Chat mit der. Mit dem. Die Quest? Neben der Taverne soll so ein mysteriöser Geil stehen. Oh, können wir da können wir die Story-Quest annehmen. Okay, also Henry the Hoarder oder wen meint die? Warum haben wir nicht hier geparkt? Naja. Die hätten wir halt erstmal hingemusst, Andi. Hier sind die Crater. Hier kann man Trades verkaufen. Andi, du musst so eine mystische, so ein Zelt finden. In der Taverne, wird gesagt. In der Taverne. Da gibst du die Schädel ab. Okay. Ist das, gibt man die Trade-Sachen ab. Zelt. Nee, das ist der nicht, oder? Das ist er. Ich habe ihn gefunden, Leute. Okay. Ich rede mit ihm. Rede mit ihm. Können wir mal auf Matteo? I've seen plenty of pirate pass through that door. A few became real legends. Why are you lurking in the shadows? Ich habe gerade was freigeschaltet. Okay, I want to make. Nein. Okay. Rechts neben ihm ist ein Buch, mein Chat. Ich kann nichts lesen wegen das Buch. Die ganze Zeit. Was? Das Buch? Das Buch neben ihm. Das Buch neben. Ich soll nicht mit dem reden, oder was? Nee, das Buch neben ihm. Okay, ich versuche aus dem rauszukommen. Haven't you got treasure to find? So. Vote for Tall Tale. Ah, das müssen wir abstimmen. Ihr müsst hierher kommen. Okay. Lass erstmal abgeben dann weiter. Der Shroudbreaker. Alter, guck mal, das sieht aus. Der Schatz sieht aus wie von Indiana Jones. Wie so ein. Alter, ich hänge mich die ganze Zeit hier in meinem Kabel auf. Was ist denn hier los? Hab abgestimmt. Ich bring noch eine Kiste weg. Ich auch. Komm ich auch. Ja, muss noch eine abstimmen, dann haben wir, glaube ich, Mehrheit. Maya-Götze, genau. Sieht aus wie so ein Maya-Götze. Man kann das Spiel auch auf Deutsch stellen. War nicht Mixer, der Shroudbreaker. Wow. Kann man das Ingame auf Deutsch stellen? Oder muss man dafür neu starten? Eine Frage. Das Spiel ist auf Deutsch nicht spielbar, wird hier geschrieben. Okay, das heißt, haben die Quest jetzt angenommen? Ja, einer fehlt noch. Ja, ich suche. Wo muss ich jetzt? Oder? Ich habe jetzt gedrückt, aber es ist nichts passiert, oder? Der Shroudbreaker. Ja, yeah, unten ist irgendwas ein Text. Ah, oh, yes. Ich bin jetzt auch dabei. Wurde überstimmt quasi. Mhm. Nehme ich an. Pirates have even heard of the shores of gold, let alone seen them with their own eyes. They say it's an island riddled with untold riches, ancient secrets, hidden tombs and deadly traps. Deadly traps. You won't find it on any map. For it was swallowed up by the Devil's Shroud. Scheiße. Der Wiederschroud? This book is a journal. It tells of his first ship, the Magpie's Wing, and the journey he took to find the mythical Shroudbreaker. Alter. The only way to part the fog and reach the shores of gold. Oh, baby. Dare to follow in the footsteps of the greatest pirate. Es geht um Roger, den Piratenkönig. And use it to find the wreck of the Magpie's Wing. It holds clues to the Shroudbreaker's whereabouts. Alter. Bring it to me, and I'll set you on your way to the shores of gold. Alter, don't be fooled. Only the bravest, strongest pirates will make it back alive. I wish you luck. You're going to need it.
Ich truste dem halt null. Das ist ja ein richtiges Spiel jetzt. Ja. Okay. Hier ist das Buch. Aber wie kann ich darin blättern? Wir haben doch die Quest jetzt und jetzt können wir die doch ansegeln, oder? Also du kannst Q und dann Leertaste drücken. Q. Leertaste. Ah, Buch. Genau, dann hast du ein Buch. Aber wie blättert man da drin? Eins. Hab's eins drücken. Wie blättert man da drin? Okay. Mit E. Also erstmal hochnehmen mit Maustaste und dann mit E umblättern. Okay, wir schauen mal rein. Chasing Legends. Another Journey, Another Journal. The Shores of Gold. A Great Secret, an Island of Treasures. Swallowed by the Devil's Shroud. Das ist, was er gesagt hat. Hier gibt es ja aber einen Hinweis für. Ein Hinweis. Ancient could reach new islands through the mist. Guards the Shroud. Pathfinder. Wayfarer. Shroudbreaker. Also irgendwie soll man durch den Nebel durchsegeln und dann findet man eine neue Insel. Also wir haben jetzt auch drei Karten bekommen. Okay, gerade schon, wo wir hin müssen. Ah, wir haben Karten? Dann lassen wir da hinfahren und dann gucken wir erstmal. Drei. Hier ist erstmal das Buch. Okay, diese Insel. Ah, guck mal, es gibt zwei Inseln, die markiert sind und genau dazwischen soll das liegen, was wir suchen. The wreck now lies at that uncharted isle, Crooked Mask und Crook's Hollow. Genau dazwischen. Somewhere between these two islands. Die Karten gehören nicht zu der Quest. Gehören nicht zum Buch. Ah, guck mal das Buch, aber Leon, auf der Was Karte... Was mit dem Buch? Das gehört nicht dazu? Ne, die Karten, die ich habe, gehören nicht dazu. Das Buch gehört nur dazu. Nur das Buch ist okay. Okay, ja, erzähl. Also, wir suchen die Insel Crooked Mask und Crook's Hollow. Und zwischen diesen beiden Inseln ziehen wir eine imaginäre Linie und dazwischen soll irgendwo das gesunkene Schiff sein. Du bist viel zu weit. Okay. Du bist schon im dritten oder vierten Schritt auf Seite 10. Mhm. Was wäre denn der erste Schritt? Ich würde sagen, der erste Schritt ist... Oh fuck, jetzt habe ich mein Buch zugemacht. Ich habe davor nämlich nicht gecheckt, was da der Tipp sein soll. Wir müssen eine Truhe finden mit einem Totem drin. Und das sind Schlüssel. Ja, ist der Key. Ja. Dann soll man zu Secret Places segeln. Dort. Look mess and dort mit dem Schlüssel was aufmachen. Sollen irgendwas trinken. Und das trinken. Und da ist ein Wildschwein abgebildet. Okay, ja, also Matteo hat schon recht gehabt. Wir müssen einfach zwischen die beiden Inseln fahren. Genau, ja, da ist dann die Truhe mit dem... Das ist ein gesunkenes Schiff. Ja. Genau, sag ich ja. Okay, ich hab den Kurs schon. Geil, let's go. Okay. Und danach ist Schluss? Geht das Buch dann danach weiter, wenn wir es gefunden haben, oder was? Wahrscheinlich. Genau, dann sagt er, ja, er zeigt uns den Weg, wo wir weiterhin müssen. Ja, warte mal, kommt denn ein Schiff? Wo? Nee, ist ein... Ey, dieser Totenkopf ist mega scary. Da wollen wir nicht hin, ne? So ein Raid. Wo? Ich mach mal. Totenkopf ist immer Raid. Ja, aber der sieht anders aus als früher. Wo ist denn der Anker hochmachen? Da hinten? Hm? Sind alle da? Dann können wir Anker hochmachen. Ja, Anker hoch. Wissen wir schon, wo wir hin müssen? Ja. Ich hab's markiert auf der Karte unten. So, dann Segel im Wind. Im Süden, Leon, oder wo? Genau, Südwest war es, glaube ich, oder? Ja, da. Hä? Das ist einfach ein Punkt. Ja, weil es zwischen den beiden Inseln ist. Okay. Das ist irgendwo einfach ein gesunkenes Schiff. Okay. So, ich gehe mal in den Aussichtsmast und halte mal Ausschau. Okay, ich bleib mal bei der Karte erstmal. Mhm. Kannst auch im Kontrollmonitor gerade die Karte sehen. Okay. Sind vier Spieler Max bei dem Game? Du? Ich glaube pro Schiff, ja. Vor der Sheet, dass du da gucken kannst. So, wir schauen mal. Und Kurs ist nice. Ja, Kurs ist gut. Ja, das sind keine Schiffe, das ist nur eine Insel. Ja, Alter, das ist so. Ey, das ist einfach das ultimative Abenteuerspiel. Mit Content sogar. Jetzt, ja.
Ey, der Totenkopf sieht mega scary aus. Ich krieg irgendwie so Level oder so. Und kriegt Andi Level? 5, 6. Was ist mit Andi los? Gold Hoarder's Reputation increased. Okay. Ja, wenn du Schätze verkaufst, wenn du Schätze... Aber warum kriegt das jetzt alles? Weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie Delay. So ein Delay, keine Ahnung. Also wenn du Schätze abgibst, gibst du mehrere Fraktionen. Je nachdem, bei welcher Fraktion du es abgibst, kriegst du bei denen Reputation für Quests, weißt du? Und dann kann ich mich hier immer bessere Quests machen, oder wie? Genau, und die hast du höhere Rewards und so weiter. Kurs ist gut, Leon. Kurs ist gut. Nice. Wir steuern mitten auf dem Gewitter zu. Perfekt. Ja, Kurs ist gut. Das sind die Shrouds wahrscheinlich. Da müssen wir schon rein. Der Shroud, die, also, weißt du? Der steht da dann mit einer Sniper. Ja. Könnt ihr die Segel vielleicht in den Wind drehen? Wir sind so langsam, oder? Ja, mehr Wind geht nicht. Wir sind fast gegen top. Wind. Okay. Die Musik ist auch geil irgendwie im Spiel. Hast du Musik gehört? Musik habe ich gehört? Ups. Was ist das denn? Voll geil. Irgendwie so. Alter. Wenn ihr die Segel nicht in den Wind drehen könnt, richtet sie nach vorne aus, dann seid ihr minimal schneller. Dreh dich gleich in den Wind. Ja, aber es ist doch. Es passt so. Es ist realistisch jetzt hier. Ein bisschen lenken. In welche Richtung? Ja, guck mal. Ah, okay. Aber jetzt müssen wir Ausschau vor uns halten. Ja, jetzt müssen wir einer mal vorne gucken. Okay, ich gehe. Oder oben vor. In den Mast rein. Irgendwo jetzt vor uns oder in der Nähe hier müsste ein gesunkenes Schiff liegen. Also ein bisschen. Was ist das? Was ist denn das für ein Lied? Das ist ein kleines Fahrzeug, es könnte irgendwie Fässer sein oder so. Ich weiß ist nicht, das Diablo? Das kann echt sein. Stimmt, ja, das ist so ein Dings. Diablo 1. Das hört sich echt so an. Oder? Haben die das gekauft? Quasi die Lizenz für die covern das, glaube ich, so, weißt du? Ist es das? Das hört sich an wie Diablo 1. Tristram. Das Schiff soll vor uns stimmt, sein, meint ihr? Stimmt, Tristram, wenn du in Tristram bist. Aber warte mal. Hey, das ist eine Insel? Weil du Deckard Cain über ähnlich. Sind wir jetzt da? Ähnlich. The Crooked Mast. Wollen wir Anker oder was? Nee, ja, Crooked Mast ist, glaube ich, gut, oder? Oder heißt die Insel so? Du heißt die Insel nur. So müssen wir da hin. Wir müssen zwischen die beiden Inseln. Ja. Irgendwas soll da denn sein? Du musst ein gesunkenes Schiff hier. Schiff wir sind gleich bei der Markierung. Gesunkenes Schiff soll dazwischen sein. Ich gehe mal den Ausguck, guck mal, ob ich es vielleicht unter Wasser sehen kann. Steuern geradewegs auf die Markierung zu. Also irgendwas muss hier sein. Zur Insel, drunter zu Schiff. Ich dachte dazwischen. Das sind halt Bäume oder so, glaube ich. Das ist kein Schiff. Jetzt nicht alles spoilern! Was denn? Nicht alles spoilern. Wie ist das gespoilert? Der Chat spoilert alles. Okay. Das ist nicht cool. Okay. Dann lese ich jetzt nicht mehr. Okay. Welche Insel ist denn Crooked Mast? Oder Crooked Masts. Sind wir schon gleich da oder wie weit ist sie noch weg? Die Karte nicht vor mir. Wir können einmal auf die Karte. Ja, zeig mal. So, Crooked Mast ist die rechts von uns. Genau, und da drunter ist die andere. Nee, das ist die falsche. Fort of the Damned. Nee, welche denn? Links unten. Die da. Genau, Crooked Hollow. Und genau dazwischen. Da, wo Leon drauf zufährt, das ist genau das Markierte, da müsste es irgendwo sein. Hm. Aber wo? Guck, aber ich kann. Oh, das Wetter, wie die Wolken jetzt sich endlich lichten, wie schön. Ja, so geil, oder? Voll geil. Das ist so schön, dieses Spiel. Fuck. Ich kann von hier oben nichts sehen. Also jetzt sind wir in der Markierung. Man sieht halt jetzt auch gut, aber da ist kein Schiff oder so. Da ist eine kleine Insel und da sind irgendwelche roten Sachen drauf. Das könnte es sein. Also die wäre dann auf Backboard. Ja. Das könnte es sein. Ja, aber... Oder sie ist wirklich unter Wasser. Man sieht sie nicht. Ja, vielleicht ist es da unter Wasser. Ey, die Insel ist aber auch überflutet, oder? Könnte sein, das ist es doch, oder nicht? Die sieht richtig überflutet aus. Das sieht doch gut aus. Lass mal da hin. Ja, lass da erstmal hin. Ja. Ja, also Leon. Backboard. Mach eine Schleife drumherum. Ich könnte den ganzen Tag das Wasser angucken.
Oh, da ist auch eine Sandbank davor. Vorsicht. Ist es das? Nee, irgendwas ist da. Hier ist eine Sandbank, da können wir drauf auflaufen. Vorsicht. Okay. Ich sag dir, wann sie kommt. Du drehst gerade voll drauf zu, aber du bist jetzt wieder langsam geradeaus. Ich sehe das Schiff. Wo? Nee, da sind nur so, da sind nur Treibholz. Doch nicht. Treibholz. Oh, ankern. Warum? Alles gut, alles Sandbank. Gut. Wir können da drüber. Safe, 100%. Aber sag mal, ich stehst du vorne. Da ist aber ein Hard Backboard. Ankern! Oder ankern! Ich ankern. Okay. Was ist los? Hä? Ja, weil hier Steine überall sind. Wie? Okay, wir liegen gut. Ja, war ein bisschen knapp, aber wir liegen gut. Okay, geht mal auf die Insel. Will jemand auf die Insel? Ich geh mal. Okay. Alter, hier ist ein Korallenriff. Ja, geil. Ja. Das ist ja krass, ey. Sag mal, wie sieht's aus bei euch? Ah, ey, voll schön. Heftig. Da hier ist auch ein Schiffswrack, aber es ist wahrscheinlich nicht das, oder? Doch, könnte es sein. Mal kurz Luft holen, dann tauche ich da nochmal hin und guck. Sieht so aus wie das Schiffswrack. Ja, könnte sein. Das sieht gut aus. Wie gut sind wir denn? Wir sind halt Piraten geboren. Was muss man denn finden? Da muss irgendein Item drin sein. Magpie's Wing. Ist das das Schiff, das wir sind? Ja, das ist perfekt. Geil. Yeah, baby. Wir sind halt geborene Piraten. Fuck yeah. Ich habe eine Unterwasserhöhle gefunden von hier aus. Das ist das Ship's Log. Liegt hier. Ja, take it. Take it. Hast du? Sind wir nicht einfach krass? Perfekt. Geil, Alter. Wir haben ein Spiel für Sechsjährige durch. Erste Quest, meinst du? Ja, die erste Quest. Aber ich freue mich auf wie ein Sechsjähriger. Ja, es macht mega Spaß. Ist so geil. Wollen wir noch diese Höhle mal ganz kurz gucken? Bitte? Das war gerade ein Sound aus Zurück in die Zukunft 1. Oder? Oder dieses Star Wars. Oder nein, 100% Zurück in die Zukunft. Okay. Okay, das heißt, das Buch bringen wir zurück zum Dude, oder wie? Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Ist es möglich? Ja, war möglich. Ein Wassertriss immer. Ey, die Musik, ne? So, was ist in dieser Höhle drin? Ein Hai? Ein Kra... Ey! Oh mein Gott. Okay, guck mal bitte auf mein... Guck mal auf den Kontrollmonitor bitte, alle. Ja. Guck mal. Alter! Krass, oder? Oh. Alter, ein Maya-Tempel. Ja, Mann. Aber jetzt ringst du? Ja. Okay, wie lange muss ich die Luft anhalten? Wie lange kann man? Was schwimmt da? Das kommt aber einfach wieder raus. Ja, ich glaube, ich bin. Das ist da der Eingang. Was ist das hier? Subnautica. Ich muss jetzt mal hoch ganz kurz. Warte mal, ich krieg keine Luft mehr. So, warte, ich tauch da nochmal rein. Gleich. Andi, komm, musizier mit uns. Aber ich habe doch gerade dieses Logbuch gefunden. Ja, man muss auch mal eine Pause machen von der schweren Arbeit. Na gut. Oh ja. Nice. Krass. Hey, was ist denn das? Das kennt man auch, oder? Boah, Leute, drückt mal Q und dann R, dann können wir uns das Lied aussuchen sogar. Warte mal, ich will 7. Ein Hai! Tot? Ja, cool, das sind zwei Haie hinter Matteo, dreh ich mal um. Guck mal, versuch die mal mit dem Harpun abzuschießen. Versuch die mal mit dem getötet. Versuch die mal mit dem Harpun abzuschießen. Guck mal, er steckt auf. Das ist übrigens ein krasserer Hai. Ich war One-Hit. Ist tot. Liam, wie konntest du ein Lied aussuchen? Wenn du musizierst, Q und dann R. Wenn ich Q drücke, dann wählt er sofort das Buch aus bei mir. Was? Du bist einmal Q nur beim Spielen. Ja. Da habe ich ein Buch in der Hand. Q, gedrückt halten. Und dann R. Der Hai ist tot. Musikauswahl ging schon immer. Ja. Oh, Happy Birthday. Ja, hör mal auf. Geht das jetzt? Nice. Nee. Oh, der Happy Birthday. Wie kann ich das denn wählen? Das ist doch nicht Happy Birthday. Schon ziemlich Happy Birthday.
Happy Birthday to you. Nein, das ist nicht Happy Birthday. So, Anker lichten und los. Aufhören, aufhören, aufhören. Happy Birthday. Ich will den HIS noch umbringen, der happy mich birthday umgebracht hat. Scheiße, halt ab. Da noch mal rein. Ich will noch mal. Das ist schon eher Happy Birthday, aber. Ich tauch noch mal. Jungs. Ich mach einen Anker hoch, Matteo. Nein, warte bitte mal auf mich. Happy Birthday to you. Irgendwas ist doch dieser Schatz. Hey, wollen wir vielleicht zusammen ein Album aufnehmen und das läuft bei uns die ganze Zeit im Countdown und so? Das ist jetzt unser Bonjour-Soundtrack. Hey, Matteo, was machst du denn noch? Ich wollte gucken, ob da ein Schatz ist oder so. Und okay, wir fahren jetzt weg, Matteo. Könnt ihr den Hai bitte totschießen? Ne, wir fahren jetzt weg. Der Hai campt mich. Tschüss. Wir fahren weg, Matteo. Könnt ihr den bitte totschießen? Tschüss, Matteo. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Ich hab ihn gekillt. Quickscope. Quickscope, boy. Oh, wir könnten den Raid machen. Der ist direkt in der Nähe hier. Oh ja. Jungs, könnt ihr mal bitte anhalten? Hä, was ist denn das? Aber was ist der Blitz, der in die Insel einschlägt? Ich hab Schaden. Oh, ich bin runtergefallen. Ja. Leon! Dann minus zwei, würde ich sagen. Ihr könnt ihn vielleicht einfach Leon anhalten. Könnt ihr vielleicht anhalten, maybe? Anhalten? Ich nee, der kommt doch nicht mehr. Der Raid, der Evil. Ja. Warum haltet ihr den nicht an? Da kommt doch nicht eine Meerjungfrau, mit der ich draufporten kann. Lass zum Raid, lass zum Raid. Ja, warum sollen wir den anhalten? Hä, wie, was jetzt? Nee, so. Ankerlichten. Da kommt immer eine Meerjungfrau, mit der man sich an Bord porten kann. Ja. Geil. Okay. Ich bin gleich da, Jungs. Anker ist gleich wieder oben. Please. Okay, warte mal kurz, Andi. Zum Geburtstag okay. Okay, viel Andi, Glück. Einfach leicht antippen. Mal sehen, was es schafft. Okay, hat's geschafft. Let's go. So. Zum Geburtstag viel Glück! Aber was ist mit der Quest jetzt? Wie? Wir machen jetzt einen Raid! Mach den Raid, Andi! Okay. Zum Geburtstag! Viel Glück! Alles Gute, Matteo! Hab ich Geburtstag? Matteo hat Geburtstag! Alles Gute! Herzlichen Glückwunsch! Zum Geburtstag viel Glück! Geht das auch? Das ist halt so. Oh, das hört sich so richtig oh, nach. Oh, ein Jahr Geburtstag! Ein Jahr Geburtstag! Ich? Okay. Andi. Jungs, Jungs! Da ist ein Schiff auf 13 Uhr. Alles Gute, Andi! 2 Danke. Uhr. Ein Einmaster mit Lichtern an. Ja. Happy Birthday! Oder Raiden. Dann Quest weiter. Viel Glück! Der Raid ist Licht oder ausgemacht. Schiff, was machen wir? Raid ist vorbei. Schon der Raid ist vorbei. Dann das Schiff? Really? Ja. Oder Quest jetzt? Leon ist aus. Leon ist aus. Aus. Achso, aus. Ja, warte, ich geh mal nach vorne. Ich find's nicht so geil, dass unser Ding. Der Raid ist vorbei, Jungs. Das Schiff, wir fahren genau drauf zu. Und was ist das denn was daneben? Fort of da the ist ein Damned. Riesenschiff oder ein Turm. Da ist so eine Festung. Fort of the Damned, ja. Viel Glück. Achterbahn! Mach mal leicht links, Leon, leicht links. Wir fahren zwischen der Insel durch und kürzen ab. Wir fahren genau durch die Insel durch. Alter, willst du da durchfahren? Ja. Safe. Leon, man hört dich nochmal nicht. Nein, links, Leon, leicht links. Boah, fucker, die Wellen. Wir fahren genau durch. Dahinter ist das gegnerische Schiff.
Sind die geankert leicht oder fahren rechts. Die? Jetzt immer, Leon. Leicht ja, sind die geankert rechts. Oder fahren die? Das ist ein die geankert oder fahren die? Ganz eine Questinsel. Leon, hörst du? Sind die geankert oder fahren die? Der Raid ist wieder da! Leicht rechts. Wieder zum Raid! Nee, wir holen die. Und das Schiff. Rechts. Links. Die geankert oder fahren die? Raid. Sind die nicht? Sind die geankert oder fahren die? Links. Der Raid ist wieder da, ne? Links. Hart links. Okay, brech ab. Hart links. Die fahren Leon. Links. Hart links. Fahr links. Links. Okay. Hart links. Hart links, wie es geht. Oh, Leon hat Geburtstag. Okay, laden die Kanonen. Die werden gleich links auftauchen. Happy Birthday. Kanonen laden. Wir haben den Kampf, Niklas. Happy Birthday, Leon. Oh Mann, ey. Jungs. Alles Gute. Wie lange geht der Geburtstagstag noch? Happy Birthday. Okay. Zum Geburtstag. Viel Glück. Krieg noch alles gut. Die fahren rechts vor uns. Wer fährt vor uns? Das Schiff! Alter, ich baller die weg! Mann, ey. Komm her, ihr fucking Loser, Alter! Warte, wir schneiden den Weg ab, so halb, oder? Ist ein Einmaster. Da sind wahrscheinlich nur zwei Personen drauf. Ich baller den in den Mast weg, Alter! Hol mir die anderen Kanonenkugeln, Niklas. Wie kann ich die laden? Schon geladen, oder? Wie kann ich die jetzt laden? Dreht mal. Ah, ne, wir sind langsam. Wie kann ich eine spezielle Kugel laden, Leute? Load Cannon. Wir sind genau auf Kurs. Du hast einen Chainshot reingemacht. Ja! Yeah. Ich glaube, die wollen selbst zum Raid. Komm her, Alter! Wir stehen gut. Wir holen langsam auf. Wo seid ihr, Alter? Komm jetzt, ich mache den Mast weg. The Reaper's Hideout, okay. Oh, wir fahren genau auf die zu. Wir könnten die rammen und das Fass sprengen. Wie machst du den Mast weg? Matteo, zieh einen zu uns ran an Bord. Mit dem Grappling-Hook vorne. Da ist er! Andi, du bist am Grappling, ne? Ich bin hier an den Grappling. Enemy spotted! Wenn wir zu zweit an die schießen, das ist zu weit weg, ne? Ja, wir fahren genau auf die zu, weit ne? Weg, Kann halt Gegenwind jetzt gerade, ne? Volle Fahrt! Können wir die Segel nach vorne machen? Oh, der hat einen Anker gezogen! Er hat uns bemerkt! Der hat einen Anker gezogen, der macht eine Kehrtwende. Nach rechts! 180! Hart rechts! Das sind Pros, das sind Pro-Gamer. Mach mal die Segel in den Wind, Jungs! Ja, mach mal die Segel in den Wind, bitte! Matteo, Andi, mach mal die Segel! Ja, aber wir sind gegen den Wind, was mach ich denn? In den Wind drehen. In den Wind. Genau, in den Wind. Also der ist Gegenwind, aber so weit reindrehen wie möglich. Ja. Oh, ist ja. Nicht zu hart jetzt rechts, nicht zu hart rechts. Ich will Wind, deswegen mach ich hart rechts. Die ist gut, er dreht auch in den Wind. Ja, er will anlegen. Leon, er steht. Fahr links. Hart links. Mach. Und einer geht an den Anker. Ich sag, wann ihr Anker zieht. Hart links. Anker. Warum geht's weiter? Anker. Ja. GG. Okay. Attacke! Da ist er, ich seh ihn! Attacke! Ich seh ihn! Greift sie an! Versenkt sie! Ich repariere mal das Schiff. Ja. Wo ist er? Der war ja gerade eben hier noch. Wo sind die Bretter? Hä? Er ist vor mir! Habe ich nicht ein Brett oder so? Doch. Ja, wo ist er? Wir haben hier nur ein Loch. Rebel Ryan hat Geburtstag! Rebel Ryan hat Geburtstag! Ist er friendly? Ich hab ihn gehittet. Rebel Ryan hat Geburtstag! Achso, warte, und dann muss man. Hab ich schon gemacht, alles gut. Okay. Er geht auf sein Schiff. Lass hinterher. Geht hinterher. Andi, wir machen Anker hoch, wir folgen dir, okay? Ich snipe ihn von hier unten drauf. Ich mach schon mal Anker hoch. Ja, ich dreh. Er ist unter Deck. Ist wieder rausgesprungen? Ich dreh. Komm her, ich baller hier im Hintern, Alter! Schön jetzt die 6-jährigen mobben, ne? Boah, Alter! Chaos Grid 50 Subs! What? Komm her, Alter! Ich messer dich, Junge! Gib mal einer auf sein Schiff und klau die anderen Schätze. Oh, fuck. Alles gut, Andi. Alles gut, nee. Das muss so. Ich hab seinen Skull, ich geb ab. Hey, shit. Ich hab deinen Schatz verkauft, Lul. Geht aufs Schiff und T-Bag seinen Respawn, Alter. Kannst du unter Deck mal reparieren gehen? Ja. Der wird jetzt richtig auseinandergenommen. Reaper's Bones Reputation increased. Hat er was? What? Hat er was? Okay. Ich klau sein Schiff. Ich glaube, ich nur ein Loch. Oder?
So, und dann. Drehen hart, Andi, wir drehen hart. So. Ich nehme mir den ganzen Spaß am Spiel. Ich werfe so eine Kiste ins Wasser. Nein, du lass sie doch abgeben. Warte mal, wollen wir nicht einfach mit deinem Schiff wegfahren, Niklas? Wir können ja sich da drauf porten. Ja, und dann besiegen wir ihn so lange, bis er abspringt. Bis er das Spiel verlässt. Okay, los, Anker ein. Wo ist der Anker? Wo ist der Anker bei diesem Schiff? Ah, hier. Rein. Können wir einfach beide Schiffe haben? Ja. Wir nehmen die einfach ein. Hast du eine Waffe geladen? Ey, Rebel Ryan! Ich bin friendly! Oh, fuck. Oh, lass ihn mal. Ich glaube, der hat genug. Ich bin tot! Ihr seid beide tot? Scheiße, er ist okay. Das ist jemand Rebel Ryan erschießen lassen. Nee, er hat mich Schwert gehackt. Okay, wir kommen. Lass mal zum Raid. Der ist alleine, Leon. Lass mal zum Raid. Andi, Anker! Leon, Raid. Anker! Wirklich? Leon, Anker. Hörst du mich? Anker, Andi. Leon! Andi, Anker. Leon, der ist alleine! Andi, Anker! Oh, hier ist eine Insel! Achso, ja, gerade rechtzeitig. Bist du aufgefahren? Oh, guck mal, eine Insel. Was gibt's denn hier Schönes? Mann! Irgendwie nix. Scheiße, wir laufen voll. Ja, nix gibt's hier. Schade. Laufen wir immer noch voll? Oh, wir haben mehr Löcher. Ich komm mit runter, helf euch mal. Ich glaube, wir haben es gleich schon. So ein Schiff ist ja zum Glück sehr leicht zu reparieren. Eben. Wir möchten leben. What? Wer schießt? Ich knall ihn ab. Achso. Sind wir aufgelaufen, Jungs? Nee. Haben getroffen, reicht mir. Okay. Anker lichten und go! Zum Raid! Anker wird gelichtet. Wolltest du den einfach einmal noch reinschießen, oder was? Ja. Der Raid ist nicht mehr da, oder? Das ist bestimmt vorbei schon. Ja, was ist, wenn wir einfach die Quest machen? Ja, das ist doch eine gute komisch, Idee. Okay. Machen die Quest, wenn Raid erscheint, dann machen wir eine Raid. Hallo, ja, wo ist denn hier eine Meerjungfrau? Ich glaube, du bist noch zu nah am Schiff. Man hört, glaube ich, immer noch VOP, also Voice, an. Nee. Oh, du drückst gar nicht. Da, eine Meerjungfrau. Oh, doch. Ach so, man muss nach vorne drücken. Ja. Warte. Er hält einfach so und tut so. Das ist ein Meerjungmann. Guck mal. Wir gendern hier nicht. Das ist ein Meerjungmann. Okay. Safe. Okay, lass mal die Dinger reindrehen. Hey, die sind schon im Wind. Die sind aufgelaufen. Ach, wirklich? Ja, das habe ich auch gesagt. Meerjungfrau, Mann. Boah, jetzt geht's wieder los. Ich bin wieder da. Oh nein, es geht wieder los. Was ist das eigentlich mit der Quest? Hey, Rebel Ryan! Wie geht denn das? Rebel Ryan hat unseren Anker gelichtet! Was? Rebel Ryan! Was? Das ist drauf! Das ist der Summit! Ich brenne! Rebel Ryan hat Geburtstag! Ich brenne! Er ist tot? Was? Ah, das Schiff ist weg! Ja, das Schiff gibt. Unser Schiff brennt! Wie können wir das Schiff löschen? Ich weiß nicht! Wassereimer! Haben wir Wasser? Happy Birthday to you! Was machen wir denn jetzt? Ich kann auch, ich hol Wasser. Ich hol Wasser. Wann brennen denn Schiffe? Oh. Ich hol Wasser. Hab's gelöscht. Geht wieder. Okay. Easy. Dann Anker wieder lichten. Der läuft hier vor mir rum, der Rebel Ryan. Okay. Sie verkaufen mir gerade Sachen. Achso, das war delayed alles. Wisst ihr, du? Ist Rebel Ryan schon wieder da? Nee. Nee, der war tot. Kann jemand mir mit dem Anker helfen? Es brennt wieder, Niklas! Wow. Was muss ich machen? Wasser! Mit was denn? Ja, mit einem Eimer! Eimer. Unser Schiff brennt unten. Wie unten? Nee. Ja, oder was ist das? Wasser? Hä? Leute, unser Schiff! Don't get it. Was passiert? Oder wo ist der Eimer nochmal? Hier. Ist das cool? Ist cool? Ja, jetzt wieder cool. Cool? Ja. Brennt auch nicht mehr unten. Rebel Ryan hat Geburtstag! Yay! Yeah. Wasch mal unser Schiff ein bisschen. Okay, man darf also keine Explosionsfässer mehr auf seinem Schiff orten. Doch, kann man schon, aber es brennt halt ist gefährlich dann. Halt.
Okay, so. Ja, aber die haben das damit ja. Früher ist man ja so in ein Schiff reingefahren. Ja. Der schießt mit seiner Kanone auf uns, oder? Der will Kriech! Kriech. Ah, jetzt lass mal. Er kriecht seinen Kriech. Er Kriech! Wenn der Kriech will, kriecht er! Kriech! Alter, der hat mich getroffen! Wir nicht. Okay, wir nicht. Mag er den Anker hochmachen? Warte mal. Firebomb. Okay, jetzt kriegt er seinen Kriech. Lade. Ich kotze! Warte. Leute, ich glaube, ich bin seekrank. Der hat mich auch getroffen. Ich hab ihn getroffen! Ich kotzt! Er brennt! Ich hab ihn auch getroffen! Warte, der ist im Wasser vor uns! Der ist rechts im Wasser vor uns! Nein, ich meine, sein Schiff sinkt! Guck mal, sein Schiff brennt! Ich hab's abgefackelt! Ich hab's abgefackelt! Ja, gut, du. Der kommt hier gerade an Bord wieder, ne? Was? Alter, Rebbereien! Jetzt ist auch mal Schluss, Rebbereien! Ja, der kommt in der Leiter hoch! Rebbereien, Schluss jetzt mal! Du kriegst jetzt hier Rebbereien! Rebbereien! Hab ihn gehittet einmal, er ist tot. Ich hab ihn gehittet. Geil, er ist tot. Ich hab ihn gehittet. Ich hab ihn gehittet. Ich hab ihn gesniped. Er ist mir vorhin die Shotgun gelaufen. Ich hab ihn gesniped. Hast du Hitmarke? Ja. Okay, kann jemand den Anker hochmachen? Gerade schon fast gemacht. Lass dein Schiff komplett ab. Rebel Ryan das sinkt. Das brennt gerade schon schön. Ja, warte, ich schieß nochmal rein. Okay, ich schieß nochmal rein. Warte, ich schieß auch nochmal rein. Und. Boom! Noch einmal laden. Warte, ich hau ihm nochmal den Mast kaputt, würde ich sagen. Und. Boom! Warum kann ich nicht laden? Ah, es gibt einen Sound, den man trifft. Das ist. So, und? Ja, wo sind denn meine. Habt ihr meine Dings verschossen? Boom! Es gibt jedes Mal einen Sound. Das ist ja nice. Habt ihr die Dings verschossen? Was denn? Wir schwimmen. Wir machen Sachen. Warte mal, will er uns rammen? Nee, der fährt nicht, oder? Nee. Okay, Schuss und. Okay, Andi. Versenkt. Er ist versenkt. Er ist versenkt. Der letzte Schuss hat ihn komplett. Versenkt. Vernichtet. So, ich überlasse dir das wieder. Okay, kann mich jemand zum nächsten Outpost? Links. Ja, mach ich schon. Ja, hart links, aber wir schaffen's. Wird easy. Nee, wir laufen weiter. Ist das hier nicht ein Outpost zum Verkaufen? Wird easy. Das ist. Vielleicht. Wir sind safe. Nee. Safe, das Geräusch hat keiner gehört. Noch ein Hallo Stück. Hallo unter Deck. Wir sinken. Oh mein Gott. Okay, wir sind hier drin. Ich schöpfe Wasser, ihr macht Leisure. Mhm. The Reaper's Hideout ist das. Wer ist denn der Reaper? Oh, noch ein Stück. Lenkt auch noch jemand irgendwie? Ich habe keine Bretter mehr. Hat hier irgendjemand Bretter? Im Lager. Haben wir noch ein Lager oder so? Wir brauchen Ressourcen neue. Ja, wir sollten vielleicht mal Also ein Brett wäre sehr dringend. Eine Insel machen. Ja, wie gesagt, zum Outpost möchte ich gerne. Ja, lass zum Outpost. Aber da muss mich jemand halt leiten. Ja, wir müssen erstmal die Bretter stopfen. Ja, die Löcher. Muss ich mir einen leiten? Die Löcher brettern, meinst du? Ich habe noch nie eine Karte bedient. Wo sind Outposts? Was ist ein Outpost? Wie heißt ein Outpost? So, stoppen safe. Ja, das sind die Outposts. Brauchen wir mal neue Bretter. Okay, dann einfach ganz geradeaus. Okay, geradeaus kann ich. So, okay. Dann kurz die Waffe laden. Rebellreihen. Richtiger Rebell, der Typ. Okay, Schiff ist safe, Leute. Okay, Outpost ist da. Sind die Segel richtig? Mal. Nee. Ah, die Segel drehen. Wir haben Wood Barrel. Der Raid ist wieder da, rechts von uns. Oh, wollen wir direkt im Raid kommen? Ich sehe den nicht. Wo denn? Ganz rechts. Bin ich da, 90 Grad. Eigentlich. Okay. 80 Grad. Nee, ja, 110 Grad. Ist der Raid vielleicht einfach nur Bait? Nee. Dass wir alle so 10 Sekunden denken: Alter, was ist das für eine geile Insel? Guck mal hier. Was denn? Was ist das, Andi? Was ist das denn? Wollen wir vielleicht. Und jetzt ist er wieder verschwunden. Ich glaube, der taucht immer nur kurz auf. Kann wollen das sein? Wir wirklich einen Raid machen? Oder wollen wir nicht einfach die Quest machen und auf alles andere scheißen? Ey, Andi, du bist so toxisch, ey. Ich kann echt nicht mehr mit dir spielen. Wir sind die besten Piraten der Welt. Wir können alles machen, Andi. Wusst ihr, dass das Wasser richtig geil aussieht? Sieht geil aus, oder? Machen noch mal ein bisschen rechts, Leon. Warum rechts? 30 Grad rechts. 30 okay. Grad. Okay. Wofür habt ihr das Schiff zerstört, wenn ihr es nicht lootet? Wir kann man das looten dann? Wir haben ihn doch vorher gelootet schon. Oder was meint ihr mit? Weil wir toxisch sind. Wir haben doch vorher seine Schätze geklaut und verkauft.
Und dann haben wir noch zerstört, weil er uns getötet hat. Wie echt. Weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts, weiter rechts. Lass mal rechts an der Insel vorbei da. Ganz. Noch mal richtig, hau noch mal richtig raus, Leon. Oder kommt da noch Bonus-Loot dazu? Hau noch mal richtig raus, Leon. Weiter, 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 weiter. Weiter. Ja. 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 Volle Fahrt voraus. Ei. Ei, Captain. Ei. Ei. Es ist so ein schönes Spiel. Oh, wie schön das ist. Guck mal die Wellen an. Fragt man. Guck mal hier bitte aufs Wasser. This is the most beautiful game in the world. Hat jemand Geburtstag eigentlich? Nee. Nee, heute nicht. Jemand den Ausguck? Hä? Achso. Ihr könnt oben auf dem Mast die rote Friedensflagge hissen. Die rote? Die mit dem toten Kopf, oder was? Cool, look cool. Oh, wir sind übrigens vom Outpost weggefahren. Cool. Aber wieso ist der Raid jetzt schon wieder nicht zu sehen? Taucht er immer nur kurz auf? Das frage ich mich auch. Die Richtung ist auf jeden Fall gut, Leon. Könnte das die Insel einfach sein vom Raid? Wir können einfach drauf zu? Ein bisschen rechts, bisschen rechts. Wir sind vom Kurs abgekommen. Okay. Ich verstehe es nicht, warum. Was machen wir? Ich weiß es auch nicht. Was ist ein Raid? Aber der ist doch gar nicht da, oder? Doch, doch, doch. Der ist dahinter. Ist doch so ein Schloss-Symbol auf der Map, oder nicht? Wie dahinter? Ja, jetzt ist er wieder da. Das ist ein Schloss, oder nicht? Ey, der öffnet sich immer so zeitweise. Keine Ahnung. Ich sehe ihn jedenfalls nicht. Also, nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn wir das weiterhin so machen, dann fahren wir einfach die nächste halbe Stunde im Kreis. Oh, hier ist ein Raid. Nee, ist weg. Oh, hier ist ein Raid. Nee, ist weg. Und wir gehen jetzt dahin, wo der Raid war. Also, wenn wir... Links. Wir hören jetzt dahin, ne? Wenn es da nicht da ist, dann machen wir einfach unsere normale Shroud-Quest. Ja. Letzter Versuch jetzt. Okay, letzter Versuch. Okay. Weiter links, weiter links. Ja. Okay, gut. Hört ihr diese Glocke eigentlich? Ja. Okay. Die Leute, ich, wenn andere Schiffe. Anderes Schiff! Wo? Und zwar auf 14 Uhr ist. Hä? Ist ein Zweimast. Aber wollen wir versuchen, Uhr? Einfach die zu ignorieren, um endlich mal zu racen? Lass die gut machen. Ist ein Dreimaster. Ist ein Dreimaster. Holen wir uns. Hinter. Okay. Dreimaster hat die. Okay. Segel drehen. Wrack. Segel drehen. Der hat die Segel hochgezogen. Der fährt ohne Segel. Holen wir. Das ist das Piratenschiff, Leute. Warte, direkt vor uns ist doch da. Ja, direkt vor uns. Das ist Piratenschiff. Holen wir. Genau, guter Kurs. Jetzt halten. Dann werden wir die kreuzen. Anni hat Geburtstag. Also Jungs, ich glaube, zum das ist... Zum Geburtstag viel Glück. Danke. Ja. Okay, Matteo, sind wir auf Kurs? Ja, leicht. Wir sind auf Kurs. Leicht links. Aber ist das ein Spielerschiff? Weiß ich nicht. Es könnte auch ein Geisterschiff sein, weil es sieht sehr strange aus. Auf jeden Fall fahren die. Also die haben halt blaue Lampen und unsere Lampen sind orange. Oranje. Entweder haben die einen Skin und sind Pro-Gamer oder... Die hauen ab. Ja, die wollen weg. Aber die bleiben an dem Felsen dran, oder? Nee, die fahren. Ja, die fahren. Rechts lenken. Okay. Ja, rechts. Auf jeden Fall hart rechts. Dreht mal die Segel mit. Genau, dreht mal die Segel. Das kommt, glaube ich, gar nicht hin. Ich glaube, wir müssen mal kurz gut segeln. Wie viele Segel gibt es eigentlich? Drei, ne? Drei. Nimm das mittlere. Ich mache das hintere bei mir immer. Ja, ich spotte den mal und guide, weil ich kann mich oben am besten gucken. Okay. Können wir auf Matthäus Sicht bleiben? Ja, du bist auf jeden Fall... Wie kann ich die Segel machen? Ja. Wie kann ich die machen? Mit dem Hintergrund von den beiden Dingern. Du solltest leicht nach links. Okay. Weil die drehen, glaube ich, ab. Ich sehe die. Ja, genau. Ich krieg's nicht hin. Was denn? Nee, ich sehe die gar nicht. Ja. A und D musst du drücken. Sind das die da hinten? Das ist das falsche Ding. Du bist am falschen. Es ist. Richtig? Das ist ein Geisterschiff! Das da. Links von uns. Ja, das ist ein strange Schiff. Das ist ein Geisterschiff. Leon, fahr mal hart links. Ja, mach ich gerade. Ich kann nicht in das Segel machen. Geht nicht. Geht nicht. Jetzt geradeaus, nicht mehr links jetzt. Jetzt ein bisschen rechts, Leon. Oh, er dreht aber gerade nach rechts. Er dreht vor nach rechts. Hart rechts. Richtig hart. Wir nehmen die Steuerbordseite als Breitseite, okay? Wir könnten jetzt ein paar Kanonenkugeln feuern. Das ist zu weit weg, glaube ich, ne?
Ein Tier. Okay, Jungs, kümmert euch um die Seele, bitte. Das ist kein Spielerschiff, das ist irgendwas anderes. Die haben zerfletterte Segel und die haben vorne einen Totenkopf als Galeonsfigur. Okay, schießt in den Mast weg. Schießt, 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 schießt. Und... Leon hat rechts. Ich bin dabei. Okay, oh nein, daneben! Muss sehr weit vorziehen. Niklas, so viel höher. Oh. Ja. Der Felsen könnte ein Problem werden. Du musst ihn umfahren, glaube ich, Leon. Ja, glaube ich auch. Boah, okay. Oder wir schaffen das. Ich glaube, wir schaffen das, oder? Wir schaffen das, wenn er gerade... Schaffen wir never. Nee, schaffen wir nicht. Nee, Schaffen wir nicht, Leon. Leon hat recht. Dreht mal die Segel rein. Dreht mal die Segel. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen es. Was hat dem Captain? Wir haben auch ungefähr 2 km/h drauf. Wir schaffen es easy. Okay, jetzt könnt ihr die Segel reindrehen, nee, ne? Bin ich dabei. Okay. Also jetzt aber wieder hinterher, Leon. Also wieder geradeaus. Und die stehen. Oh, wir können rechts dran vorbeifahren. So, warte mal. Lieber links, oder? Ich habe jetzt rechts. Wir können auch rechts. Ladet auf jeden Fall die Kanonen. Wir machen links. Ich komme jetzt runter. Kann links dran vorbei. Okay. Ich stehe an der Kanone. Okay, geht alle in die Kanonen. Anker müssen auch gleich ziehen. Geht alle in die Kanonen. Okay. Und. Okay, warte. Wir fahren ja noch. Das heißt, ich schieße ungefähr. Knallt sie weg! Jetzt. Breitseite! Ich hab keinen Schuss. Warum hat der nicht geladen? Ich hab doch nicht geladen. Feuer! Okay, an die Anker. Hey, ich hab doch getroffen! Ich hab auch drüber geschossen. Nice. Ich geh an Bord, Jungs! See you later, Jungs! Anker, bitte! Ich hab keinen Anker. Ja, Anker hoch! Wir können die schießen! Ja, ich mach sie fertig! Können wir nicht so drehen, trotz Anker? Okay. Nee. YOLO! Sie fahren weiter! Scheiße! Matteo, mach mal Anker mit uns schnell. Sie fahren Anker weiter! Anker muss hoch, Anker muss wieder hoch! Ja. Nein, sie haben Angst vor mir! Unser Schiff wird getroffen! Holy shit. Wo fahren die hin? Okay, wir müssen. Wir haben keine Bretter mehr, oder? Wir laufen voll. Wir laufen relativ schnell voll. Okay. Oh nein. Haben wir Bretter? Haben wir Bretter? Okay, wo haben wir die her? Gibt hier irgendwo eine Bretterbox. Für Kiste, Fass. Okay, Schiff ist kein Wasser mehr drin. Gut. Laden wir die Kanonen durch. Ja, lad die Kanonen. Mach du da. Ja, ich mach das. Die sind vor uns, die sind direkt vor uns. Alter, wie schnell beschleunigen die denn? Das sind Cheater. Mach dich auf der rechten Seite bereit. Das sind Cheater. Warte mal, ich schieße den Steuermann einfach ab. Sehe ich den? Boah, das muss ich ja voll vorziehen. Ihr könnt schießen, glaube ich, aktuell, oder? Die Kanonen? Warte ja. Ist sie geladen? Ihr könnt gut schießen gerade. Und ich kann nicht laden, Mann. Oh, Andi? Oh, fuck. Okay, wir könnten jetzt ankern. Ankert mal jetzt. Kanone. Ankern? Oh, ihr habt getroffen. Anker. Anker kommt. Anker läuft. Knallt sie weg. Oh mein Gott. Schieß sie um. Unser Schiff läuft vor. Ich mach Schiff, ihr schießt. Wir fahren wieder. Schieß sie weg. Wir laufen gar nicht voll. Wir wurden nicht getroffen. Ich hol Kanonen. Okay, Anker hoch wieder. Warte, wie kommst du hier raus? Wir müssen wieder hochankern. Ja. Hochanker. Wir haben hinten ein Loch drin. Wir müssen hochankern. Ich kümmere mich ins Loch. Hä? Ist nix. Okay. Wir haben noch kein Loch. Alles gut. Okay. Geh, ein Segel bitte drehen, Jungs. Linke Seite, könnt ihr schießen? Ja, ich schieß gleich, warte. Query Ball und. Die Kanone. Ruder! So, ist geladen. Ich kann die so nicht treffen. Wir wurden getroffen. Oh, ich guck. Oh, shit. Können wir einmal einen Anker ziehen? Die sind hinter uns jetzt. Die sind hinter uns, die sind genau hinter uns. Soll ich Anker? Die rammen uns! Oh, die rammen uns! Ja, Dick! Haben die rammen uns! Fackel sie ab! Ich spring rüber! Ich bin drauf! Ich fackel sie ab! Der brennt ja alles! Ich brenne nicht da nur! Ich bin runtergesprungen, weil ich da brennt nicht da nur! Skelett Crew! Wo ist unser Schiff? Da. Leute, Wasser unter Deck! Ich komm wieder zurück! Wasser unter Deck! Ich komme! Wo ist unsere Löcher sind schon weg, Löcher sind weg! Haben wir eine Leiter hier? Ja, das ist ja gut. Oh fuck, hier sind überall 1000 Skelette. Okay. Aber wir brennen Lichter nur, also wirklich. Wir müssen weiter. Ja, Anker. Anker, du bist an Bord, Anker. Du machst sie fertig, oder? Da oben ist er.
Holy shit. Warte mal, ich schieße die einfach nochmal ab. Ich lade. Andi! Die brennen! Andi, kannst du deren Anker werfen? Andi, kannst du deren Anker werfen? Anker sie, Andi. Ja, warte. Ich hab geschossen. Hit! Ich kann nicht! Kann man nicht ankern! Hit! Warte. Okay. Die kommen wieder hinter uns. Ich hab keine Kanonen. Mach dich auf der rechten Seite bereit, okay? Linke Seite, oder? Ich hier raus, oder? Nee, ich weiß nicht. Und mach mal die Segel zu Hause. Komisches Ashen-Skull-Shit. Okay. Die sind genau hinter uns. Kill. Die sind genau hinter uns. Die rammen uns schon wieder. Ja, die wollen uns wieder rammen. Warte, von wo kommen die? Genau hinter uns. Linke Seite, linke Seite. Oh, hinter. Oh, fuck, ja. Oh. Ja, warte, ich lade die Kanone hier. Ich versuch den Captain zu killen. Ah, ich lade. Ich schieße jetzt einfach direkt ab. Vorne am Rumpf. Okay, ist es gehittet? Warte, ich lade nochmal. Die fallen zurück. Oh, wir müssen ankern, glaube ich. Vorsicht, eine Insel. Oh, ankern? Au. Hier, wir haben die Insel! Wir haben die! Nichts mehr zu essen, Scheiße. Alles gut. Ich gehe aufs Schiff von denen. Ich auch. Okay, ich bin drüber gefallen. Ich bin auch drauf. Matteo, fliegt das Schiff. Okay. Haben wir noch Bretter? Unser Schiff ist komplett drin! Ihr müsst alle zurückkommen! Real Talk, wir verlieren unser ganzes Schiff, wenn ihr nicht zurückkommt jetzt. Was ist denn? Die Etage ist schon voll. Mach eine! Ich komm zurück. Nee, es geht nicht mehr. Mit dem wir verlieren das Schiff, wenn ihr jetzt nicht zurückkommt. Boah, da spawnen immer mehr! Ey, wir verlieren das Schiff. Okay. Vielleicht haben wir schon alles, was wir wollten. Ich hab dieses Skull. Es ist schon scheißegal, ne? Es ist mir scheißegal. Wir verlieren das Schiff. Ich komm doch! Ich glaube, man kann hier nicht gewinnen, oder? Kannst du nicht einfach Löcher fixen? Oder? Nein, weil es bis oben hin schon vollgelaufen ist. Ich kann nicht mehr runtertauchen ohne Bretter. Ja. Spawn unendlich, Leon. Sicher? Ja. Hey, warte. Vielleicht gibt es irgendeinen Necromancer oder so, den man töten muss. Ich geh mal nach unten. Es gibt so einen Boss. Du machst Bretter, ich mach Wasser die ganze Zeit. Deren Schiff ist unter Wasser. Ja. Oh, hier kommt man nicht mehr. Boah. Fuck, wo ist hier? Da sprudelt es überall. Shit. Aua. Fuck, ich sterb. Okay. Sterb. Ich hab nichts mehr zu essen. Ja, gar nicht. Aber es läuft noch nicht voller. Andi, wie viele Löcher haben wir noch? Ich weiß vielleicht keins mehr. Okay, geil. Ah, die stopfen ihre Löcher selbst. Okay. Ihr könnt weiter, könnt ihr noch schießen? Ich lade die Kanone, ich schieße auf die, Achtung. Mann, wo haben die Schuss? Keine Muni? Wo ist mein Schuss? Oh Gott. Schieß mal weiter, dann kann ich die hier unten... Ich hab getroffen. Nice. Aber die haben uns auch getroffen. Oh, scheiße. Warte. Und? Ich klau dir die Bretter. Ja, ich hab nicht getroffen. Oh, ich sterb gleich. Ja, ich treffe nicht mehr, das ist zu weit weg. Hinter uns ist ein mit der Blender, hier. Haben die hier irgendwo Essen? Oben, ja. Ah, jetzt bin ich tot. Okay, ich schöpf Wasser an die wieder. Ja. Wo sind die Bretter bei uns eigentlich im Schiff? Ich weiß nicht, irgendwo ganz an der Seite eine Kiste. Kann man hier mal besiegen? Barrel, da. Ich hol dich. Bretter. Hier hinten. Haben die was zu essen? Ja, irgendwo ist eine. Auch gleich was essen. Barrel. Oh, ich bin down. Food Barrel ist leer bei denen, oder? Oh, ich hätte da drüben keiner. Oh, die fahren wieder um uns rum. Ich laden? Ja, ich lade. Kannst du mich resten, Niklas? Oder? Ich versuch. Ich versuch den Shot mitzunehmen. Mit R? Nee, auf keinen Fall. Drei Kanonen auf. Oh mein Gott, wild. Selbst okay. Tot. Achtung. Und... Kann man die töten? Weil man kann es versenken, nicht. Mein Chat. Trifft der? Ja, Treffer. Muss er unter Wasserlinie treffen. Ach so, okay, warte. Dann schießen wir tief. Wir müssen ja hindern, dass die unten arbeiten, wenn die Löcher haben. Also ich hab denen sehr viel Holz geklaut. Theoretisch haben die kein Holz mehr. Aber wir haben auch kein Holz, oder? Okay, wir haben vier Treffer drin jetzt. Oh, der war da auch nicht tief genug. Okay, kann raus. Der hat hinten getroffen. Hinten haben sie jetzt ein Loch wahrscheinlich. Könnt ihr drehen? Ist einer von euch am Segel? Am Lenker? Oh, Matteo. Boah, ich wurde voll gehittet von der Kanone. Boah, ich bin low HP. Ich geh mal ans Ruder. Du musst kurz was essen, sonst bin ich tot. Ich hab noch zwei Bretter, den letzten zwei Bretter. Hä, ich bin irgendwie vergiftet oder so. Ich auch. Und ja, das ist dieses Dings, dieser Schuss von denen gewesen, der so strange so. Oh, Jungs, wir kriegen eine harte Schiss ab. Ja, wir müssen das Ding... Können wir es... Wir haben keine Ressourcen mehr, Leute. Ja, wir können diesen Kampf nicht mehr länger führen.
Aua. Au. Ich glaube, wir müssen abbrechen, Leute. Abbruch, Abbruch. Vielleicht kriegen wir es jetzt. Warte. Wir haben keine Bretter mehr. Ja, ohne Bretter können wir nicht länger kämpfen. Hast du noch? Also ich treff grad gut. Läuft Wasser bei uns rein? Wo ist denn ein Loch? Gerade nicht. Ah, da hinten. Erste Etage, 20 Löcher. Unten ist gerade safe. Lass die mal anzünden. Ich hab die gerade richtig gut getroffen die ganze Zeit. Reload. Eine Blunderbombe. Kann mich einer zu denen schießen? Warte mal. Oh, ich hab nicht getroffen, fuck. Die fahren um die Insel rum. Ja, wir laufen gerade voll. Ja. Oh, ich schwimme mich drum. Ich mach Wasser, du machst Bretter. Ja, wir laufen voll. Hä? Leon trifft ein von drei Schüssen, ich treff gut. Ich hab jeden Schuss getroffen. Alter, du bist so toxisch. Und was ich? Toxisch. Die ganze Zeit hier, ich repariere nur. Das mach ich gar wir haben kein Wasser mehr, das ist schon mal gut. Okay, Schiff ist aber gefixt. Ey, ich will nicht mehr gegen die kämpfen. Können wir den Anker hochmachen? Unser ganzes Schiff ist kaputt. Ja, wir machen den Anker hoch. Ich hab meine Kampfmotivation verloren. Ja, lass aufhören dann. Aber wir haben deren Skull geklaut. Also, die sind fast down, ne? Leute, SOS. SOS. Ha? SOS. Warum? Was denn? S-O-S. Lass den Anker doch hochziehen und wir fahren einfach weiter. Hilfe. Hilfe. Wir kommen rechts von uns. Zwei Schüsse kommen. Die schon wieder. Scheiße. Da kommen sie. Mach mal die Segel auf Hälfte oder so. Oh, scheiße. Leute. Scheiße. SOS. Okay, keiner kommt mit dem Segel. Gut, dann mach ich's alleine. Warte, ich versuch die zu schießen gleich nochmal. Au! Boah, der hat mich gehittet an dem Dings. SOS! Boah, dreh mir drauf. Boah, wir fangen genau in die rein. Fangen genau in die rein. Mann, was mit der Harpune? Was mit der Harpune? Was, wenn ich die Harpune schieße? Okay. Direkte Konfrontation! Aber wir kannst die drehen können. Ja, aber die sind schon fast unter Wasser, guck mal. Den geht's nicht so gut. Schieß mal, schieß mal, schieß mal. Unten, unten, unter die Wasserlinie zielen. Nicht oben, nicht oben. Unter die Wasserlinie. Und also, mach mal die Segel hoch. Mach mal die Segel hoch. Ein bisschen hoch, langsamer, bitte. Ein bisschen langsamer. Ja, die Segel hoch! Oh fuck. Segel hoch? Haben wir doch, oder? Nein, haben wir nicht. Ich bin vom Schiff runtergeschossen fast. Okay, man. Warte. Ach so, das ist nicht ganz hoch. Alter, die zerbomben uns komplett, ne? Oh, Jemi. Oh, unser Schiff, Leute! Die sinken aber auch, oder? Wir sinken! Okay. Einmal. Ich mach Wasser, ihr macht Bretter, okay? Hat noch jemand Bretter? Keine Ahnung, Andi? Andi, hast du noch Bretter? Die sind alle jetzt. Ich hab keine mehr. Okay, jetzt müssen wir alle schippern und dann müssen wir Bretter suchen. Wir müssen weg hier. Haben wir noch ein Loch? Ja. Nee. Ich glaub, nee? Hm. Ja, aber unten war unter Wasser. Nee, aber es läuft nicht weiter voll, oder? Ich guck mal. Wollen wir jetzt abhauen? Oder ja, wir müssen abhauen jetzt. Zwei Löcher haben wir. Zwei Löcher. Abhauen ist keine Option. Okay, dann schieße ich weiter auf die, okay? Ich schippe weiter. Wir müssen jetzt abhauen. Ich schippe weiter Wasser. Ich schieß. Boah, schieß genau durch, ey. Boah, die treffen genau durch! Boah. Alter, wie gut schießen die? Haben die Aimbot? Ja, was? Können wir bitte einfach abhauen? Leute, wir müssen hier weg, wirklich. No joke jetzt. Leute, die sinken auch nicht mehr. Die sinken nicht mehr. Die sind wieder safe. Ja, die haben sich repariert. Die sind wieder stable, Leute. Wir haben keine Ressourcen mehr. Sollen wir drauf? Lenkst du weg, Leon? Ich zieh den Captain runter, warte! Zieh den Captain. Der Captain hat mich getötet! Seid ihr komplett bescheuert eigentlich? Andi, rett mich! Andi, rest mich! Unser Steuer ist kaputt! Fuck! Andi, rest mich! Ich hab die! Wo bist du? Ich häng an denen dran! Nee, hä? Ich hab Andi, rest mich! Der Kuhn hat irgendwas gecatcht von denen. Laufen wir voll eigentlich? Wir sind fast unter Wasser, Leute. Okay, alle schippen. Kommt irgendjemand zum Schippen? Ich bin tot. Ich muss warten. Ich schippe, aber wir haben keine Bretter mehr, oder? Ich habe ein Brett. Wir können auch nicht mehr steuern jetzt, oder was? Ah, doch. Ich kann nur schippen.
Ich hab das letzte Loch gestopft. Ich hab aber auch keine Leute mehr. Ich glaube, die haben abgelassen von uns. Kann das sein? Alter, wir haben so viele Löcher noch. Da, wir müssen auf irgendeine Insel und ja, suchen. Das ist Stein halt. Ich habe jetzt kurz Anker. Fahr vorbei, Andi. Damit wir nicht auflaufen, kann mir bitte jemand hochhelfen? Und dann müssen wir irgendwie krass irgendwie Steuerbord oder wie so. Hoch? Achso, den Anker? Ja. Ja, ich mach mal. Ich schipp Wasser, Jungs. So, dann müssen wir direkt kurz zu irgendwo, wo wir safe sind. Eigentlich müssen wir auf die Insel, wo wir gerade dran sind. Ja, wir müssen dann Brettern suchen. Bretter holen und sowas. Alter, was ein Bretterwetter. Guck mal, wir haben halt den Ashen Disgraced Bounty Skull. Das ist über ein Loch, wo es ein Loch hat. Also ich würde sagen, wir haben es denen gut gegeben, oder? Ja, wir vor allem denen, ja. Alter, die haben richtig kassiert. Die hatten keine Chance, Alter. Die legen sie nicht nochmal mit uns an. Nee, die hatten richtig Schiss am Ende. Die haben genug, ey. Kurs ist links die Insel. Und da Bretter suchen. Die haben genug. Ja, genau, links die Insel. Die haben aber Aussichtsposten mit Kanonen. Da müssen wir aufpassen, ne? Oh, da vorne ist ein Stein, ne? Schaffen wir das? Nein. Okay. Ich bin ins Wasser gefallen. GG. Okay, ich muss jetzt. Ich muss committen. Das ist ein Stein vor uns auch. Stein vor uns! Ja, ich muss committen. Sorry. Eisberg voraus! Wir crashen. Jungs! Wir crashen. Wir crashen. Ja, wir den Anker! Wir crashen. Warum macht ihr den Anker denn nicht? Jungs! Oh, das Jungs. Titanic! Das war Titanic 2 gerade! Mann, ey. Mann, ey. Ihr sagt siebenmal, dass ein Stein da statt ein Anker zieht. Sorry, ich hatte Schockstarre. Ja. Okay, wir sind noch safe. Wir sind noch safe. Unten kein neues Loch. Ja, easy. Gar kein Problem. Kein neues Loch. Wir sind safe. Kein neues Loch. Achso, ich könnte helfen, ne? Ja. Was ist los, Niklas, gerade? Was ist los? Oh, sorry. Hast du dich gerade wieder runtergemacht? Ja, sorry. Das ist dein Ernst. Oh. Sorry, Jungs. Okay, aber wir sind eigentlich schon dran. Fahren wir nach rechts, wir wollen doch hier anlegen, oder? Ja. Sorry, keine Absicht. Ist da jemand an der Kanone dran? Ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Leon hat rechts. Wir brauchen Bretter. Ja, mach ich schon. Wir brauchen Bretter. Jo. Wow, das war eine Action, Alter. Die wollen wir irgendwann besiegen. Ja, Mann. Easy. So, erstmal zur Entspannung spiele ich uns ein Lied. Okay. Okay, tschüss, Jungs. Oh. Okay, ankern, bitte. Ja. Wo bin ich denn reingefahren? Ach nee, findest du dich entspannt in dem Lied? Ja, doch, hilft tatsächlich. Ist schon ganz gut. Aber, also... Leon, entspann dich hier. Mhm, ich bin richtig entspannt, Mann. Boah, wie schön diese Insel ist. Oh, Niklas, du entspannst mich so hart, ne? Ey, Leute, lass uns. Bin so entspannt dank dir. Wie kann ich mich da selbst reintun? Sag ich dir nicht. Ich will weg von dir. Ich will das auch. Ich will weg von dir. Wie kann ich mich da reintun? Warte mal, das ist doch die Raid-Insel, oder? Ey, ich will da rein! Vorne an die Mündung gucken. Und dann Bretter Erde gefunden. Chat, Hilfe! Hier sind Bretter drin. Falls noch jemand welche mitnehmen will. Chat! Wie komme ich da rein? Ich hab's dir gerade erklärt, Niklas. Wie denn? Vorne an die Mündung gehen und dann R drücken. Also vorne an das Ding. Weißt du? Geronimo! Okay, was machen wir hier? Wir looten. Bretter. Oh, Bretter, okay. Essen, Munition, alles. Okay, looten. Load? Nee. Loot. Da drüben ist doch Loot. Ich sehe doch was. Da ist doch Loot. Okay, ich habe ein Explosionsfass. Wo lagere ich das jetzt auf dem Schiff? Ganz unten? Auf jeden Fall mitten unten drin. Wenn es hochgeht, dass wir dann einfach direkt untergehen. Okay, das ist gut. Können wir das nicht machen? Ich mach's oben auf dem Mast. Wenn es da hochgeht, dann reißt dann der Mast ab. Hier? Brauchen wir nicht. So, was ist hier drin? Bananen. Mhm. Aber keine Bretter. Keine Bretter. Ganz viel zu essen. Eine Bretter. Ammo-Chest. Aber mit die mitnehmen? Hat jemand Bretter gefunden? Ja. Bretter. Hat jemand Bretterwetter gesagt? Niklas, was ist eigentlich los? So die letzte halbe Stunde oder Stunde. Oder was soll denn los sein? Nix, alles gut. Wir haben alle Geburtstag und alles normal. Wenn wir Vorräte aufgefüllt haben, lass mal die Shroud-Quest machen, weil ich glaube, was anderes... Ja, Quest wäre echt geil. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Das Ding ist, ich weiß auch nicht, wie die geht. Also, das Feuerwerk ist wieder hinter uns, Leute. Lass mich zum Feuerwerk, oder?
Können wir bitte einfach die Quest machen? Bitte. Ja. Und dann aber noch vorne mal Geburtstag feiern, okay? Okay. Macht euch nicht über mich lustig, ihr toxischen Schweine, ey. Okay, dann. Okay. Lieber nicht. Wie viele Explosionsfässer wollen wir mitnehmen? Ich habe das Gefühl, alle. Die sind eher gefährlich für uns. Hier sind noch 4 Stück. Oh. Was wollen wir mit den ganzen Explosionsfässern überhaupt? Weiß ich halt nicht. Kann man die schießen oder so? Da katapultieren? Nee, ne? Okay, pass mal auf. Guck mal, ich zeige euch einen Trick. Mhm. Oh, hat nicht geklappt. Warte nochmal. Ich geh all in. Pass auf. Geh all in. Zeig einen Trick. Ist denn Matteo hinterherkommen mit einem Bombenfass? Mhm. Pass auf, das ist ein Trick. Achtung. Oh, hat nicht geklappt. Was? Es geht nicht. Was wolltest du machen? Den Booster. Runterspringen und dabei die Leiter greifen. Damit du schneller unten bist. Das geht. Geht das? Das mach geht mal. So. Geht easy. Scheiße, ey. Dann muss ich schon wieder was essen. Also, wir haben ganz gut geplündert jetzt, oder? Ja, aber haben wir Bretter? Ich habe 3 Bretter, glaube ich. Ich habe gerade aufs Schiff gekotzt. Wieso übergibst du dich denn? Ich habe einfach aufs Schiff. Hä, warum habe ich aufs Schiff gekotzt? Das ist ja widerlich. Einfach nur ekelhaft, ey. Was ist denn das hier? Also, wie geht denn die Quest jetzt weiter überhaupt? Ja, wir gehen zurück zum Typen, geben ihm das Buch. Und dann gibt es uns den nächsten Hinweis. Okay. Okay. Ja, lass mal machen. Wir haben aber nur 8 Bretter. Okay, wir Leute. Wir noch mehr haben. Also bei dem Typen finden wir bestimmt noch mehr, wenn wir jetzt einfach zum Outpost segeln. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Guck mal ganz kurz auf den Kontrollmonitor. Was ist damit? Oh, ein Raid, oder? Nee. Das ist so eine Vulkaninsel. Oh, wollen wir da hin? Andi verzweifelt gerade. Okay, lass die Quest abgeben. Ich will wissen, wo dieser Goldschatz ist. Bei dem Stuhl ist ein Legend-Boss, wird gesagt. Alter, wir haben nicht mal den Bronzen-Boss geschafft. Wir haben nichts geschafft eigentlich bisher. Also machen wir den, oder? Ja. Im Buch weiterlesen erstmal. Was steht jetzt im Buch drin, oder was? Quest jetzt, oder was? Warte. Wo ist der? Können wir nicht einfach mal die mehr, Quest machen? Ja. Wieso verschwenden wir uns die ganze Zeit unsere Zeit? Wachse schnell. Lesen wir mal das Buch. Wo war denn das Buch? Ich finde es nicht mehr. Nee, Leertaste. Achso. Ja, aber dann. Boomer. Also bei mir ist da jetzt nicht mehr. The ship's log sank with the ship. Without it, we can't reclaim the chest. Wir müssen halt zu ihm zurück. Ja. Okay. Nee, es geht weiter. Wie? Shiplog. Können wir Shiplog lesen? What? The Magpie's Wing. Hä? Wo ist das? Anchoring down on the south side of Discovery Ridge. Ach, stimmt. Ja. Discovery Ridge. Magpie's Wing, Anchoring Discovery. Wo findet ihr das? Einfach weiterblättern. Ach so. Oh, das ist aber auch schlecht. Jetzt, also. Ich hab's direkt geschafft. Just saying. Okay. Anchoring down on the south side of Discovery Ridge. Captain's gone ashore. Fleeing to the east, they are turning pursue. Discovery. Fortified. Okay, warte mal. Wo ist das? Also, du suchst erstmal Discovery Ridge. Hier, die sind fast da. Okay. Genau südlich von uns. Dann nach Osten sind sie gegangen. Von da aus. Wo sind die denn lang gegangen? Die sind nach Osten gegangen von da aus. Also auf dem Osten der Insel. Nee, die sind weggefahren. Okay. Glaube ich. Nee. No, past. Doch. With the Burning Blade, we are fleeing to the east, they are turning to pursue. Past a fortified island to starboard. Also rechts, irgendwo eine fortified island. Da ist ein Trading Post. Also nach Osten weg. Kennt ihr diese Mallorca? Aber wie weit? Partyboote. Ich habe so eins gefunden. Nice. Guck mal auf den Screen. Da haben wir so ein Boot, was wir voll Party machen. Was ist Manicus North. Aber wo soll es genau sein, Leon? Also, die sind an der Fortified Island. Discovery Ridge? Nach Finding Trading Post ist hier. Könnte sein. Könnte passen.
Steuerbord ist rechts, oder? Steuerbord ist rechts, ja. Ja, dann ist es das. So, und die sind von dort. Okay, past the Fortified Island, amending course north. Das heißt, als sie da vorbei sind, sind sie nach Norden. Ja. So, throwing the chest overboard south of a small island. Plotting new heading west. East. Passing a chain of islands, Burning Blade following, maintaining course northeast to lure them away. Oh, the Burning Blade? Gibt's einen, der Burning Blade hat? Ah, die meinen das Fort. Geh mal runter, geh mal runter. Was ist das Fort? Das Lost Gold Fort, meinen die. Wo siehst du das? Direkt rechts vom Trading Post, wo wir gerade waren. Lost Gold Fort. Das da? Genau, das meinen die. Courage und dann da dran vorbei, oder genau, was? Genau, und da haben die irgendwo die Kiste über Bord geworfen. Bei dem Fort? Ich meine schon. Also ich fahre da hin und kann suchen. Man den Text einmal sehen nochmal bei Leon? Also, wir sind jetzt gerade beim dritten links unten. Past the Fortified Island to Starboard, amending course north. Wir sind dann von dort aus nach Norden gefahren und haben die Truhe südlich von einer kleinen Insel über Bord geworfen. Dann vielleicht von der schicken Insel hier. Die hier. Die ist klein. Ja, südlich davon haben die über Bord geworfen. Also müssen wir zum Chicken Inselo. Oder ist das die kleine? Nee, das ist nur so ein Turm oder so. Gibt's im Nordosten irgendwie so ganz viele kleine Inseln? Ja, Snake Island hat drei Inseln. In die Richtung sind sie dann weitergefahren, aber das ist, glaube ich, irrelevant. Okay, aber die Chicken Island, da müssen wir die Truhe suchen. Wahrscheinlich dann südlich davon. Dann markieren und let's go. Chicken Island, okay. Südlich davon, ne? Ja. Okay, let's go. So, das heißt. Ich zeig Karte Leon. Ja. Also. Die Markierung hier. Die eine kannst du wegmachen, wenn du drauf gehst und Linksklick. Okay. Okay. So. Also einfach ein bisschen nach left. Dreh mal die Segel. Wir haben gerade vollen Gegenwind, aber. Sehr gut. Mit am Anker. Aber was ist, wenn wir auf dem Weg dahin das Feuerwerk nochmal sehen? Dann fahren wir zum Feuerwerk, safe. Alter, guck mal, wie das aussieht, das Feuerwerk. Das ist bestimmt richtig krass. Ey, das sieht aus wie einfach der krasseste Endboss ever. Aber nein, wir machen das jetzt nicht, oder? Nee, wir brauchen ja auch Ressourcen weiter erstmal. Wir müssen ein paar Inseln looten, Leute. Ja. Ich weiß nicht, wer uns das ganze Schlamassel jetzt hier eingebrockt hat, aber ich war es nicht. Also ich würde sagen, es war Andi. Auch an die, ja. Mhm. So, wir drehen mal die Segel. Nee. Wie ist der Kurs, Niklas? Sehr gut. Ich muss doch ein bisschen rechts ausgleichen jetzt. Nee, ist gut eigentlich. Ja, so können wir erstmal bleiben, weil du musst an der Insel vorbei erstmal. Erstmal an Plunder Valley vorbei. Wie schön so eine ruhige Seenacht ist. Mit dem Partyboot im Hintergrund. Oh, wir haben Nordlichter. Ja. Wie das Boot aussieht, ey. Warum machen die so sich aufmerksam? Weiß ich nicht. Ist es Bait? Vor allem ist ein kleiner Einmaster, ne? Ja, ist ein Einmaster, den könnten wir schaffen. Wollen wir den holen? Das ist doch wieder Rebel-Dings. Wie heißt der? Ja, dieser Rebel-Dude. Rebel? Wie heißt denn der nochmal? Red Rebel? Nee, ist ein. Rebel Andy? Nee. Irgendwas mit 2R, oder? Ron Rebel? Nee. Ron Rebel war das erste. Ryan Rebel? Rebel Ryan. Rebel Ryan, glaube ich. Rebel Ryan. Rebel Ryan war's. Wir fahren aber genau auf den Raid zu gerade, ne? Nee, wir fahren zu Chicken Island. Bisschen rechts dann, wenn wir von genau, ein bisschen rechts. Bisschen rechts. Weiter, weiter, weiter. Mehr? Nee, es geht so. Okay. Reicht. So nice, ey. Ich würde schon gern da hinten zum Tornado, ne? Ich auch. Irgendwie muss noch ein bisschen rechts.
Wenn ich bei Matteo gerade sehe. Ja, ja, der. Also wenn ihr rechts dran vorbei wollt, müsst ihr leicht rechts. Aber nur wirklich nur leicht. Reicht schon so. Und jetzt geradeaus, jetzt geradeaus. Also auf der Karte sieht's anders aus als in echt. Den Streifen und das passt schon. Boah, was für ein krasser Felsen ist das denn? Danke, Mann. Matteo, navigier uns mal da dran vorbei. Jo, einfach geradeaus. Wollt ihr die Segel mal in den Wind drehen? Oder geht das nicht? Ich geh mal hier ganz kurz. Beziehungsweise Niklas, du hast die letzten Subs noch, ne? Magst du einmal durchgehen? Ja. Okay, Leute, es geht los. Hä? Ja, das habt ihr alle nicht mitbekommen vorhin. Sorry, ich war beschäftigt, weil Andi Geburtstag hatte. Groliger hat gesubbt für 2 Monate. Koro für 21. KMR für 24. Obstsalat für 40. Zott für 7 schreit, bui, toll. Der Kreuzritter mit Tier 2 für 20 Monate. Borken Arrow hat 10 Subs verschenkt. Alla. GB Collapse hat neu gesubbt. Willkommen. GB Collapse hat außerdem direkt 10 Subs in den Chat geworfen. Latrin für 23 Monate. Hoffi für 39. Stay Alive für 13 schreibt, grüß Gott, Männer, Frauen und Tiere. Stuntman hat für 21 Monate gesubbt. Lehrer auf SC für 54 schreibt, hallo, ich bin auch noch da. Reagan für 9 Monate. Spody für 6 schreibt, juhu. Lachs für 7 Monate reingesubbt. Railer für 9 Monate reingesubbt. Knetbatzen hat 5 Subs verschenkt. André Lita für 38 schreibt, ah, ahoi, ihr Landratten. Dr. Payne für 49 Monate schreibt, der unwichtigste 49. Monat. Brett für 6 und schreibt, Störche kacken sich im Sommer auf die Füße, um sich abzukühlen. Andy Fleck für 38 Monate, Marius für 10, Bleimaler, 10 Subs in den Chat reingeballert. Und Chaosgrill hat 50 Chats in den Sub reingeballert, Alter. 50 Subs in den Chat. Sick. Vielen lieben Dank, Mann. Das ist krass. Das ist alles krass. Aber 50 ist natürlich oberkrass. Koala Luzu, 30 Monate. The Anceo, 18 Monate. Starkoma, 7 Monate. Markul, 11 Monate. Gentleman, 37. Timmy Strandke, 7 Monate. Dravan, 31 Monate. Polly will einen Cracker. Anthrazit Raven, 10 Subs in den Chat geworfen. Eggby, 15 Monate, schreibt, ah. Andix hat einen Sub verschenkt an ZZJBZZ. Zero Chaos für 7 Monate. Thompson für 3 Monate. Feldbunker für 8 Monate, schreibt, ich grüße Selina. Neprok für 16 Anker? Monate. Marv hat neu gesubbt und Magni für 22 Monate schreibt, wer das liest, kann lesen. Vielen Dank für die ganzen Subs. Danke, ja, Leute. Dank. Heftiger Support. Heftig. Nur heftig. Wir sind da, aber wir sollten noch ein bisschen weiter vorfahren. Wir rechnen uns ein Fässer, deswegen. Einfach so. Heftig, Leute. Können wir die mit der Harpune reinziehen? Die sind leider nicht gut geankert dafür. Schlecht gedreht. Okay. Seht ihr schon, was wir looten müssen? Hier sind Fässer, die wollen wir gerade. Ich seh die Insel. Wir sind aber in der Nähe auf jeden Fall. Ja. Südlich von der Insel, wo ist Süden? Südlich ist, da wo wir sind, auf der Seite. Wenn wir nach vorne gucken, rechts. Ich geh mal schwimmen. Okay, mach mal. Ist hier irgendwas? Oder sind's die Fässer? Nee, glaube die nicht. Fässer glaube ich nicht. Sind da auch Truhen dabei? Ja, unter uns ist auch unter uns ist nix. Das sind wirklich nur Fässer. Aber schön unter Wasser lesen. Na? Ja. Zu sehen ist hier nix. Vielleicht weiter südlich? Aber bin voll schon. Echt nichts zu sehen. Vielleicht wieder mehr und so machen. Auf jeden Fall jetzt viele Bretter wieder. 18 Bretter haben wir, ist schon ganz gut. Okay, das ist ein Pirat. Pirat? Okay, ich glaube, wir können Anker lichten. Captain Cousins Russ habe ich gefunden. Bist du alleine vorgeschwommen einfach? Ja. Bist du auf einer Insel? Ist das vielleicht das? Nee, aber du bist doch auf einer Insel wieder. Das muss schon hier wo sein, aber. Links vor uns müsste die sein, die Insel. Wo Matteo ist, oder? Links? Nee, rechts vor uns. Nee, links vor uns, oder?
Richtung Arsch. Süden. Arsch. Wenn wir da noch ein bisschen hinsegeln, ja. Also, ich finde hier nichts. Ich dachte südlich einfach von der Chicken Island. Genau, da fahren wir jetzt gerade hin. Also das ist die Chicken Island, das ist die Insel, wo Matteo drauf ist. Oh, können wir ankern? Oh. So. Okay, ich geh mal zur Meerjungfrau, Mann. Ich bin da, Matteo. Ja, ich habe keinen Schuss mehr. Warte, könnt ihr helfen? Kannst du nochmal um die einmal rumlaufen, Matteo? Warte, ich helfe dir gleich. Noch so 10 Sekunden, Matteo. Hey, Meerjungfrau, Mann, war diesmal eine Meerjungfrau Dame. Im Löcher im Boot. Ja. Oh, okay, ich geh mal Löcher stopfen. Ich glaube, es ist nur das eine. Okay, Matteo. Ich hab schon. Safe? Safe, Andi? Er ist tot. Safe, Andi? Ja. Nee, hey, er lebt noch. Dann stopf ich. Jetzt ist er vielleicht tot. Ist er tot? Ja, und ich habe einen Skull gefunden. Pick-up Skeletons Order. Das Quest. War eine neue Quest, oder? Ja, okay, war, glaube ich, eine neue Quest. Neue Quest. Mhm. Hier sind, Sachen zum Einsammeln. Na, nimm alles okay. Mit. Alle alles mitnehmen. Alles mitnehmen, alle. So, okay, jetzt sind wir tatsächlich bei der Chicken Island. Bretter, Kanonenkugeln, geil. So, und südlich davon. Und hier genau. Auch südlich. Heißt die Chicken Island, weil es hier Hähnchen gibt? Vermutlich. Könnte sein, ja. Südlich, davon haben die es über Bord geworfen. Südlich ist in. Ist hier irgendwo ein Wasser vielleicht? Was ist das? Nee, die Richtung. Ich geh mal tauchen. Also hab ich's hier? Ich glaube, ich hab sie. Kann sein, du bist die richtige Richtung auf jeden Fall. Das ja, ist ich hab sie. Okay. Ja, Leute liegen einfach. Ancient Chest habe ich. Hähnchenschenkel. Episch? Ancient. Das muss sie sein. Leon hat sie. Geil. Wo das war die? Sein. Einfach im Wasser. Einfach im Wasser. Einfach im Wasser. Ja. Geil. Ey, wir sind so krasse Piraten einfach, oder? Vor allem du, Matteo. Ja, komplett krass. Wo ist unser Curry? Jim Curry. Können Sie öffnen? Wir haben sie geöffnet. Geil. Und jetzt? Was da drin? Sind Pages drin. Nein. Und ein Scarab-Totem. Was bin ich jetzt? All-Tail Checkpoint. Okay. Best Inventory. Kann ich den wegmachen irgendwie? Hab ich den jetzt, irgendwie in der Hand? Ich darf die nicht roh essen, ich muss die kochen. Pages added. Kann jemand ins Buch gucken? Ich kann ich das guck nicht mal. Beast Islands. Oh, jetzt haben wir den Schlüssel. Jetzt haben wir den Schlüssel. Du hältst einen Schlüssel in der Hand, ah. Oder? Ah. Was ist er? The Cave Scarab hides near the island's tears? Fragezeichen. Ah, das muss so eine Inselgruppe sein, wo außenrum. Die so aussieht. Kann jemand so anders Tränen. Die Map vielleicht aufmachen? Und ich dann geh mal zur Map. Ich bin schon dran. Ich bin so. Auch dran. Wie könnte die aussehen? Also, wie könnte die sein? Hier. Schaut mal. Sieht das so aus? Nein. Mach nochmal zu Andi. Oder wer hat gerade die Quest offen? Ich hab's offen. Also, in der Mitte so ein. Ding, an dem links ganz kleine Inseln sind. Das könnte es doch sein, Matteo. Also es geht in die Richtung, aber es sieht schon ein bisschen anders aus. Nee, sieht echt anders aus. Nee. Was wir brauchen, ist eine Insel mit so einem kleinen sind auch noch. Penis unten links, und ganz der so rausgeht. Eine richtig potente Insel. Nee, geh weiter. Es muss ja irgendwo in der Nähe von uns sein. Ja. Denke ich mal. Wo sind wir denn? Hier links, du hast sie. Genau, jetzt gerade rein und rechts. Rein. Ah, das ist sie doch. Links. Crooks Hollow. Das ist sie. Und ja, 1:1. Gehen wir ein bisschen raus jetzt. 1:1. Gehen wir ein bisschen raus. Das ist die und rechts davon, die Insel. Barnacle Clay. Okay. Da fehlen aber die, das ist sie. Da fehlen aber diese Tränen. Hä? Was wollen wir bei Barnacle Clay? Nee. Das sind mehrere Inseln. Ja, aber die sieht doch ganz anders aus. Die in der Mitte ist auf jeden Fall... Wo waren wir? Crooks Hollow. Bis nach Barnacle Clay. Wo steht siehst das? Du das? Ja, die sieht, Crooks Hollow sieht doch eher so aus. Guck mal, ja, Crooks Hollow. Ja, aber guck mal auf der rechten Seite. Hier ist es doch. Guck mal auf der rechten Seite, links oben. Wir sollen zu der Insel, wo der Pfeil drauf zeigt. Wo ist denn da ein Pfeil? Rechts oben. Da ist diese Figur, die auch links abgebildet ist. Und er zeigt einen Pfeil nach rechts oben. Also unter dem Bild oder was? Unter dem Kamerabild? Nee. Ganz, also
Auf der rechten Seite, ganz links oben, siehst du diese Figur, wo der Pfeil drauf zeigt? Ja. So, genau. Und links auf der Seite ist diese Figur auch abgebildet bei den Inseln. Ah. Und wir müssen zu der Insel, wo der Pfeil drauf zeigt. Ah. Und das ist die rechts. Und das Zentrum ist die Penisinsel? Genau. Und da ist die Figur. Was redet ihr da? Ja. Seid ihr alle betrunken? Hab ich's auch gecheckt. Ja, komm mal, Niklas. Ich guck mal ins Buch. Ich guck auch mal rein. Nein, ihr müsst zu Crook's Hollow? Hä, wieso? Ich sag einfach Crook's Hollow. Einfach Crook's Hollow. Wo siehst du das mit dieser Figur überhaupt, Leon? Was redest du denn da, Leon? Ja, auf der Seite. Ja. Und Leon, das ist auch Baker. Schau mal, da steht auch noch The Cave Scarab Heights near the Island's Tears. Und Crook's Hollow hat zwei so kleine Mini-Inseln. Das sind die Tears. Ja, das ist einfach Crook's Hollow. Hä? Ich weiß nicht, was das, du redest. Das. Und der Pfeil ist doch außerhalb sogar. Das ist nicht die kleine Insel. Wo seht ihr denn da einen Pfeil? Also auf der anderen Seite, rechts. Andere auf der Seite, linken Seite. Aber ja, das hat aber nichts der mit geht doch zu tun. Auf die Figur. Ja, und die Figur ist auf der linken Seite, Niklas. Ich glaube. Ja, aber die ist doch einfach im Hintergrund so reingezeichnet. Ja, genau. Ja, ich sag Crook's Hollow. Okay, dann gehen wir erst zu Crook's Hollow. Was redest du denn da? Ich raff gar nichts, ey. Das ist einfach Crook's Hollow. Aber was ist, wenn bei der Insel jetzt das Geschirr im Waschbecken liegt? Okay, Ankerlichten. Ankerlichten. Leon. Ja? Bist du betrunken? Nee, ich denke halt nur mit 200 IQ. War eine gute Idee, aber ich finde auch, es hat nicht so 100% geline-upt. Ja, doch schon ziemlich. Na, mal gucken, vielleicht bin ich im Unrecht. Mal gucken. Auf nach Crook's Hollow! Wir müssen auf jeden Fall gleich stark lenken, weil wir fahren auf eine Inselgruppe zu. Snake Islands kommen wir. Wir hören das schon dran. Jo, ich fahr mal hoch. Das passt. Okay, jetzt sind wir auf einem guten Kurs. Warte, ich muss gerade. Ich muss gerade gucken. Ich guck gerade auf die Karte. Also wir müssen erstmal an Snake Island einfach vorbei. Also wenn du ballsy bist, fährst du mittendrin durch, ansonsten okay. Hart rechts. Ich bin ballsy. Nein, machst du nicht, oder? Ah, dann fährst hart rechts, okay. Wir hätten aber durchfahren können. Achso, das ist gar nicht der Kurs. Jetzt erstmal geradeaus. Rechts von uns ist ein Piratenschiff! Was? Das Geisterschiff ist auf Holy auf. Shit, was? What the fuck? Also schießt den Captain den Steuermann ab. Mein Schuss ist nicht Löcher klar. Unter Deck. Ich hab keinen Schuss. Löcher unter Deck. Ich stopp die Löcher. Oh, warte mal. Ich werf einfach ein Dingsfass auf die. Warte. Ja, ja. Oh. Hat nicht funktioniert. Das war aber knapp. Wir haben ein Problem. Ich bin Mann von Bord. Mann over. Mann Dingens. Leute, wir kriegen immer mehr Löcher rein. Warte mal. Warum bin ich explodiert mit dem Fass? Oh, weil wir haben gar nicht so viele Bretter, ne? Nee. Wir müssen los, Leute. Man kann es nicht werfen, oder? Man kann nur... Weg hier. Respawn. Und wir müssen los. Ja, I know. Ihr seid zu zweit gerade. Ja. Unten ist unter Kontrolle. Wo ist die Mermaid? Muss einfach weiter vom Schiff wegschwimmen, dann kommt die irgendwann. Okay. So, unten ist safe. Wir haben aber keine Bretter mehr. Eins noch. Da ist die. Ach, ich bin zu weit schon weg. Letztes Brett. Wir dürfen nicht mehr fighten. Okay, ich ramme sie gerade. Leon, wir haben keine Bretter mehr! Hä, klar, oder? Wir haben doch gerade welche geholt. Wir haben keine Bretter mehr! Ich brenn sie ab! Ich fackel euch ab, ihr Miesen! Ich hab noch Bretter. Wir haben auch keine Kanonenkugeln mehr! Ich hab noch Bretter. Ja, wir haben 50 Kanonenkugeln. Wir waren gerade in der Kanonenkugelkiste. Achtung. Also das Schiff von denen brennt gerade. Ja, frag mal, welches Schiff noch brennt. Und das nicht. Und das nicht. So, hier ist zu. Hier unten ist alles gestopft. Das sind drei Kisten? Okay, jetzt haben wir wieder ein Loch. Hier hinten sind genug. Oh, hier sind sie, okay. Die sind echt leer. Nee, die linke. Ach so, Okay, ich geh ballern. Ich dreh jetzt gerade ab, weil wir keine Bretter haben, dachte ich. Wir haben Bretter. Ja, okay, ja. fahr weiter. Ja, gut, dann. Wir haben jetzt doch Bretter? Mann, kommuniziert doch mal richtig! Wir haben alle welche mit Metall, oder nicht? Ich hab vier Bretter. Ja, vier. Wollen wir jetzt mit vier Brettern kämpfen? Nee, ich will eh nicht kämpfen. Die wollen auch nicht kämpfen. Die wollen aber mit uns kämpfen, wie es aussieht. Gehören die zu Quests? Nee, das ist ja mega. Boah, das wäre krass. Ich fahre voll auf den Stein. Ich fahre voll dagegen. Ah!
Piraten! Was seid ihr für Piraten? Was für Loser! Wir müssen nach rechts ein bisschen. Wollen wir die jetzt killen? Ja. Die haben bestimmt 100 Löcher. Mhm. Auf geht's. Was jetzt? Wir killen die jetzt. Okay. Shit. Ich esse eine Banane. Oh, und könnt ihr eigentlich die Dinger drehen? Die Segel? Oder? Warte. Ich weiß nicht wie. Ich weiß immer nicht wie. Das hintere Ding, das Rad. Ja, und dann? Dann einfach links rechts. D. Wie links rechts? Was links rechts? Nein, W mit den Tasten. W, R, S, D. Mit denen drehen. Aha. So wird ein Schuh draus. Guck mal, die sind doch jetzt disengaged. Ist doch alles gut. Okay, dann kann mich jemand leiten, wo ich hin muss. Ich geh mal unter Deck. Ich guck mal. Warte mal. Oh, fuck. 180 machen. Okay. Ja. Dann einmal ankern. Oh nein, Leute, guck mal. Was soll ich ankern? Guck einmal ankern, dann 180. Der Raid. Der macht ja ein Peace-Zeichen. Der ist direkt vor uns. Guck mal, der macht so. Wir machen nicht in Raid. Okay, jetzt Anker wieder hoch. Aber wir sollten noch einmal Ressourcen sammeln, hoch, bitte, bevor helfen. Wir komplett dahin gehen. Wir brauchen Ressourcen, Jungs. Ja, wir brauchen mehr Fässer, mehr Bretter und sowas. Warum soll ich denn jetzt in den Knast? Ja, kann ich schon Wie verstehen. Wie toxisch seid ihr denn jetzt drauf? Ich soll in den Knast? Ich hab hier unter Deck geschuftet. Ist doch dein Job. Und dann soll ich auch noch in den Knast? Das Schiff kommt auf uns zu wieder. Das ist aber das Partyschiff jetzt, oder was? Ja, gerade wären wir im richtigen Kurs. Kurs ist gut. Wollen die uns wieder? Nee, ne? Doch, die fahren voll auf uns zu. Die haben richtig Bock auf uns. Kurs ist gut. Okay, das bedeutet, ich nehme das Explosionsfass. Wir müssen uns jetzt wehren dieses Mal, Leute. Okay, dann wehrt euch mal. Okay, es geht los. Explosionsfass wird akquiriert. Und wir kennen Balls. Was, wenn ich Suicide da drauf bombe? Ich spring drauf und versuche die wieder. Rammt die mal. Wie, soll ich jetzt rammen? Ja. Okay. Wie zünde ich mein Fass? Mit links oder rechtsklick? Gar nicht, oder? Ich kann es anmachen. Nein, ich kann es anmachen. Okay, die sind rechts von uns. Feuer! Ja, da komme ich nicht hin. Komme ich nicht hin jetzt. Treffer! Guter Hits. Na, guter Hits. Gute Hits, Jungs. Weiter. Gute Hits. Mach die Segel auf Hälfte. Würde nicht so schnell an die vorbeipassen. Ja, warte, ich mach mal ganz kurz. Schön weitermachen. Die gehen unter, oder? Weg mit euch! Schön weitermachen. Ja, die sinken. Ja, wir haben sie! GG. Anker. Mach ich. Jo. Reinziehen, sehr gut. Nehmt das, ihr Versager! Ich geh euch looten! Geh ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja. Sind verschwunden, aber einfach. Ich glaube, es gab keinen Loot. Ist ja lame. Kurz für Loot warten, wird gesagt. Okay, warten wir kurz an der Stelle, oder? Oder müssen wir weggehen oder was? So, hättet ihr mich jetzt ins Gefängnis gesteckt, hättet ihr 10 Hits weniger. Mhm. Sind toxisch, oder? Ja, aber sind die jetzt einfach die Spawn? Ich seh den Loot, Links. Links von euch. Ja, ich seh's. Da leuchtet schon. Geil. Oh. Oh, da ist einiges, mal. Leute, da ist einiges. Boah. Das lohnt sich ja voll. Alter! Jungs! Das ist eine Lavakiste. Die Lavakiste ist ja episch. Was ist das hier? Eine Teekiste? Nehmen wir mal mit. Jetzt ziehst du einen Anker? Ja. Alter, unser Schiff sieht aus. Geil, Leon. Richtig gut eingepackt. Kriegserprobt sieht das aus. Gute Aktion. Warte, kann ich nicht. Harpune? Geht nicht. Ja, nicht so gut. Wo war jetzt nochmal der Loot? Rechts von uns direkt. Was ist denn das hier? Eine Ashen Captain's Chest. Klingt wertvoll. Das blaue Ding, was da leuchtet. Okay, let's go. Der Raid ist geil, ne? Ist schon Bock drauf. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob wir den Raid einfach machen könnten. Ich meine, wir sind halt wirklich davor, ne? Wieso? Wir brauchen aber erstmal Zeug irgendwie. Wir könnten halt darauf zusteuern, einmal eine Insel an. Also für den Raid brauchen wir kein Zeug. Nicht? Nee, aber Munition? Das ist auf der Insel. Ja, stimmt, da brauchen wir kein Zeug.
Da gibt's on Supply on auf der Insel. Andi freut sich. Ja. Ja, so ein Raid ist geil, Andi, ne? Wollten wir auch schon Raid machen, aber... Ein Raid ist heftig. Ey, lass den mal machen, weil der ist wirklich geil. Der ist echt geil. Und der ist bestimmt noch geiler geworden. Ja. Müssen nur 180 machen. Komm, let's go. Wir machen den. So, wo ist er? Direkt hinter uns. Ja. Aber was ist, wenn wir den wieder nicht finden? Können wir den markieren, wo wir ihn jetzt gerade sehen? Ich geh mal runter. Hm, ich probier das mal. Muss markieren wissen wir ja nicht, oder? Den großen... Hä? Was ist hier? Oh. Was ist? The world is changing. New dangers there be. Between boundless sky and treacherous sea. On rolling waves with sails unfurled. Ships come to plunder Server this reset. New world. Serverwechsel? Sailing the seas with all players. Server merge. Okay. Aber der Raid ist noch da. Weil ja, okay, zu viele geliefert sind. Dann sind wir vielleicht die Ersten an dem Raid? Go. Anker. Ne, sind bestimmt auf unseren Server neu gejoint, oder? Wir haben bestimmt den bestehenden Server. Oder so, oder keine Ahnung. Weiß ich nicht. Der Server war leer. Ja. So. Ah, weil Rebel Ryan geliefert ist. Ja, Rebel Ryan ist geliefert. So, ich drehe mal in den Wind. Mhm. Boom. Und ihr müsst die Segler wieder runter machen. Ich hab hier hochgefahren. Warte, oh, wir drehen gerade krass. Ja. Oh, Baby. Oh, Alter, was stürmische See hier. Oh ja, auch mal hier mal einen Aussichtspunkt. Loot abgeben, ja, können wir später noch. Ja, sieht gut aus. Die Richtung leicht rechts. Ja, leicht rechts. Ich sehe die Insel aber noch nicht. Fand das alte. Aber nee, nah dran. Ich fand das alte Raid-Symbol aber noch geiler ein bisschen, weil das so Wolken war. Oder ist das ein neuer Raid? Also ist das was anderes vielleicht? Bisschen links, dann steuern wir den Berg. Ich bin gerade nicht dran am Rad, ich mach die Segel. Okay, bisschen links. Hart links, wir laufen auf die... Links. Das andere links. Wir sind tot, dann rechts. Das andere links. Du musst jetzt durch, rechts. Nein, links. Links geht nicht mehr. Rechts. Hart rechts. Ich werf den Anker, Nein. Wir hätten es geschafft, okay. Wir hätten es geschafft. Easy, gar kein Problem. Easy, aber... Ja, doch schon ziemlich easy. Okay, Anker wieder einfahren und dann durch die Passage durch. Okay. Okay, links. Ja, aber nicht viel. Alter, da kommen wir da durch. Ja, schlag mal Ich bin Profi-Captain. Sehr einfach, ja. War gut. Okay, da ist der Raid wieder zu sehen. Okay. Könnt ihr die Segel machen? Okay. Mach die Segel, Chef. Okay. Bin jetzt voll geradeaus. Du siehst es denn, oder? Gerade so, ja. Okay. Ist es die Insel hier vor uns? Könnte sein. Bin nicht ganz sicher. Fahr mal leicht rechts, du fährst gerade vorbei dran. Leicht rechts und dann geradeaus. Ich sehe die Insel noch nicht. Doch, jetzt sehe ich sie. Nee, das ist da drunter. Ja, man sieht sie jetzt. Die ist groß, die Insel. Das ist keine Insel, das ist ein Gebiet. Okay. Was ist das? Ein was? Ein Gebiet, wird da gesagt. Reaper's Hideout? Ist es... Das hört sich gefährlich an. Ist, glaube ich, nicht mehr wie früher der Raid, der ist anders. Wer hat geschossen? Ich. Achso, okay. Was ist denn da hinten? Da sind Partyschiffe wieder. Partyschiffe. Ja, ich auch gerade. Aber ein großes, 3-Master. Fahr weit auf den Raid einfach zu. Was leuchtet da?
Was passiert hier gerade? Es zieht voll der Nebel auf, wir sehen nichts mehr. Oh Gott. Der verschwindet, ja. Aber das ist, glaube ich, weil wir drin sind. Ja, wir sind jetzt im Gebiet. Was machen wir jetzt dann hier? Keine Ahnung. Was wollen wir jetzt hier machen? Wollen wir mal rechts die Insel anfahren oder so? Lass mal erstmal weiter, oder? Fahr mal genau die Insel an, die da drunter ist noch. Da sieht man die Umrisse von dem Ding, ja. Genau. Fahr weiter geradeaus, leicht rechts. Vielleicht ist das genau über eine Insel oder so. Könnte sein. Oh, da ist ein Geisterschiff! Ja. What? Also ein echtes Geisterschiff. Es ist einfach negativ von What unserem the Schiff. Fuck. Oh, das sieht scary aus. Die machen wir fertig. Ladet die Kanonen schon mal, ich komme mit runter. Alle Kanonen müssen geladen. Oh, okay. Oh, ich bin gerade eben runtergejumpt. Oh, ich sehe die Insel jetzt. Ja, aber ich weiß nicht, ob... Das sind mehrere Geisterschiffe! Okay, wir sind tot. Oh nein. Wollen wir einfach anlegen und nicht gegen die Schiffe kämpfen? Ich sehe drei Geisterschiffe. Oh, vor uns ist eine Inselgruppe. Wir haben jetzt nicht mehr super viele Kanonen. Hey, das sind ja... Vier! Oh, was? Der redet mit uns! Und rechts im Fässer. Der Totenkopf redet mit uns am Himmel. Leute, das sind 8 Schiffe oder so. Oh, ich will die alle! What the fuck? Okay, mehr! Ey, wollen wir anlegen und von da aus vielleicht... Oh Gott. Können wir weg? Was machen wir? Wir knallen die weg. Wir knallen die weg. Wir haben nicht mal ein Schiff geschafft. Wir knallen die weg. Okay. Eins haben wir geschafft. Ich lasse schon. Ja, aber mal das Ding fällt. Oh Mann. Ach du Scheiße. Okay, macht euch auf Steuerbord bereit, Jungs. Okay, ja. Bin bereit. Ja, die Kanonen, warte mal, ich gucke erstmal noch ein bisschen. Ja, es sind mehrere Schiffe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zähle ich gerade. Auf der anderen Seite sind bestimmt noch mehr. Okay, okay. Links vor uns kommt eins auf uns zugefahren, glaube ich, oder? Boah. Ja, eins steuert auf uns zu, links vor uns. Wir holen uns als erstes. Wow. Wir holen uns als erstes. Dreht die Segel mal. Bitte? Segel einmal drehen Richtung Wind. Machst mittlere? Okay, Leon, du sagst, was wir machen sollen, wenn ich ankern soll oder so. Keine ankern, alle an die Kanonen, linke Seite. Backbord. Soll ankern? Jo. Nee, nicht ankern. Nicht ankern. Und der Neue frei! Schieß sie weg! Okay, warte. Bisschen drüber. Treffer! Oh. Und da ist ein Geist geschossen! Treffer! Wir schießen Geister? Wow! Abgehittet. Die sind down! Okay. GG, war easy, war easy. Nachladen. Steuerbord kommt eins. Jo. Kanonenladen. Guck mal unter Deck bitte, ob da irgendwas kaputt ist. Einer. Ich gucke. Okay, du guckst. Ich hab Kanonen. Okay, ich guck. Segel einmal wieder nach rechts drehen, in den Wind. Oh ja. Einer Löcher stoppen, bitte. Ich lade die Kanonen. Schiffwasser. Warte mal, ich muss Kanonen laden. Okay. Einer muss Löcher machen. Ja, ich komm runter. Bretter. Runter. Okay, dann macht ihr das zu dritt. Ja, Löcher werden gestopft. Okay, sieht gut aus. Kannst du einmal ankern kurz? Ja. Ankern. Ich will 180 machen. Ankern. Und Anker direkt wieder hoch machen. Anker direkt wieder hoch. Ja, Anker direkt wieder hoch, Jungs. Zu dritt. Nice. Okay, let's go. Weiter geht's. Wieder rein quasi in den Raid. Ja, aber wenn man rausfährt, respawnen die dann, oder was? Nee, ja, ne? Bestimmt, oder? Das ist doch jetzt gelöscht, resettet der Encounter. Stimmt nicht. Also wir sehen die Schiffe halt noch. Das ist safe resettet. Nee. Das ist ja für alle Leute auf dem Server gleichzeitig. Weiß ich nicht. Ist er nicht? Segel nach links. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schiffe zähle ich noch. Das 9. ist nicht mehr da. Wenn ich die sehe. Wir müssen nur einmal hitten. Drei Hits, glaube ich, waren es. Drei Hits. Ja, die sind ziemlich. Das sind ziemliche Glasgeschosse. Aber haben wir noch genug Bretter für Löcher? Jetzt. Ich habe noch eins. Ich habe 3. Okay. Ich habe noch, glaube ich, einige. Auch noch eins. Ich habe noch 5.
Okay, kann ich so gut vor mich gucken? Vor uns sind vier Schiffe. Ganz links, ne? Genau drauf zu. Zwei sind rechts und zwei sind links von uns. Nicht zu weit in die Insel lenken. Lass mal die vor uns machen erstmal. Nicht auf die Insel. Ja, links gerade in die Insel. Ja, ich dreh schon. Rechts okay. Vor uns. Rechts vor uns ist ein Schiff, okay. Das will ich haben. Okay. Rechts vor uns, ja, das ist ein Schiff, genau. Fährt auf das zu. Ja, das können wir auch holen. An die Kanonen. Wir fahren auf uns zu. Ich gehe rechts rum. Macht andere Seite. Linke Seite. Linke Seite. Ja, linke Seite kommen die. Ja. Schneller, Kanone! Die wir schaufeln müssen. Okay. Feuer frei! Down. Jo, drei Hits. Ist down. Noch eins. Nächste auch direkt. Weiter. Ja, was passiert direkt? Nachladen. Und Feuer frei! Jo. Ein Hit fehlt noch. Nice, down. Ich guck unter Deck. Steuerbord schießt. Oh ja. Oh, okay. Ich hole Kanonenkugeln. Ich will einmal drehen. Okay, los. Haben wir irgendwo Loot? Lang nicht. Nee, weiß nicht. Oh, die Geisterschiffe lassen Loot hinter sich, glaube ich. Ja, lade mal die Kanonen bitte nach. Da fliegen ja noch Geister. Wir haben nicht mehr so viele Kanonenkugeln. Ah, ich entlade, ups. Warte. Nicht? Nee. Langsam gehen die aus. Was ist das denn? Was ist das? Da kommt ein neues Respawn. Da ist so ein Rift offen, da kommt ein neues Schiff durch. Respawn. What? Müssen wir irgendwas anders machen? Müssen wir vielleicht auf die Insel drauf? Nee, ich glaube, wir müssen es einfach schneller machen. Okay. Wir haben es gerade perfekt getroffen. Ja, ich glaube, der macht das halt immer wieder. So, Segel bitte. Oh, die schießen. Segel was? Da kommt ein Geist geflogen. Hit! Mach du mal Dings, ja. Niklas, guckst du nur, oder? Was machst du? Hä? Segel, hat er gesagt. Ja, sorry, ich bin gerade mit dem ich überlege gerade, ob das überhaupt was bringt, was wir hier machen. Ja, klar. Das ist fun. Ja, aber wenn das einfach respawnt? Links und rechts vor uns kommt was. Okay, ich mach rechts. Erstmal rechts killen. Ich mach links, dann. Nee, machst du dritt rechts. Wir brauchen drei okay, Hits. Okay, zu dritt rechts. Wir können auch ankern und den Loot einsammeln. Jo. Einen Hit brauchen wir noch. Nice. Hit. Links, los. Die rammen uns. Okay. Aber den kriegen wir nicht mehr. Was? Können wir auch mit Gewehren rausschießen? Da kommt noch einer. Von wo? Ja, können wir mit Gewehren rausschießen? Nächste Seite. Links ist einer. Einmal ankern. Wir machen 180. Sind wir? Okay. Okay. Die hinterlassen übrigens Loot, Leute. Okay, wieder hoch. Könnt ihr die wegknallen von hier schon? Oh, super schwer. Okay, der Spawn hinten schon wieder neues. Hilft irgendjemand beim Anker? Ach ja, mach den. Ah, mit WASD kann man schneller die Kanone bewegen, glaube ich. Wird im Chat geschrieben. Oh, wir werden getroffen. Nee, geht drüber. Wollen wir rechts von uns das Schiff erstmal machen? Das ist irgendwie so halb auf Konfrontationskurs, glaube ich. Rechts von uns? Ja. Wir laufen voll mit Wasser. Oh, ich komme. Okay. Oh, ich hab Retter. Ich hab nur noch ein Brett, also die restlichen müsstet ihr dann machen. Ja, deswegen, wir haben keinen Loot mehr, Leute. Niklas hat recht, wir müssen... Rechts uns im Fässer. Müssen die können wir machen. Kurz ankern. Kurz ankern, ich spring raus. Ankert bitte. Ich bin rausgesprungen schon. Ich springe auch raus. Kann ich nicht. Ich glaube, die Geisterschiffe hinterlassen alle Kanonenkugeln. Oh, links kommt alles. Ein Schiff, Andi. Schießen. Hier sind 26 Bretter drin. Wir nehmen alles mit. Ja, ich habe alles nämlich vollgeladen, aber... Sind noch mehr Kanonenkugeln drin. Neue? Da sind noch mehr drin. Harpune zum Looten. Steht die gut? Nee. Oh, das Schiff kommt, Andi. Hier sind auch nochmal 30 Bretter. Ich kann nur 5 tragen. Wir haben ein Schiff zerstört. Schön, sehr gut. Es fährt ein Schiff auf uns zu direkt, das rammt uns gleich. Ja, kümmere ich mich drum. Von der rechten Seite. So, ich leg die Bretter unten rein. Wo lagen die nochmal? Ist kaputt. Geil. An der Seite? Oder? Ja, okay. Hier ist richtig viel Loot in der Nähe. Ja, lass mal Bretter looten. Ich harpune mal ein paar Sachen ran. Links liegt gut. Hab hier eine Kiste. Nice. Hol alles ran. Okay. Oh, Geister. Oh, fuck, Mann. Aua. Den kriegen wir nicht. Oh, da sind super viele Kugeln und Bretter drin in dieser Kiste. Okay, guck mal nach Löchern, bitte. Löcher stopfen. Unten sind Löcher. Oder so. Ich hab Bretter eingeladen. Ihr könnt euch welche holen. Mach mal Löcher. Ich schipp Wasser. Okay, haben wir genug Loot oder noch mehr? Wow. Rechts von uns? Ja.
Boah, aua. Wir brennen. Ich brenne. Wir brennen. Ich hab Wasser. Hab dich gelöscht, Andi. Was wir machen. Okay. Ich brenne auch. Scheiße. Ich glaube, es ist kaputt. Kann ich mich selber löschen? Runter. Hab's kaputt gemacht. Wer brennt noch? Ich hab noch Wasser. Wir brennen. Das Schiff. Das Schiff brennt wo? Bei den Kanonen. Hab gelöscht, aber ich brenne selbst auch. Warte mal. Kann ich mich selber löschen? Keine Ahnung. Irgendwo brennt's noch, oder? Ich hör ja, noch was. Es brennt noch, ich hör's, aber vielleicht ich seh's nicht. Unter Deck vielleicht? Nee, in der Kabine. Kurz aus. Ja, nice. Schön. Sieht es unten aus? Hier ist eine Chest. Was ist das? Das ist unten. Wir sinken. Alter, das spawnt gerade 3 neue Schiffe. Ist das eine Ernte? Wir sinken? Was liegt da im Wasser? Mach die Fässer. Jemand, wir sinken! Okay, Leute! Ja. Let's go. Jemand muss Bretter. Ich hab Bretter. Ich stopfe ihr. Ich mach Wasser. Was passiert hier gerade? So laut. Hier ist ein Kettenschiff, also so ein Kettenschiff gespawnt, glaube ich, von denen. Die kommen. Besiegen, oder? 3 Stück kommen von denen. Feuer frei. Schieß die weg. Vorne ist rechts das Schiff. Das mit dem roten Segel. Ja, das Rote. Schieß das Rote ab. Ja, warte. Es kommt gleich. Ja. Mit Dings drehen. Warum kann ich und Schuss. Drehen? Warte. Und voll vom Bug. Lebt noch. Vorne ist alles im Arsch. Mehr Hits. Hat Hits. Wir haben wieder Löcher. 3 mindestens. Ja, kümmere ich mich drum. Schiff Wasser. Ich hole Kanonenkugeln. Wir haben keine mehr. Doch, wir haben in der grünen Kiste ist ganz viel. Oben nee. In der grünen? Ist bei den. In der Geisterkiste, oder? Bei den Nee, ich habe die jetzt dahin getan, wo die Kanonenfässer sind. Okay. Das ist ganz viel. Kann ich laden? Nee, ne? Open Air. Wir noch welche. Von welcher Seite kommt der denn? Wir können die Seiten entladen. Die sind noch nicht gedreht. Die sind hinter uns, ne? Vor uns ist auch wieder eine Kiste. Wir einfach wollen wir ankern? Also Anker lichten, meine ich. Alter, ich höre nichts mehr. Warte mal. Achso. Die Mucke ist so laut. Lass mal Anker lichten, bitte. Music manchmal laut, leiser. Ich höre dich gar nicht mehr. Okay, so. Jetzt zeige ich euch wieder. Anker lichten, bitte. Haben wir nicht noch nebenan hier noch? Da sind noch Fässer. Anker lichten, bitte. Ja, aber ist da nicht noch ein Loot? Ja, die können wir auch mit den Harpunen dann nehmen, wenn wir einmal gelichtet sind. Mhm. Wir stehen halt gerade kacke dafür. Wir müssen das Captain's Schiff zerstören. Ja. Ich drehe rechts rum. Links vorne eine Harpune. Ich versuche mal mit der Harpune was zu fangen. Die andere Harpune kann halt auch was holen. Andi oder so. Wir gehen in die Richtung. Ja, da kann ich nichts holen. So. Links vor uns ist noch ein Captain's Schiff. Das Captain's Schiff ist da, ja. Links vor uns. Oh, ja. Bitte kaputt machen. Gerne die Dings. Es ist aber dazwischen. Ich muss dahinter schießen, warte. Jetzt. Und. Hit unter Dings. Yo, hat Hit. Ich dreh rein. Brauch ein bisschen. Oh, fuck. Hat Hit. Alter Schwede. Hat das wehgetan? Okay, ist Alter. Wir müssen mal gucken nach Löchern. Löcher. Löcher. Fuck, wurde weggesprengt. Alter, ich brenne schon wieder. Feuer! Haben wir Löcher? Ja, voll. Wir können löschen. Ich kann nicht löschen. Geh weg. Komm doch her. Warum brennst du? Why are you running? Feuer ist aus. Feuer ist aus. Hey. Irgendwo höre ich noch. Kajüte. Ich mach. Warte, wir machen hier. Hinter. Jo, warte. Jo. Okay. Lenken, Leon, lenken. Ja. Wieder rein. Fast von der Lady. Ist geladen. Oh, die Segel müssen wir mal machen. Alle geladen. Was meinst du? Hoch, runter, was weiß das? Ja, ins Wind. In den Wind. In Wind, okay. Immer in Wind. Ja, dreht ihr einfach einmal komplett rum. Mitte haben wir gleich drin. Ach, man kann es zusammen auch schneller machen. Ja, genau, zusammen ist doppelt so schnell dann. Also, wir machen hier mal runter. Ich bin gerade nicht am Steuer, ich muss gerade unten reparieren. Warte mal, ich muss das hier komplett drehen. Lass lieber unten reparieren, Leon. Wir müssen nur das Captain's Schiff holen. Einer muss unten mal Wasser schöpfen. Ja, aber wollen wir nicht erst die anderen, die seine die machen ja nichts. Die schießen immer nur so ein bisschen. Aber das Captain's Schiff sinken haben wir, glaube ich, gewonnen, oder nicht? Es gibt mehrere. Ach so, ja. Also, wir fahren jetzt gleich auf mehrere zu. Was, mehrere? Wenn die Schiffe schon markiert sind, sollte man die, glaube ich, priorisieren. Weil die regenerieren die über Zeit, ist die Frage.
Ein Spieler ist hier, ein Einmaster. Links von uns? Links der? Von uns. Na, sehe ich. Ja, der hilft uns aber vielleicht. Ne, den versenken wir einfach. Nein, jetzt auch noch nicht gegen den kämpfen, das ist Quatsch. Hä, wir schießen ihn viermal rein und dann ist er halt weg. Wir steuern direkt drauf zu. Der lenkt uns rein. Wir kollidieren gleich. Kanonenkugeln breit machen. Linke Seite schießen, linke Seite schießen. Linke? Linke. Oh fuck, das war haben getroffen zu, einmal? Das war zu niedrig. Ja, egal, egal, einfach weiterfahren. Ja. Scheiß auf den. Guck mal nach Löchern bitte. Ich guck. Ja, wir haben neue Löcher. Ich kümmere mich drum. Jo, ich mach einmal. Ich hol erstmal ganz kurz Munition. Ich lad mal alles von der Kiste jetzt ein. Die Kiste ist glaube ich unendlich, oder diese Geisterkiste? Nee. Also nee. 30. Was machen wir, wenn wir keinen Schuss mehr haben? Neue looten. Rechts vor uns ist eine Kiste im Wasser, oder? Du kannst an die Harpune gehen, rechts vor uns. Geister, Captain Matthias, Schiff Matthias, Matthias, rechts was? Vorne Harpune. Wir fahren gerade an der Kiste vorbei. Okay. Rechts vorne? Ist weg. Ja, ist so die schnell. Geisterkiste ist... Kannst du mal linker Harpune ah, die gucken? Geisterkiste, ich kann die holen. Wollen wir ankern? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Die sollten wir aber holen eigentlich. Lass mal 180 machen, oder? Lass mal kurz gucken. Hier rechts gibt's auch noch ein paar Schiffe, die können wir einfach versenken. Gerade haben wir noch ein bisschen. Wo sind die ganzen Geisterschiffe? Ich sehe gerade gar keins. Hinter uns war eins gespawnt. Rechts. Komplett rechts. Ah, ja, um ganz die Insel rechts. Rum. Die fahren um die Insel. Ja, genau. Zieh mal rechts. Genau, fahr die Insel rechts. Boah, wie viele da sind. Da kommen auch welche auf uns zu jetzt. Ja. Das sind so viele. What the fuck. Aber wir haben schon einige gekillt. Aber kein Captain's Schiff, ne? Ich glaube, das vordere von den beiden könnte eins sein, oder? Ich zoome rein. Könnte. Ne, das hintere, wenn dann überhaupt. Das zweite. Okay. Das könnte die Segel so haben, rot. Schwer zu sagen. Aber die segeln zusammen. Ja, nee, doch nicht. Aber die anderen da holen wir nicht Captain ein. Schiff, um die Insel rum, rechts. Ja, aber die holen wir nicht ein. Die entfernen sich sogar. Lass mal umdrehen, Leon. Lass mal Segel drehen. Lass mal umdrehen. Ich würde einfach rechts rum, oder? Weil dann kommen wir automatisch in den Wind auch. Nee, die gehen gerade. Ja, wenn wir andersrum drehen. Aber Leon hat schießen recht. Von links. Wir drehen in den Wind, wenn wir so weiterfahren. Ja. Und dann werden wir schneller. Links schießen? Wollt ihr auf Long Distance links schießen? Oder? Nee, das kann nicht. Ich sehe vor mir nichts. Ich weiß nicht, wo Steine sind und so. Ne? Ihr müsst mich guiden. Wir fahren auf den Stein zu. Hart links. Ja, okay, wir schaffen es. Wir haben jetzt Löcher. Guck mal bitte. Ja, wir haben massig Löcher. Und jetzt hart rechts. Dann holen wir das Schiff. Und die Löcher machen wir jetzt. Okay, du machst die Löcher, ich mach einmal. Vor uns ist hinter uns auch ein Captain's Schiff. Also eins von denen. Oh, ich glaube, wir müssen einmal ankern, oder? Ich sehe halt nichts vor mir. Ganz rechts, Leon. Warte, ich guck mal, Leon. So rechts hinter uns. Hinter uns eins. Ich anker einmal, weil wir sonst gegen Felsen fahren. Ja. Fahr einfach geradeaus und leicht hart links, Leon. Okay, Anker war gut. Anker wieder hoch. Anker wieder hoch, ich komm. Und Segel nach links drehen. Siehst du gerade, wo sie sind, Leon? Ja, ich sehe sie. Vorderes Segel muss auch noch. Jo. Seid ihr beide dran gerade? Ja, nice. Ein Captain's Schiff auf. Knapp. Das wird knapp. Ich glaube, wir schaffen das. Wir schaffen es aber. Links. So weit man kann. Er fährt links. Alles gut. Und jetzt wieder rechts einlenken. Ja, genau. Komplett wieder hart. Oh, Scheiße. Egal. Weiter drüber. Wir machen das schon. Rechts, auf jeden Fall rechts lenken. Mach ich schon. Guckt jemand unten? Ja, ich guck unten. Ich mach die Löcher. Du machst das hier. Ich mach das hinten. Scheiße. Bretter wieder. Alles. Eins. Oh, die schießen schon wieder. Ja, das sieht gut aus. Dann einmal Wasser. Ah, trifft nicht. Doch, die haben, glaube ich, Aimbot, oder? Ne. Kann jemand links vorne Harpune nehmen? Wir kommen gleich an der Kiste vorbei. Im Drive-By aber. Boah, das wird schwer. Wird hart, ja. Warte mal, ich jump raus. Nee, mach nicht. Ich bin schon draußen. Oh, nee, mein Aim ist kacke. Wir müssen schießen gleich. Ja, rechte Seite schießen. Okay, kein Anker, Jungs. Okay. Nee, sag dir, das war keine gute Idee. In der Mitte das Captain-Schiff.
Okay, aber. On go! Ja, ist kaputt, ist kaputt! Ich dreh hart rechts rein. Das Ankern und Looten, Ankern und Looten! Ja, yes. Ankert. Aber zurück mit dem Loot. Anker? Rechts lenken. Mach ich schon. Nochmal Anker hoch, wir fahren noch näher ran. Helfen. Ich guck. Ja, wir fangen direkt drauf zu. Andi an Anker. Also ja, hat jemand nach Löchern mal geguckt, bitte? Andi, guck mal. Was? Löcher. Links lenken. Mach ich. So, ankert wieder, oder? Ja, ich mach. Keine Löcher. Geradeaus lenken. Hier ist Doppelloot, ne? Ja, hier ist Doppelloot für uns. Triple-Loot, weil ich auch gerade mitbringe. Wir haben dann drei Geisterkisten oder zwei. Und wie kann ich die droppen? So, ich mach das. Ist ab. Ja, die kommen an, Rico. Keeper. Nice. Aber nehme ich. Oder Hit. Ich kann die hier ablassen, dann kannst du die andere auch heben. Geh mal an die andere Harpune. Ich lass die jetzt los. So, kannst du die holen? Hab ich. Hab eine. Perfekt. Warte, ich muss kurz die andere nehmen von Matteo. Nee, die wurde schon geknackt. Ja, hab ich. Achso. Das war ja ich. Achso. Hab wieder was? Nehm ich. So, ich komm mal mit dem weiteren Loot. Wir sind komplett voll lootet. Komm ich da ran? Steve, musst du. Ja. Perfekt. Mal die Welle halt. Ja, wir sind jetzt aber voll lootet, das ist gut. Hab wieder einen? Nehm ich. Noch einer. Ja. Ich lad mal direkt die ganze Kiste hier ein. Ja, oh, Baby. Nice. Hab ihn. Perfekt. Da ist schon mal Anker so, hoch. Das ist okay, Anker noch hoch. Kisten. Wir könnten hier noch. Ja, kurz Anker hoch und dann direkt wieder genau. runter. Genau, die könnten wir links lenken. Mhm. Rechts, oder? Warte, nee. Rechts. Komplett rechts. Haben wir so eine Ressourcenkiste dabei gehabt? Die sind jetzt hier vorne noch. Vor uns auch. Sogar. Das ist nochmal komplett Ressourcenkisten hier vor uns. Okay, dann ich lade die mal ein. Ist in diesen Lootkisten sind auch Kanonenkugeln drin? Ja. Und ankern. Lass auch eine oben. Rechts lenken. So halb rechts, nur halb. Andi, wollen wir nicht eine oben lassen? Oh, dann lass ich eine oben. Weit, glaub ich. Oh, ich glaube, ich bin zu weit. Um die Kanonenkugeln zu laden, weißt du? Ja. Hab einen. Nice. Ich komme nicht an alle ran. Warte, da ist noch viel drin. Ne? Ich muss noch einen Run machen. Wollt ihr nochmal rein? Okay, dann ich füll nochmal hier. Dann mach ich hier leer. Noch 7 Bretter drin, ne? Jo, let's go. Ich komm auch nochmal. Oh, steigt der nicht hoch? Andi, wo bist du? Okay, kannst du wegmachen. Mit Linkstick, Niklas. Okay. Noch eine geht nicht. Okay. Steht nicht gut. Aber es reicht doch. Also wir haben gerade 60 Bretter. Und Kanonenkugeln? Warte. Ich bringe auch nochmal. Ja, auch ganz viel irgendwie. 25 so. Und nochmal 20. Oh, das Partyboot ist in der Nähe. Und ich habe nochmal 10 dabei, die ich jetzt geholt habe. Der Dreimaster. Wir haben genug. Der Dreimaster ist in der Nähe. Aber jetzt, wir encountern gleich nochmal. Ja, ja. Deswegen Anker hoch und go. Ah, ich glaube, wir müssen vorher schießen. Warte, ich guck kurz. Matteo, kannst du helfen mit dem Anker? Jo. Rechts lenken. Ja. Okay, vor uns kommt gleich ein Captain-Schiff. Ja, müssen den wegballern. Ja, das holen wir. Rechte Seite. Ja, leider wird er verdeckt von dem anderen. Aber Leon, aber trotzdem fahr, anderen rechts, wegballern. Fahr du auch rechts, Leon. Ja, mach ich. Ja, fahr rechts. Mit WASD könnt ihr die Kanone schnell drehen. Ja. Alle aufs Captain-Schiff versuchen. Ja, man muss drunter schießen. Ihr müsst das erste erstmal wegknallen, glaube ich. Nee, ja, erste ich schieß wegknallen. Drunter. Erste wegknallen. Was ist drauf da? Boah. Na. Einmal ankern. Ankern okay. Für den 360. So, Alle mit hoch. Ja, hat überhaupt nicht geklappt.
180 musst du. Ja, habe ich schon eingeleitet. Ja, ich hatte keine Kugel drin. Ja, nehmt euch 10 Kugeln ins Inventar, dann könnt ihr direkt nachladen und nochmal schießen. Nee, die will ich nicht. Ja, die ist geladen, geladen, nicht geladen. Ich hab eine Idee, wir schippern einmal um die Insel rum und passen die ab. Dann treffen wir aber auf die Spieler. Ich guck. Die Spieler sind, glaube ich, geankert. Nicht zu weit links. Ich würde halt gern wissen, ob es auf der Insel Loot gibt. Das machen wir danach. Noch gucken. Das sind die letzten Schiffe, die hier kommen. Ja, aber nicht, dass die anderen Spieler uns hinrippen. Und die kommen, ey. Machen wir weg. Eben. Wo ist es gut? Jo. Ja, wir fahren rum. Ich sehe gerade keine Schiffe. Warte, ich gehe mal auf den Aussichtspunkt. Es ist ein Schiff rechts von uns. Also ein Spielerschiff. Aber die, ich glaube, die sind geankert und machen aber nichts. Keine Ahnung. Ja, wir könnten beim Angriff, wird auf dem Chat geschrieben, wir könnten beim Angriff. Nicht zu weit links, weil hier sind noch kleine Felsen. Ja, ja, ja. Lass beim Siehst nächsten. Du die? Siehst du die kleinen Felsen? Ich sehe alles, ich sehe alles. Okay. Lass mal parallel zu denen fahren und die Segel auf Halbmast setzen, dass wir einfach die ganze Zeit neben denen sind. Ich probiere es. Das wird schwer. Ist nicht zu weit eindrehen, nicht zu weit eindrehen. Mach mal die Segel jetzt schon mal auf die Hälfte, bitte. Ja, damit wir langsam ranziehen, das ist eigentlich ganz geil. Segel auf Hälfte, vorderes Segel ist auf Hälfte. Oh, die lenken ein. Die fangen genau von zu. Ja, oh, links lenken, dann komm mal ran. Okay, linke Seite bereit machen, Jungs, zum Schießen. Linke. Gleich kommen sie. Linke Seite, Captain Schiff. Ist gleich in Range. Jo. Und das rammt uns. Weg damit. Ist das ein Geisterschiff. Aber es wird gut. Machen wir weg. Maybe Feuer. Ankern. Maybe zu ankern. Früh? Nee. Zu früh. Okay, Hit. Wir haben's. Nice. Anderes. Anker. Loot. Let's go. Okay, ich jump raus. Dreh ein für die Papune vielleicht. Dreh. Perfekt, ich komm ran. Geil. Jemand den Loot nehmen? Jo. Achso. Komm mal. Warte, ich nehme mal hier so eine. Ah, du kommst dran sogar? Ja. Geil, ey, dann lass. Ich hol dir einfach so. Okay, was ist jetzt los? Kommt noch was? Endboss? Endboss? Keine Ahnung, er sagte mal, Flea grew stronger oder sowas. Das ist ein Endboss-Schiff, oder? Das ist nur eins. Hey. Nee, es sind drei. Drei gleichzeitig gespawnt. Okay, alle Kanonen laden. Okay, fertig. Loot ist fertig. Linke Seite kommt was. Rechte Seite auch. Ja, das ist. Oh fuck, Jungs. Anker hoch. Wir müssen Anker hoch. Anker hoch, alle. Wir müssen aber gleich fighten rechts. Ja, aber. Links. Wenn wir stehen, sind wollen wir. Wollen wir links oder rechts fokussieren? Links erstmal. Ich schieß schon mal. Das kommt genau von zu. Jo, erst links. Hä? Irgendwie. Links ist. Rechts ist down. Okay, links ist dead. Links können wir feuern gleich. Ich geh ins Segel. Oder? Links spawnt ein neues. Die rechts, die sind keine. Oder wo kommt das neue? Links vor uns sind einige. Ah, ja, links. Jungs, alle links und laden. Oh, fuck, wir kommen auch. Ich guck unter Deck. Das rechte ist Bossschiff. Leon, wann kommt's vorbei? Bin safe. Wann kommt's? Ich seh's nicht. Links vor uns schon? Direkt auf uns, frontal zu. Links. Frontal vor uns. Links oder rechts? Links eher. Links eher. Ja, ich glaub links. Links. Links, ich bin links. Oh mein Gott. Schieß rein. Nice. Ich kann's nicht. Wir sind durchgefahren. Ist tot, oder? Nee, wir sind durchgefahren einfach. Es lebt noch. Wir setzen auf, wenn wir so weiterfahren. Du musst lenken, ja. Warte, wie viele sind denn da noch? Wir sind ganz alle neu gespawnt irgendwie. Ja, aber wir müssen nur die Großen. Nur auf die Großen konzentrieren. Links vor uns könnt ihr vielleicht schießen schon? Von der Distanz her? Warte, links guck ich. Schieß mal weg. Unter Deck einmal gucken, bitte. Leo, hab gehittet, ist down. Nice. Ich guck unter Deck. Unter Deck. Andi guckt. Rechts lenken. Ja. Unter Deck ist gut, oder was? Nee, muss ein paar Lücken machen. Okay. Linke Seite kann man schießen. Ich schon mach unter Wasser. Einmal. Könnte ja. Hilfe brauchen. Oh, Jungs, wir brauchen Hilfe, wir sinken. Also Leon, du nicht, aber Niklas, zu dritt schaffen wir es. Oh, es sind noch zwei Löcher. Oh ja. Ja, das Schiff mit. Kümmert sich immer um die Löcher? Ja, ich mach die Löcher.
Rechts lenken. Gibt's überhaupt noch einen Boss? Ja, das eine Schiff, was durch uns gefahren ist. Das konnten wir mal nicht angreifen, oder? Ja, erstmal das Schiff fixen und dann gucken wir. Das zweite Deck muss nicht repariert werden. Das ist überall. Das brauchen wir nicht. Danke. Okay, die Frage ist: Müssen wir es noch alle besiegen oder wie? Oder was? Frage. Verstehe ich auch nicht. Oder wir farmen die einfach gerade. Nee, irgendwann ist Ende wahrscheinlich. Wir vielleicht, sind wir vielleicht durch einmal? Nee, aber es war, guck mal, er hat ja gemeint, meine. Nur den Boss besiegen, stronger. Alle besiegen. Ja, komm, lass sie einfach weiter kaputt knallen. Welle 2 von 3? Ja, wir sind in der zweiten Welle gerade. So, sind alle Kanonen geladen? Nein, die hier nicht. Okay. Hier rechts vor uns, glaube ich, sind die nächsten Opfer. Ja. Haben wir noch eine Kiste oben mit Kanonenkugeln? Nee. Ich glaube nicht. Außer, oder haben wir ja gerade eine gelootet? Nee. Rechts kommt jetzt gleich ein Schiff. Vielleicht könnten ein paar links auf Long Range den wegknallen. Ich glaube, wir müssen eh beide. Lenkt man komplett rechts ein. Mach mal nicht so weit. Mach mal links weg auf Long Range. Ja, warte. Gucken. Ja, aber rechts schießt auf uns. Konzentriere ich mal auf rechts jetzt. Warte. Weil rechts ist gleich direkt auf Konfrontation mit uns. Ich mach rechts. Und ihr hättet auch nicht. Rechts, 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 rechts. Und rechts, rechts, rechts. Oh fuck. Er ist down. Nice. Schön, Jungs, schön. Links geht auch immer. Ja, links könnte links gehen jetzt, ne? Ja. Oh, wir sind zu schnell. Ja, wir sind zu schnell. Wir müssen dahinter. Schieß dahinter, nicht davor. Ja, das kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Schaffen wir nicht. Nachladen aber wieder. Von rechts kommt was auf uns zu, auf jeden Fall. Wir sind sehr schnell halt gerade. Ja, wir müssen langsamer werden. Wir sind zu schnell zum Fighten. Wir haben kaum noch genug Kugeln unten. Wir müssen mal wieder looten. Wir müssen wieder looten einmal, ja. Wir müssen eins versenken und dann looten. Passt. Rechts lenken auf jeden Fall. Ist schon Max nach rechts gerade. Wir segeln mal ein bisschen reinfahren. Wir sind zu schnell die ganze Zeit. Oder? Ja, mach. Ja, ich fahr mal alle Segel auf Halbmast. Wir haben zwei Hits bekommen gerade unten. Noch ein Hit unten. Okay, jetzt, unter Deck gucken, was los ist. Jo, Löcher. Finden wir die? Stopfen. Oh, scheiße. Sound. Wollen wir den looten? Können wir machen. Ganz rechts lenken? Ja, mach ich. Kriegen wir den? Komm, Miracle Shot. Geradeaus lenken. Ich glaube, es bringt nichts dazu. Oh, da war ein Hit! Der zweite, wer hat da geschossen? Ich? Komplett wild. Geradeaus lenken. Bringst du sehr? Wo ist es denn? Links vor uns ist es doch direkt, oder nicht? Ja, ja. Von links kommen mehrere Schiffe auf uns zu. Aber ist der überhaupt? Wir haben keine Kanonenkugeln, wir müssen looten. Da sind keine Kanonenkugeln. Ja, wir müssen looten jetzt. Wir müssen rechts töten. Links töten, meine ich. Ein Hit. Zwei Hit. 3 Hit, down. Nice. Den looten wir jetzt, oder was? Noch einer? Ja. Noch einer links? Wir stehen noch gerade. Ich loote, hol den Loot, ja? Ja. Oh, ich krieg den nicht. Der kommt auf uns zu. Ja. Aber meine Kanone. Ah, der dreht ein, der dreht ein. Das ist der gut dreht für uns. Ein, der dreht ein. Ich kann noch nicht. Was? Down. Nice. Oh, wir wurden getroffen, aber nochmal. Nee, das war einfach nur, wenn die despawnen. Ach so. Links kommen nochmal zwei. Ist hier irgendwo Loot für Kanonenkugeln? Wir brauchen Kanonenkugeln. Trage ich gerade, kommt gerade an Bord. Ich hol die Safe Kiste. Das, aber da, was ist das für eine Kiste? Das ist so eine Special-Kiste, wo alles drin ist. Oh, okay. Hit. Soweit ich sehe. Ist down. Hier. Yep. Haben wir gewonnen? Wow, wir geben Geld auf, direkt vor uns. Direkt vor uns geht Geld auf. Ich habe keine Kanonenkugeln mehr. Aber die verschwinden, die verschwinden. Wir haben es geschafft. Kiste liegt. Guck mal, ihr könnt hier einfach Kanonenkugeln. Aber das war doch gar nicht das Bossschiff. Hier sind 31 Kanonenkugeln. Okay, der Schild ist noch da, aber. Ja, warte, vielleicht. Oder jetzt die Insel? Jetzt die Insel? Ist jetzt das Welle 3 oder so, vielleicht. Oder? Unser Loot? Was ist mit dem Loot hier? Da kommt was! Jetzt geschafft! Mein Flagship! Oh mein Gott! Okay. Endboss! Anker hoch! Anker hoch! Anker hoch! Laden! Anker hoch! Anker hoch! Anker hoch! Sicher? Können sie auch doch gut schießen. Nee, können wir nicht. Jetzt kreisen die uns ein.
Anker hoch. Da ist es, oh mein Gott. Wo denn? Ich sehe es nicht. Ich hab gerade nur einmal bei der Drehung gesehen. Auch. Wir haben hinter uns auch ein. Das hat so ein Special-Dings. Okay. So eine Special-Flagge. Ach du Scheiße. Da hinter uns. Auf. Nee, oder? Welcher ist denn der Boss? Ist das der Boss? Der ja, mit dem orangenen Dingens, oder? Links vor uns sind Fässer. Wollen wir die machen? Ja. Jo. Einmal ankern, bitte. Ich kenne die Karte. Anker, bitte. Anker. Ich mach Anker. Da bist du schon dran. Okay. Ja, geht nicht mehr. Sind zu weit. Okay, scheiße. Dreh rein. Ich spring raus. Ich hab noch gedreht. Ich spring auch mal raus. Was holen wir? Kanonenkugeln, oder? Und Bretter, oder? Kanonenkugeln und Bretter. Nimm mir jemand den Loot ab. Ja, es sind Bretter drinnen nur. Ich komm ran hier. Ihr müsst nur alle die Fässer looten hier. Das geht schneller. Ja. Ich komm an alle Fässer ran. Ja, ich komm. Kommt alle zum Fass nach vorne. Kannst auch selber nehmen, ne? Ich kann selber nehmen? Weggehen und dann. Ja, du kannst einfach ab. Selber das Fass looten. Okay. Also das Fass kann man nicht runter machen. Das Fass kann man nicht runter machen, ja, du musst selber lernen. Ja, alle mitlooten. Ja, ich bin schon voll. Ich bring's unter Deck. Oh, Kanone, alle rechts an die Kanone. Oh, Schiff kommt. Hinter uns. Rechte Kanone. Jesus. Oh Gott. Wir können gleich schießen. Alle rechts. Halt ein. Aber ich kann ihn nicht sehen. Oh, alle rechts, wir können gleich schießen. Ja, rechts. Und jetzt, go. Jesus. Warte mal, der kriegt noch einen mit. Geht's weiter? Nee, Hammer. Hit. Stirb! Alter, wie viel hält der aus? Stirb! Er ist down. Oh, 5 Hits! Noch einer, wir haben ihn! Haben wir's? Hier ist vor uns noch was. Die hauen ab, oder? Die hauen ab! Verschwinden. Das war der Boss! Was? Das war er. Ich glaub, das war's. Feuer unter Deck! Feuer unter Deck, Jungs! Geh nochmal laden. Nee, das war, glaube ich, nur die Gruppe, die spawnen, oder? Was war das für ein Flaggschiff? Oh, was mach ich hier? Okay, da ist doch noch einer. Einer ist da noch, oder? Es war nur die Gruppe, hast recht. Okay, ja. Wir laden mal alle Kanonen nach. Alles weiter looten. Hier die Fässer weiter looten. Hier brennt's oben. Es brennt! Okay, shit. Wo kriegen wir Wasser her? Es brennt, das ganze Schiff brennt ab. Ach du Scheiße. Haben wir Wasser unten? Ja, unten gibt's ein Barrel. Oh Gott. Lösch das Boot! Ja, oben brennt er, oben mach ich. Was ist das? Hier in der Kajüte noch? Kajüte oben ist aus. Irgendwo brennt es noch in der Kajüte. Was? Ja. Brennt hinter der Kajüte. Hinter der Kajüte brennt es noch. Okay. Lootet die Fässer weiter noch, wenn ihr könnt, zwischendurch. Wir brauchen mehr Loot. Ja, weiter. Brennt's noch? Planks haben wir. Wir brauchen Kanonenkugeln. Ist weg. Okay, ist weg. Noch mehr Kanonenkugeln. Nee. Immer noch? Ich höre noch das Geräusch, aber ich sehe es nicht. Ist es da oben? Oh Gott, unser Segel brennt, oder? Nee. Nee, alles gut. Boah, das wäre richtig schlimm. Links kommt ein Schiff. Links? Links vor uns. Oder wo? Ich sehe es nicht. Ja, links vor uns direkt. Wir haben noch Löcher. Schipp mal, ich flick. Ach du Scheiße. Ihr müsst helfen unten kurz. Ja, wir stehen aber gerade. Ja, aber ich komm nicht an die Löcher. Ich flick. Andi flickt. Flick mit. Okay. Die kommen genau von zu, wir müssen ja eigentlich wegknallen gerade. Okay, wo kommen die? Rechte oder links? Links vor uns, aber wir müssen auf die rechte wir Seite. Wir stehen aber halt, ne? Ja, rechte Seite ballern. Ich fange genau auf so ein kleines. Die fahren durch uns durch. Der Kleine ist down, an der Seite. Oh, ich brenne. Jesus Christ. Warte. Ja, das ist auch da. Das große Flaggschiff ist weg. Genau. Brennt hier, oder? Hier ist Loot. Es brennt und wir haben Löcher. Wir sinken. Hauptschiff ist hinter uns. Wir sinken. Komplett. Erstmal Schiff fixen, dann fighten. Einer muss flicken. Ich flicke. Bordschiff rechte Seite. Was passiert hier? Rechte Seite. Hä, wir sinken komplett? Nee. Wir müssen Wasser, glaube ich, füllen erstmal. Boah, ich wurde weggeschossen. Leute, wir müssen Wasser füllen, aber richtig hart. Leute, hört auf zu fighten, Schöffelt! Oh, okay. Schöffeln, wir singen! Ich kann nicht mehr reparieren. Schöffeln! Alle Schöffeln! Andi, reparier! Ich kann nicht mehr reparieren. Wir singen! Warum kannst du nicht reparieren? Hä? Ich kann mich nicht bewegen. No! Wir singen! No! Junge! Not like this! No! Mann.
Na, ey. Oh, fuck. Aber wir kriegen ein neues Schiff. Wir können es nochmal machen. Ja, aber noch von vorn, oder nicht? Nee, es resettet doch nicht. Nicht? Oh, Mann. Okay, dann weiter. Wir machen weiter. Wir machen einfach weiter. Okay. Wir sind fast fertig gerade. Wo kommt das Schiff? Wir müssen auf die Meerjungfrau Mann warten. Oh, Gott. Müssen wir... Meerjungfrau ist klar. Okay. Der ganze Loot ist weg. Nee, der liegt doch noch im Wasser. Ja, also wenn es nicht respawnt, dann liegt da noch alles. Scheiße, Alter. Oh, Leute, wollt ihr jetzt wirklich nochmal neu engagen? Achso, Leute, wir spawnen hier. Oh, nein, wir spawnen. Ja. Na, nee, das ist vorbei. Ja, ist vorbei. Dann lass lieber einen anderen mal nochmal probieren. GG. Ey. Scheiße. Fuck. Wobei, die Insel ist direkt da rechts vorne. Wir sehen sogar die Schiffe von hier. Oh, wir sehen sie. Okay, gut. Oh, okay, weiter. Nee, wirklich, komm. Wo ist das Schiff? Wo ist unser Schiff? Da. Alle drauf, Niklas. Wir brauchen aber Zeug. Nur die Barrels. Nur die Barrels, die hier sind. Nur die Barrels, die da sind. Dream is alive. Ja, was haben wir denn am Deck? So, alles weglooten hier. Ja, alles looten. Ist hier was drin? Wir haben 15 Kanonenkugeln. Ich habe auch 9. 15 Barrels, das war's. Retter habe ich auch. Hier ist alles voll. Ja, man kann sein Schiff ja auch traden. Loot noch am Rand. Alles voll machen. Alles voll machen, was geht. Wie ruhig es auf einmal ist. Aber kriegen wir wirklich unsere Schätze jetzt wieder? Wir müssen es riskieren. Wahrscheinlich haben die anderen Spieler einfach gecampt und zugeguckt und jetzt looten die alles. Nee. Die sind gestorben, schon lange vor uns. Wo seht ihr Barrett zum Looten? Wo sind die? Da oben bei dem. Bei Leon. Hier unten sind leer, ne? Ja. Oben ist auch leer. Okay, dann haben wir alles. Ja. Okay, Anker liegt und go. Okay, go. Go, let's go. Ich setz mal Segel. Anker. Aber können wir auch irgendwie Beleuchtung brauchen, ne? Was macht jetzt? Okay. Spooky. So viel lenken. Ich sehe sogar das Flaggschiff links vorne. Siehst du's? Ja, das sehe ich von hier. Okay, das heißt, der Raid ist global und läuft weiter. Ja. Ja, ich sehe es auch. Fährt sogar so halb auf uns zu, oder? Ja. Haben die Bock auf uns? Die haben Bock auf uns. Okay, lade schon mal die Kanonen auf der linken Seite. Ja, genau, alles laden. Ja, und Segel hissen. Oder also auch. Schon. Achso. Die sind alle geladen, ne? Fangen gegen Gegenwind, oder? Ja, ein bisschen. Hä? Die ist doch nicht geladen. Ach, ich hab keine Kugeln. Oh ja. Ja. Jetzt kriegst du aufs Maul, Alter. Das ist so eine rein. Sorry. Ist okay. Wir haben wenig. Leute, wir haben nicht so viele Kugeln. Wir haben 30 oder so. Kugeln. Ja, das sind nicht so viele. Ah. Ja, wir looten ja dann wieder. Wir müssen auf jeden Fall wahrscheinlich zwischendurch looten. Okay, die drehen schon vorne schon ein. So, alle Kanonen geladen. Nimm doch Kugeln auch in den Inventar. Das da. Ja, ja, Kugeln noch ins Inventar nehmen. Sind genau vor uns. Okay. Schießen sein Gesicht, um ihn zu triggern. Ja, könnt ihr die Segel nach rechts ausrichten? Jo. Segel. Rechts. Ich versuche einen parallelen Kurs hinzubekommen. Also das sind zwei Flaggschiffe, oder? Eins ist links vor uns, eins ist genau vor uns. Noch besser. Warte, ich guck mal. Ach du Scheiße. Ja, es sind zwei. Es sind zwei große. Okay, eins aber gleich los. Wollen wir das Einzelne versuchen zu erholen? Ja, ich bleib einfach genauso auf Kurs, wie es gerade ist. Warte mal, eins ist aber rot und das andere orange, ist... Orange, ne? Jawohl, nee, das sieht vielleicht nur wegen dem Winkel. Nee, das ist Oranje. Das ist so ein Semi-Boss. Boah, jetzt nachts fighten, ey, das wird wild. Zählen noch ein bisschen ein. Wild. Der Loot verschwindet in 2 Minuten, wie seht ihr das? Fuck. Dann ist das halt so. Aber wir kriegen neuen Loot hier. Ja, der Loot ist egal. Wir wollen ballern. Wir wollen den Boss killen. Das ist schon Bock, das ist nur ein Boss. Aber okay. Die lass erst das eine Flaggschiff machen, was auf uns zufährt. Ja. Der Boss-Loot ist am wichtigsten.
Wir haben ja komplett Gegenwind gerade. Das müssen wir jetzt töten. Alle an die Kanonen, linke Seite. Das muss jetzt sinken. Mhm. Oh, der Gegenwind, ne? Ja. Den ballern wir weg. Ja doch. Okay. Wie hoch? Scheiße, kann sie einschätzen. Jo, meiner war Hit. Geil, Mann. Nochmal Hit. Sehr gut, brennen, Jungs. Wir brennen, Jungs. Warte. Oh, ja, ja, ja. Ist Jungs, Hit. Jungs, bitte. Wie braucht der? Bitte das Feuer. Wo kriege ich jetzt Wasser her? Down, down, down. Wir haben okay, Water Barrel. Unter Deck löschen, löschen, löschen. Unter Deck ist ein Water Barrel. Da könnt ihr pumpen. Ah. Wir haben ein Loch. Jemand muss flicken. Oh. Doch. Ich mach Feuer erstmal. Was da? Haben wir noch irgendwo Feuer? Nee, ne? Nee. Scheiße. Löcher oder so. Mehr Jungfrau Mann! Hilf mir! Okay, so, warte. Links vor uns ist Loot. Unser ganzer Loot ist hier links vor uns, glaube ich. Ja, aber zieh, Dings. Anker, Anker, Matteo. Du musst ankern. Du musst ankern, Matteo. Wo bin ich? Am Anker. Ja, liegt. Okay. Mit der Kanone. Lenk ein. Geht, oder? Perfekt. Oh, wir drehen aber weit raus. Nee, was ist gut, denn, oder? Was ist denn die zweite? Mein nee, Sound geht nicht mein mehr. Sound ist implodiert. Jetzt ist er wieder gut. Matteo, du musst nicht. Matteo, bleib doch bitte hier. Ja, aber mach doppelt, geht schneller. Nee, geht's überhaupt nicht. Ja, mach doch mal was. Einer schießt, der andere. Ist weg. Leon, schießt du nur, schießt du nur. Matteo an Bord, glaube ich. Oh ja. Mit Kiste? Einfach nur schießen. Einfach nur schießen. Brauchst auch nicht drehen, kann man einfach runternehmen. Okay. Dann Anker wieder rein. Hoch. Warte, hinter uns ist auch noch was. Ja, ja, links hinter uns. Das ist auch links noch hinter uns ist richtig viel. Das ist unser Hauptloot. Ja. Können wir da eindrehen einfach? Ich drehe. Dreh mal links. Ich mach mal die Segel hoch, damit wir nicht so schnell sind. Ja. Andi, bleib du am Anker bereit? Ja. Segel komplett reingefahren, oder was? Ja, damit wir nur auf der Stelle drehen, quasi. Können wir schon. Soll ich lowern? Ja. Müssen wir noch näher ran, eigentlich? Noch näher, bitte. Ja, ich hab jetzt schon. Ja, aber das. Wir ach, ziehen nochmal ran, wir ziehen nochmal dran mit der Kurve. Rechts lenken, rechts lenken, rechts lenken! Ist schon vorbei, ist Anker, Anker ist schon. Erwischst du's? Komm mal da ran. Kriegst du die? Nochmal hoch, oder? Nee, nee, warte, warte, warte! Sorry. Ich glaube, wir sind zu weit weg. Okay. Rechts, rechts lenken, rechts lenken. Links, oder? Bisschen, ja. Bisschen rechts. Hier, rechts unten ist gerade was gespawnt, ne? Nur jetzt Anker, 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 Anker. Und rechts lenken dabei. Anker, 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 Anker. Anker, Leute, Anker, Anker! Warum ankert denn keiner? Zu spät. Schaut man nicht mehr. Ja, aber das Schiff ist übrigens auch links von uns. Ich hab jetzt geankert. Wow. Oh, wurden gehittet. Das Schiff. What? Ja, das ist das Schiff. Das ist so. Boss-Schiff. Diesmal sofort löschen und sowas. Ups. Boss-Schiff, rechts. Wir können schießen. Nicht schießen. Wir sinken. Bitte kümmert euch um die Löcher erstmal. Ja, genau. Das ist wichtig. Ja, aber die schießen jetzt auf uns! Ja, ist doch egal, solange wir Löcher flicken. Ja, sollen wir einfach sinken oder was ist die Option? Wir müssen. Leute, die rasten komplett aus! Hier sind irgendwie 4 Löcher oder so. Ja, deswegen. Okay, 2 stopfen und schippen anderen ich kämpfen stopfe. Von mir aus. Erstmal die Ads kaputt machen. Nee, wir sinken. Wir müssen alle. Wir sinken jetzt komplett. Wenn wir nicht. Jungs, alle mithelfen beim Sinken. Ja, ja, ja. Irgendjemand muss Löcher machen. Irgendjemand muss Löcher machen. Löcher. Andi macht nur Löcher, die anderen Eimer. Wir können Holz mehr. Ja. Hol das mal. Boah, es sind zu viele Löcher, ey. Wir haben immer noch 3, 4 Löcher. Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Können gegenpumpen. Ja, wir pumpen. Andi, mach einfach Löcher. Einfach Löcher machen, Andi. Einfach alle Löcher machen, Andi. Und Niklas muss schießen oder so. Ja, ey, wie soll ich denn schießen? Nein, nicht schießen, nicht schießen. Einfach Löcher machen. Okay. Wenn wir die Löcher machen, können wir nicht sinken. Aber dann hören die nie als Alter, Leute, die ficken uns komplett, Alter! Chill, alles ist gut. Ja. Weiter. Wir müssen, glaube ich, fahren, sonst schießen die unendlich lange, oder? Dann Leute, die ficken uns
sowas von. Ist alles gut, ist alles gut. Kann ich sinken? Okay, jetzt sinken wir aber. Ich krieg die alle nicht zu viele Leute. Ihr müsst pumpen? Ja, ist schon vorbei. Wir pumpen alle pumpen. Ist vorbei. Nee, oder doch. Wir schaffen das. Oder? Keine Ahnung, ist ein Bug. Nee, wir sind unter. Ist ein Bug, wir sind untergegangen. Alter. Okay, ich schätze, jetzt können wir aufgeben, oder? Warum? Ja, lass aufgeben für heute. Für heute? Ja, lass es nochmal probieren. Oh, Alter. Oh, ist doch geiler, mal Content zu haben, den man nicht direkt schafft. Scheiße, Mann. Immer diese 6 Jahre alte Dingens hier, The Kitty Games Dingens. Oh, das letzte Schiff zerbombt halt komplett einfach, ne? Wenn das schießt, dann hast du... Sarkastischer Applaus, ist der richtig. Haben wir Applaus bekommen? Nee. Das ist keine Motivation. Wir müssten uns vorbereiten auf diesen Kampf. Oder einfach nicht ankern. Ja, wir hätten nicht ankern dürfen. Ankern war der Fehler. Ja, aber was bringt das nicht zu ankern? Wir müssen ja niederballern einfach. Ja, aber wenn wir stationär ankern, dann kriegen wir dauernd Schüsse und können niemals schießen, weil wir immer nur flicken müssen. Ja. Wir müssen immer so Angriffsachterphase Ich brauche eine Pause, Leute.